So, hi. Herzlich willkommen im Stream. Einmal wieder wie immer in den Chat, bitte, ob ihr mich richtig hört und seht. Ich hoffe, das ist der Fall. Eine kurze Rückmeldung. Und ansonsten fange ich schon mal an. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar ist heute der Dennis mit dabei, mein guter Freund, der sich auch um die Kamera so ein bisschen kümmert, mir beim Vlogging hilft. Und genau. Der Dennis ist heute dabei und wir wollen heute mit diesem Stream, also spendet nicht mir, sondern spendet, ich habe die Nachricht angepinnt und auch unten. Das ist ein ganz cooles Projekt und zwar macht dieses Projekt die Gefangenen helfen Jugendlichen e.V. Das ist ein Verein, die Präventivarbeit machen für Jugendliche, unter anderem Konfrontation, aber auch Suchtberatung und einige Sachen mehr, Resozialisierung. Und da geht es jetzt konkret um ein Projekt in der JVA Bremervörde. Da wollen die diese Geschichte umsetzen. Und ich würde mich freuen, wenn da, ich finde es eine richtig coole Sache. Ich denke, sowas sollte man supporten und ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen was zusammenbekommen als Community. Wie gesagt, der Link ist angepinnt. Wenn ihr das spenden wollt, sehr gerne, würde mich mega freuen. Und ansonsten machen wir heute mal so einen kleinen Talk mit Dennis. Und ich würde sagen, ihr könnt den Dennis dann auch heute mal ein paar Fragen stellen. Das ist sein erster Stream. Der war auch schon ein bisschen aufgeregt heute. Ich würde sagen, wir holen Dennis einfach mal dazu jetzt. So, ich schalte mal kurz um. So, jetzt Dennis. Sprich mal was, ob dich alle hören. Hallo, hört ihr mich? So, sag mal, ob ihr irgendwas hört. Sehen tut man auf jeden Fall, denke ich mal, den Dennis. Und er raucht schon wieder, ja. Ich bin schon wieder am Rauchen. Wie immer, ne? Ist ja mal irgendwie mein Markenzeichen geworden. Das heißt Markenzeichen, ich habe halt einfach immer eine Kippe im Mund, ne? Sagt mal an, ob ihr den Dennis hören könnt. Moin Dennis, wir hören dich. Ja, sehr gut. Top. Genau. Dennis. Wer hat ein paar Fragen für den Dennis? Wie gesagt, der Dennis, der supportet mich viel hinter der Kamera. Wer meinen ersten Vlog gesehen hat, wird den Dennis auch schon gesehen haben. Und genau. Was ist der Sinn hinter den Spenden? Big Papa, guck mal auf den Link. Da geht es konkret um Präventionsprojekt an der JVA Bremervörde. In dem Fall. Ja, das ist der Verein Gefangene helfen Jugendlichen e.V. Und die wollen da ihr Konzept umsetzen. Und ich finde das Konzept ganz gut. Wenn ihr auf den Link klickt und dann runter geht, ja, auf den Link klicken, runterscrollen. Und rechts ist ein Link, wo das nochmal genauer erklärt wird. Genau. Und wenn ihr da Bock habt, ein bisschen zu supporten, würde mich mega freuen. Wie viel rauchst du denn am Tag? Boah. Dennis, was rauche ich am Tag? Boah, lass mich, wenn ich ehrlich bin, so eine Schachtel oder Ja, mehr. ich glaube auch, eine Schachtel oder mehr auf jeden Fall. Ihr seid Zwillinge. Wir sind keine Zwillinge, Joshua hat gefragt, seit wann kennt Dennis dich und warum? Sagen ja. wir mal so, wir kennen uns schon seit der Ausbildung. Wir sind jetzt ungefähr 11 Jahre, 10, 11 Jahre, sowas. Und ja, seitdem haben wir Hand in Hand den Arbeitsweg immer bestritten. Und hat sich auch privat in den letzten Jahren ziemlich vertieft, muss ich sagen. Genau. Meine Freundin stört mich gerade. Richte mal deine Cam, schreibt Unknown User. Was ist mit meiner Cam falsch? Schatz, ich bin gerade mitten im Livestream. Guck, du bist jetzt auch da. Wink mal den Leuten. Das ist Franzi. Ja, hast dir selber eingebrockt. So. Ah. Dennis, auf Twitch gibt es eine Frage. Dennis, wirst du schräg angeschaut, wenn du mit Martin unterwegs bist oder eventuell auch angesprochen, mit wem du da unterwegs bist? Dennis, wie ist das? Bisher eigentlich noch nicht. Sagen wir mal so, in einem anderen Freundeskreis habe ich ein paar Nachrichten bekommen, ob das der ist, der wo auch immer im Gym mit dabei war, ob ich mit dem rumhänge. Deswegen
Eigentlich nichts Negatives, nichts Negatives. Aber ich wurde schon darauf angesprochen. Was hält Dennis davon, dass du rauchst? Um ehrlich zu sein, für mich eigentlich total entspannt. Das ist auch wenn wir bei den ganzen Roadtrips, was wir in letzter Zeit getätigt haben, muss ich sagen, wenn Martin nicht raucht, dann ist irgendwas. Und für mich ist es immer entspannt, wenn er eine Fluppe anmacht. Und ja, sagen wir mal so, ich bin durch ihn Passivraucher geworden. Ja, also ich glaube, du rauchst passiv mehr wie so mancher, der normal raucht durch mich. Unknown User, ja, stimmt, ich sehe es gerade auch, dass ich schräg bin, aber das kriege ich jetzt nicht mehr so easy gefixt, weil sonst müsste ich hier mein ganzes Setup auseinanderbauen. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie damit leben. Ansonsten macht ihr einfach so. Oder ich muss mich einfach, wenn ich mich jetzt hier so schräg hinstelle, dann geht's. Ja. Jetzt wäre ich gerade, aber ich bin eigentlich schräg, ja, ich sehe es auch. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass ich jetzt hier so ein bisschen. Moment, ich guck mal, vielleicht kann ich es ja irgendwie. Kann ich das ja irgendwie drehen? Dann kann der Dennis so lange sich mal ein paar Fragen raussuchen hier. Joshua hat noch mal eine Frage, da hat gefragt, war für dich nach der Bekanntgabe der Tat direkt klar, dass du weiter hinter ihm stehst? Sagen wir mal so, ich habe Martin ganz anders kennengelernt als jetzt der ein oder andere Martin aus den Medien oder aus Yankee Crime. Und sagen wir mal so, ich bin tendenziell ein sehr loyaler Mensch und mich hat es generell nicht interessiert, was er gemacht hat, weil ich habe den Menschen kennengelernt, ich habe den Menschen oder ich habe Martin so kennengelernt. Ja, nur mit positiven Erinnerungen. Deswegen von meiner Seite aus, egal was passiert, werde ich immer hinter ihm stehen. Macht ihr beide regelmäßig zusammen Krafttraining mit Jim? Ja, wir zwei sind schon. Boah, wie lange gehen wir jetzt zusammen ins Gym, Dennis? Seit 2019. Seit 2019 gehen wir eigentlich regelmäßig zusammen. Also wir machen beide schon länger Kraftsport, aber so, dass wir wirklich zusammen im Gym sind, ist so seit 2019 eigentlich der Fall. Könnt ihr nichts mehr zu der Charity-Aktion reden? Doch, klar. Also, pass auf, ich sag dir, was es da genau geht. Jetzt in dem Projekt geht es darum, dass in der JVA Bremervörde dieses Präventionsprojekt umgesetzt wird und das Geld wird gebraucht, einfach für den Aufbau, dass es da möglich ist. Also für Personal, Materialien und so weiter, Schulungen. Und damit werden die diesen ersten Pilotdurchgang in dieser JVA Bremervörde decken. Darum geht es. Und die machen halt da konkret mit Gefangenen der Knastalltag so ein bisschen gezeigt und auch die Biografien von den Menschen, die da sind. Da werden geeignete Gefangene oder Inhaftierte rausgesucht, die dann da mitmachen in dem Projekt. Also es ist sowohl für die Inhaftierten was und auch für schwierige Jugendliche. Und es soll halt so ein bisschen den Jugendlichen aufzeigen, wo die Reise hingeht, wenn man Scheiße baut. Und ich finde diese Art von Prävention gar nicht schlecht. Deswegen möchte ich das mit dem Stream hier auch unterstützen. Ich hoffe, das ist eine Antwort, die dir reicht. Also ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklären können, so für dich. Genau. So. Warte, ich muss mal noch kurz Skype auf, Twitch aufmachen. Ich muss jetzt noch mal kurz einen rauchen. Heute bin ich wieder auf Filterzigaretten. Wegen ist einfacher. Genau. Und ich war beim Friseur heute. Endlich wieder. Weil ich habe ja schon erzählt, der Dennis hat mich auf meine grauen Haare hingewiesen an der Seite. Das habe ich jetzt mal beseitigt. Gehst du auch so oft zum Friseur, Dennis? Fragt Spinatwachtel auf Twitch. Ich sag mal so, in der Zeit, wo wir echt jeden Tag ins Training gegangen sind zusammen, und wo Martin noch ein bisschen näher bei mir in der Nähe gewohnt hat, ja, da sind wir immer regelmäßig Hand in Hand zum Friseur gegangen und ins Training. Kennt ihr Maximilian Pollux? Ja, wir waren letzten Freitag waren wir bei Maximilian Pollux, da war auch der Dennis dabei. Haben ihn kennengelernt, mega Typ, finde ich, sehr sympathisch. Ich bin jetzt auch in seinem Verein eingetreten, habe auch die Möglichkeit, da als Mentor unterwegs zu sein und ein bisschen präventiv was zu machen in den Schulen. Da bin ich ihm sehr dankbar. Und da werden wir aber auch noch, der Maximilian bringt ein Video auf seinem Kanal und wir bringen auch noch ein Video auf meinem Kanal.
Da haben wir auch geflockt und war echt ein cooler Tag. Aber es war übertrieben heiß an dem Tag. Das war, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres, ne? Letzten Freitag, meine ich. Ja. Gefühlt habe ich nur geschwitzt. Ja. Was? Das kleine Löckchen steht immer noch ein bisschen ab. Ich sag doch, mach dir ein kleines Zöpfchen, Martin. Oh, oh ja, oh, du hast recht. Da muss ich direkt mal mit meinem Friseur schimpfen. Ja. Martin, in Twitch war noch eine Frage, was für Straftäter sind das? Nur Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind? Da ging es nochmal um das Charity. Ja, das sind zum größten Teil geht es da um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind schon oder auf dem Weg dahin. Also auch Jugendliche, die schon mal straffällig geworden sind und wo man sieht, das geht irgendwie in die falsche Richtung. Gibt es im Gefängnis alle Tabak- und Kippenmarken? Nee, gibt nicht alle. Es gibt so eine Auswahl. Könnte ich jetzt aber gar nicht mehr sagen, was da genau dabei ist. Also es gibt auch Filterzigaretten zum Beispiel, in U-Haft war das so, aber die kann sich keiner leisten, weil du hast nur ein gewisses Budget im Einkauf und die würden einen zu großen Teil an dem Budget ausmachen. Deswegen haben eigentlich fast alle Drehtabak geraucht. Ich auch dann im Endeffekt. Da war noch eine Frage für mich. Wie ist der Gedanke für dich, wenn dein guter Freund vielleicht länger weg ist, also hinter Gittern? Da bin ich auch ehrlich, ich lebe aktuell gerade im Jetzt, in der Gegenwart und nutze einfach jeden Tag mit Martin den besten Tag oder sagen wir mal so, die Zeit und die Tage, was wir haben, zu genießen und das Beste daraus zu machen, auch seiner Familie gegenüber. Wir unternehmen eigentlich generell sehr viel zusammen, dass wir einfach die Zeit nutzen und wir wahrscheinlich, und halt, ich gehe da, oder sagen wir mal so, ich möchte einfach, dass alle die Zeit jetzt im Kopf haben und dass die ganzen Erinnerungen, was jetzt erlebt werden, dass man die auch noch, oder dass die Martin auch noch hat, wenn er gegebenenfalls nicht mehr da ist. Und ich werde auch, falls Martin weg sein sollte, werde ich mich auch um seine Freundin und seinen Sohn mit kümmern oder ihn da auch supporten, wenn irgendwas wäre. Genau, das ist ja immer wichtig, auch für einen selber, dass man irgendwie draußen jemand hat, der so ein bisschen sich kümmert, der da ist, ne? Solche Geschichten, und da bin ich dem Dennis auch echt dankbar. Der Earthfreak, sind die Preise aber normal für Kippen und so? Ja, die Preise sind, glaube ich, relativ normal. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied zu draußen, bei den Kippen zumindest. Andere Sachen sind teurer, so wie Lebensmittel oder irgendwelche Tütensuppen und so. Das ist teurer. Oder auch Elektrogeräte, wenn man sich da mal einen Fernseher holen möchte oder so. Also die Preise sind teilweise wirklich, wirklich krass, wenn man das über die JVA beziehungsweise über die Zulieferer da bestellen muss. Und das muss man darüber bestellen. Man kann sich auch zum Beispiel, Fernseher kann man sich auch reingeben lassen, aber das dauert dann Ewigkeiten, weil der in der Werkstatt auseinandergenommen wird und verplombt und so weiter und so fort. Deswegen dauert die Geschichte immer so ein bisschen länger. Aber gut, so ist es halt, ne? Voll assi, dass das teurer ist. Ja, ist schon, ich finde es auch nicht ganz so geil, ne? Sollte eigentlich schon den Preisen draußen ähneln, aber die Leute machen halt da, ne? Das sind externe Firmen, die da mit den Gefängnissen arbeiten, die beliefern, und die machen halt ein Geschäft mit, ne? Ist klar. Die verdienen da Geld mit der Geschichte. Alter, ich bin echt komplett schräg, ey. Sehe ich gerade im Stream. Habe ich wieder alles gegeben. Mal gucken, wie ich das Scheißding hier drehen kann. Gar nicht. Was? So, Martin, du kannst ja mal den Leuten erzählen, was wir die nächste Zeit so geplant haben oder was so in der Pipeline steht. Ja, genau. Wir haben jetzt ganz interessante Sachen. Zum Beispiel jetzt am Sonntag treffen wir uns mit Levi, das ist mein Cutter. Und er will auch so ein kleines Shooting machen mit uns. Da bin ich ganz gespannt. Mega Typ. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm telefoniert jetzt. Ja, da bin ich gespannt. Da werden wir auch vloggen auf jeden Fall. Ich lerne den Levi mal kennen. Ist ein cooler Typ, der sich jetzt auch so probiert, ein bisschen was aufzubauen mit seinen mit Cutting und Fotografie und so Sachen, und da freue ich mich. Gut, ihr kostet den Start halt auch Geld. Ja, ist so, auf jeden Fall, klar. Also, Fakt ist, die Insassen werden von Steuerzahler bezahlt, ne? Das Geld, was da benötigt wird. Also, du kannst doch deine Facecam drehen. Ja, aber die steht so ungünstig, da wird es mir jetzt alles zerhageln, wenn ich die jetzt hier irgendwie probiere umzudrehen, weißt du? Weißt du, wie ich meine?
Deswegen will ich das jetzt irgendwie nicht riskieren, dass mir das Ding hier um die Ohren fliegt, diese Kamera. Weil ich habe so eine Sony-Kamera und das Stativ ist eigentlich nicht für die geeignet. Das habe ich da irgendwie hingebastelt und es ist schon eine ganz wackelige Angelegenheit. Deswegen, ja. Ah, da. Erzähl mal, wer ist denn das? Ach so, das ist meine Hündin Juno. Die ist ein Pitbull und ja, sehr liebevoller Familienhund. Ja, eine ganz liebe. Der Dennis hat noch einen zweiten Hund. Das ist ein Dogo Canario, oder Dennis? Der Ja, Aris, genau. genau. Kanarischer Hirtenhund. Auch ein sehr, sehr lieber Hund. Ja, ich feiere die Hunde vom Dennis auf jeden Fall. Kevin Schmidt fragt, wer ist der Typ rechts? Martin, wer bin ich? Ich bin kein Promi oder so, ich bin Nein, der einfach Typ nur. rechts ist ein guter Freund von mir, der mich ein bisschen supportet, der jetzt auch über die ganze Zeit mit mir am Start war, der alles miterlebt hat. Das ist der Dennis, wie gesagt, und er unterstützt mich jetzt gerade so ein bisschen in Sachen YouTube, Vlogs und so Geschichten. Genau. Und deswegen habe ich heute mal gedacht, komm, wenn wir hier einen Charity-Stream machen, nehme ich mal einen Dennis mit dazu. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, irgendwie was Gutes zu tun, ein cooles Projekt zu unterstützen, ich finde auf jeden Fall ein cooles Projekt, checkt den Link aus, der ist hier im Chat gepinnt und auch unter der Videobeschreibung. Genau. Und auf Twitch können wir es ja auch einmal reinhauen. Sehe ich gerade. Habe ich nämlich da einfach verpennt. Und dann könnt ihr da gerne spenden. Würde mich mega freuen. Also heute irgendwie nicht mir was donaten, sondern lieber mal der guten Sache. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da so als Community ein bisschen was zusammenkriegen. Okay, nice. Hattet ihr schon zu Darknet-Zeiten miteinander zu tun? Ja, ich kenne den Dennis jetzt 12 Jahre ungefähr. Und wir hatten da auch schon was miteinander zu tun. Aber er hatte jetzt mit meiner Geschichte an sich nichts zu tun. Ja, genau. Nee, wir kennen uns halt von der Arbeit und von der Ausbildung. Deswegen habe ich Martin eigentlich immer als sehr loyalen Freund kennengelernt. Und von der Darknet-Geschichte zum Beispiel habe ich auch nie was gewusst. Oder ich gehe mal davon aus, das wusste keiner in deinem Umfeld, Familie oder sonst wer. Ich rippe euch alle ab. Mit meinem Fake-Shop-Filling werde ich reich. Was Charity, armen Arbeitnehmer, traurig, was aus dir geworden ist. Nutzt deine Fähigkeiten für Fraud. Ja, viel Spaß beim Bastelt werden auf jeden Fall. Kann ich da nur sagen. Was? Ich. Ah, Heiko schreibt: Dennis, dein linker Arm ist noch nicht tätowiert. Martin kennt zufällig einen sehr guten Tätowierer. Ich war auch dabei bei David bunte Tinte Ja, Tattoo. Ich war der, wo hinter der Kamera der stand. Dennis war auch dabei, der hat das Ganze gefilmt, auch für David seinen Kanal tatsächlich. Und ja, ich weiß gar nicht, Dennis, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus mit anderer Arm? Sagen wir mal so, hier bin ich ein Reinhäuter, weil reine Haut reinhaut und hier bin ich kriminell. Nicht Spaß. Ja. Nee, der Dennis wird bestimmt auch nochmal weitermachen mit seinen Tattoos, denke ich mal, oder, Dennis? Ja, aber ich bin so, wie es gerade ist, eigentlich zufrieden. Das habe Ich ich habe auch da immer noch. gedacht, aber irgendwie, bei mir ist es irgendwie so ein bisschen wie so eine Sucht. Ich habe dann irgendwie, jetzt habe ich auch schon wieder Bock, dann innen weiterzumachen, aber dann ist wahrscheinlich schon mal erstmal gut. Auf jeden Fall. Martin, Kevin fragt, auf jeden Fall heftiges Business aufgebaut. Meinst du, wenn du früher ausgestiegen wärst, wäre alles gut? Wie lange habt ihr das Ganze betrieben und wann vermutest du, wäre der beste Ausstieg gewesen? Das ist eine gute Frage, Kevin. Also, ich glaube nicht, dass wenn wir früher ausgestiegen wären, dass dann alles gut gewesen wäre. Die Behörden hätten auch dann ermittelt und uns wahrscheinlich auch bekommen. Wall Street Market lief so 3, 4 Jahre, ich kann es gar nicht genau sagen. Biggie, moin. Schönen guten Abend. Genau, ich probiere immer noch hier meine Scheißcam zu drehen, Alter. Das muss doch in OBS gehen. Wer kennt sich mit OBS aus und kann mir sagen, wie ich dieses Scheiß Bild drehen kann, das muss doch möglich sein, ey. Also rotieren. Ah, hier, transformieren. Aha. Das gibt's doch nicht.
der kennt sich aus und kann mir sagen, wie ich den Kamera-Input bei OBS einfach mal drehen kann. Das gibt's nicht. Ich bin zu blöd dafür irgendwie, glaube ich. Na, vielleicht hier mit Alt. Alt und drehen. Nö. Geht nicht. Dann bin ich halt schräg. Ist ja nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Ich hoffe, man kommt damit klar, dass ich jetzt halt so ein bisschen schräger bin heute. Genau, auf jeden Fall. Aber was wir auch noch vorhaben, wir wollten vielleicht im Juli nochmal zum David fahren, ne? Dennis. Also du, mich, ja. Du, mich fahren. Ja. Für die nächste Zeit bin ich immer der stille Begleiter. Egal, wo wir hinfahren, da wisst ihr auf jeden Fall, dass ich auch dabei bin. Genau, weil ich... Und wie gesagt, für alle, die denken, was macht denn der Typ da? Ich will mich hier nicht irgendwie in den Vordergrund drängen. Martin hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, hier mit teilzunehmen, dass ihr mich auch mal kennenlernt. Genau, nur das für den einen oder anderen. Der Max 2004 hat geschrieben, Dennis, was hast du gedacht, als Martin verhaftet wurde? Ich kann mich an diesen Tag wirklich noch erinnern, wie als gestern wäre. Ich hatte einen Termin, muss ich zugeben, mit Martin an dem Tag morgens. Und ja, sagen wir mal so, das fühlt sich alles so unreal an. Und wie soll ich sagen, das ist wie wenn von einer Sekunde auf die andere so eine Welt zusammenbricht. Man will es erst nicht wahrhaben. Man denkt, wann kommt denn jetzt endlich die Auflösung? Spaß, war nur ein Scherz. Ja, aber das hat sich echt... War echt ein Schmerz und hat echt eine Zeit gedauert, bis man es so realisiert hat. Genau. Aber wie soll ich sagen, als Martin wieder draußen war, war es umso schöner, jeden einzelnen Tag mit ihm zu genießen und was zu unternehmen. Das dazu. Right-click on the webcam in the source list, select transform. Ja, das habe ich schon gemacht, aber wenn ich hier auf Transformieren gehe, dann ist es so, dass ich hier nur um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen kann oder so. Warte mal, so, zack. So können wir es doch lassen, oder? Ja, also ich würde es gerne irgendwie frei drehen können. Echt schräg, die Geschichte. Ja, mega schräg. Wir kriegen es doch hin im Laufe des Streams auf jeden Fall irgendwo. Ja, der Martin hat keinen Führerschein, genau. Ich habe aktuell leider keinen Führerschein, weil ich zu viele Punkte gesammelt habe. Und jetzt ist Gott sei Dank der Dennis für mich da und fährt mich immer so ein bisschen. Auf jeden Fall mega cool. Und der Dennis hat auch schon wegen mir jetzt einen Brief bekommen, ne? Ja, sagen wir mal so, ich habe jetzt auch auf meinem Flensburger Punktekonto jetzt aktuell schon 7 Punkte durch Martin. Ja, ich hatte 6 und durch Martin habe ich jetzt 7. Also noch einer, dann sind wir beide Fußgänger. Dann müssen wir unsere Frauen fragen oder Bus fahren oder so. Mal Fahrrad fahren. Ja, Fahrrad. So ein Tandembike und dann können wir von. Ja, Tandembike wäre eigentlich schon geil. Dann trittst aber nur du. Ey, das nervt mich jetzt, dass ich hier so schräg bin. Dennis, was soll ich machen? Hey, was meinst du mit. Ich sage mal so, ich bin ja eh so ein bisschen ein Newbie jetzt, oder ich verstehe nicht, was ich schräg bin gemeint schräg, ist. Schräg, wenn ich. Guck mal in YouTube. Guck dir mal in YouTube an, wie ich da. Ach so, du sitzt da so. Als ob mein Haus schräg wäre. Guck mal. Ich bin so nervös wegen diesem Stream hier, dass es mir noch nicht aufgefallen ist. Also irgendwie muss ich hier mal schauen, dass ich das hinkriege. Aber ich krieg's nicht hin, Herrgott. Transformation bearbeiten. Oh, drehen. Aber ich kann hier nur um 90 Grad immer drehen. Gibt's doch gar nicht. Ich verstehe es nicht. So, warte. Jetzt probieren wir die ganze Sache mal irgendwie gerade zu kriegen. So, da fängt es jetzt nämlich schon an, dass hier hinten der Greenscreen abkackt. So, jetzt müsste es ein bisschen besser sein, hoffe ich. Schauen wir mal. Martin, der Kevin fragt, bist du der Meinung, man kann ein Darknet-Business aufmachen, ohne gecatcht zu werden? Oder findet die Polizei immer einen Weg? Ich glaube, früher oder später findet die Polizei immer einen Weg. Also man unterschätzt die Ermittlungsbehörden, glaube ich, ganz gewaltig. Weil ihr müsst euch überlegen, da sitzen ganze Sokos, ganze Abteilungen irgendwie dran. Und die warten nur, bis ihr irgendeinen Fehler macht. Und irgendwann kommt der Fehler und dann ist es halt soweit. Ne? Also ich glaube, ganz schwierig auf jeden Fall. Setz dich einfach anders hin oder stell was unter den Stuhl. Ja, warte mal, aber ich muss mich dann so hinsetzen. Ne? Ich setze mich einfach immer so, ich setze mich jetzt schräg hin. So, fertig. Läuft.
Frag den Philipp, der kann dir bei IT-Fragen helfen. Ja, auf jeden Fall, der Philipp Hey, kann aber dir helfen. Martin, Ja? du, meiner Meinung nach bist du nur auf YouTube schräg, auf Twitch bist du, glaube ich, gerade. Weil ich habe beides offen und bei YouTube bist du schräg und bei Twitch Ja, aber gerade. weißt du warum? Weil ich jetzt gerade umgestellt habe, also die Kamera, und Ah, jetzt, ja, warte, jetzt ist es wieder ja, weil schräg, passt. da ist irgendwie anderer Delay zwischen und YouTube. Genau. Rambo, der dicke Rambo, schreibt, dass du eine hübsche Hündin hast. Ist so, mega Dankeschön. schön. Hauptsache, man hört euch gut. Ja, aber hören müsste ja klappen. Wir haben es auch auf Anhieb hingekriegt. Das war heute ein bisschen stressig, weil der Dennis war erst um 17:50 Uhr oder so am Start, aber hat auf jeden Fall gut geklappt. Ja, wer mich kennt oder sagen wir mal so, Martin tut immer die obligatorischen 15 Minuten bei mir mit einplanen, wenn wir uns treffen. Weil ich bin so ein ganz entspannter Mensch, der wo, wie soll ich sagen? Ja, wenn ich Dennis, wenn, also wenn, wenn ich mit Dennis plan und er soll um 18 Uhr bei mir sein, dann sage ich 17:45 Uhr. Und dann passt es eigentlich meistens. Perfekt. So, was gibt's sonst noch Neues? Morgen Storytime 5, habe ich richtig? Morgen ist Storytime 5, genau. Morgen Abend um 19 Uhr ist Premiere Storytime 5. Genau, und am Samstag machen wir noch mal einen Frühstücksstream. Genau, Samstag gibt es einen Frühstücksstream. Und abends, Abends. ja, erzähl du, Dennis. Sorry, ich Nein, wollte nein, jetzt nicht. erzähl du. Dann kann ich Und rauchen. abends wollten wir zum ersten Mal, oder du warst ja mit Philipp schon in Insta Live, aber wir wollten da zum ersten Mal auf deinem Insta mal abends eine kleine Fragerunde starten. Und da ist die Franzi auch dabei, also meine Freundin. Ja, wenn ihr da halt nur mal, das ist auch wieder nur so ein kleines Kennenlernen, dass ihr wisst, wer zum Beispiel Martin so supportet, zwecks Instagram-Bilder. Und ja, da bin ich auch noch mal kurz dabei. Genau, weil die Franzi, die macht nämlich die meisten Instagram-Bilder von mir und bearbeitet die auch, weil ich da ein absoluter Klotz bin in solchen Geschichten. Und dann lernt ihr die auch mal kennen. Das ist, wart ihr heute schon beim Sport? Also ich muss gestehen, ich war heute nicht beim Sport, ich habe es nicht hingekriegt und ich hatte heute auch so Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, bei uns ist das Wetter heute so regnerisch und wenn das Wetter so umschwingt, dann kriege ich immer Kopfschmerzen irgendwie. Deswegen, ich habe es heute nicht geschafft zum Sport. Leider. Leider Gottes. So, ich gucke jetzt mal hier nochmal auf die Stream-Geschichte, Better Place. Also, da ist noch nicht eine Spende ist irgendwie am Start. Das können wir doch besser, oder? Denke ich. Dass da noch ein bisschen was reinkommen wird. Ist echt, lest es euch durch. Ich finde es echt eine coole Geschichte. Ich habe selber auch gespendet, natürlich. Und lasst da mal irgendwie, wenn ihr was übrig habt, ein bisschen was liegen für einen guten Zweck. Würde mich echt mega freuen. Wenn wir da als Community auch so ein bisschen was Gutes tun. Moin, wird der Stream online bleiben? Ja, der Stream wird online bleiben. Faules Pack, ich geh gleich, Lady. Warst du denn schon heute im Fitnessstudio bestimmt, oder? Du bist ja fleißig, so, wenn ich, was wir so auf Instagram schreiben, bist ja ziemlich am Durchziehen, ne? Der Mambo schreibt auf Twitch, dass sein Labrador jetzt auch zuguckt. Er hat gesehen, dass sich Juno im Bild bewegt hat. Ja, ist doch schön. Dann können die Tiere auch was davon haben. Ja, zieh dich mal zur Musik aus, dann kommen Spenden. Nee, ich glaube, ich muss die Leute bezahlen, dass sie sich das angucken. Oh, Franzi kommt, glaube ich, jetzt. Oh, jetzt, Weil jetzt, das, die jetzt. Juno hört schon allein nur, wenn die Franzi eine Handbremse reinzieht, was für ein Auto das ist und wer da jetzt kommt. Jetzt geht gleich das Gebell los. Alles Ausreden, bei uns regnet es wie aus Eimer und ich war trotzdem 5 Kilometer laufen. Ja, ist schon eine Ausrede gewesen. Ich hätte schon gehen können heute, aber irgendwie ja, Schande über mich. War leider nicht. War leider nicht. Zack und weg. Du hast von 20 bis 21 Uhr CrossFit und morgen früh von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr Pilates. Pilates ist doch sowas wie Yoga, oder? Oder? Dennis, was ist Pilates? Pilates ist, wie soll ich sagen, das ist auch ein Kurs, wo man teilnehmen kann im Fitnessstudio, aber ich habe keine Ahnung, was man da macht. Ich glaube, ich eher so ein Frauending, so Pilates. Glaube ich. Also, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist wie Yoga auf jeden Fall. Ist meine Wie Meinung. viel kosten die Hunde, sorry, wie viel kosten die Hundesteuern bei euch? Sagen wir mal so, ich habe ja zwei Hunde.
Die Juno, also die Hündin, was ihr gerade gesehen habt, die ist auf meine Freundin angemeldet. Die zahlen 120 Euro und ich zahle für den Ares, also für meinen Hund, auch 120 Euro. Ja. Mehr sage ich jetzt mal nicht dazu. So, ich hau jetzt hier nochmal eine Spende raus für das Projekt. Vielleicht hat dann ja jemand Lust, hier nochmal ein, zwei Euro, mit ein, zwei Euro zu supporten. Ja, Pilates ist ähnlich wie Yoga, aber mit langsamen Übungen. Und ist es auch, ich weiß, ich kenne mich da wirklich nicht aus. Ist es auch dann eher so Sport oder ist es eher so für ein für den Kopf. Also Pilates, keine Ahnung, da habe ich glaube ich noch nie gemacht. Wahrscheinlich würde ich, wäre das, wenn ich das erste mache, komplett lustig, auf jeden Fall. Würde mich da richtig dumm anstellen, aber ich kenne Pilates. Ich weiß, meine Schwiegermutter macht das, aber ich habe es noch nie irgendwie gesehen oder so. Kann man mit PayPal zahlen? Ja, man kann mit PayPal zahlen. Man kann mit PayPal spenden. Geht. Funktioniert. Ey, mein Trinken, ich trinke immer so viel, ne? Das gibt's gar nicht. Alles ausreden, bei uns regnet es wie aus einem und ich war trotzdem 5 Kilometer gelaufen. Nochmal kurz zu dem Wetter. Gestern hat es bei uns so hart gehagelt und meine Freundin, die hat gesagt, ja, passiert nichts, passiert nichts. Und dann habe ich so aus schwabenhafter Angst, habe ich eine Plane fürs Auto gemacht. Und die hat gesagt, ja, was machst du da für einen Scheiß? Da passiert doch eh nichts. Heute war ich in der Autowerkstatt. Ich habe einen BMW gesehen, Scheiben eingeschlagen von Hagelstücken und komplettes Auto voll zugedeckt. Nur nochmal dazu an meine Freundin, dass sowas doch passieren kann. Es ist ja die Ich Tage hatte. an einigen Ecken ganz schön abgegangen in Deutschland. Wie war es denn bei euch eigentlich? So, Chat, würde mich mal interessieren. Weil bei uns war es eigentlich recht mild, also nicht viel passiert. Aber ich habe ja in manchen Ecken von Deutschland war ja echt Land unter. Wie war es denn bei euch so? Stefan, hallo Martin, gut, dass du so einen guten Freund wie Dennis hast. Mach weiter so. Ja, absolut. Gerade jetzt in der Situation sind gute Freunde und Support echt mega wichtig für wirklich. Also das sind auch so die Sachen, wo man sich dann auch so ein bisschen dran festhalten kann. Ne? Es hilft natürlich brutal, muss ich wirklich sagen. Habt ihr beide gedient? Martin, du darfst als erstes anfangen. Also ich war bei der Bundeswehr, ja, ich war 2 Jahre. Ich habe meine Grundausbildung gemacht in Mittenwald bei den Gebirgsjägern und dann habe ich freiwillig länger gedient und war 2 Jahre bei der Bundeswehr, ja. Ich hatte das Glück, ich war das erste Jahr, wo nicht musste. Sagen wir mal so, bei mir war genau der Wechsel. Ich habe ein Anschreiben gekriegt zur Musterung. Aber das hat sich genau über einen Monat, glaube ich, überschnitten, wo dann das, glaube ich, verfallen war mit dem Wehrdienst. Und dann musste ich nicht. Früher habe ich mir mal eine Doku oder in der Realschule, wo ich war, hatten wir mal so eine Doku angeschaut über Wehrdienst, weil die das da einem schmackhaft machen wollten. Und sagen wir mal so, mir hat das nicht gepasst hier, Schrank aufräumen und sowas. Ich wollte mir damals nichts sagen lassen. Aber jetzt so im Nachhinein, auch im Arbeiterleben, muss ich zugeben, ja, für den einen oder anderen wäre es aktuell heutzutage auch nicht schlecht, mal ein bisschen Disziplin beigebracht zu bekommen, weil gefühlt sehr viele alles, wie soll ich sagen, jeder nimmt alles viel zu sehr auf die leichte Schulter und viel zu sehr selbstverständlich, was im Arbeiterleben angeht, meine ich als Erfahrung. Deswegen generell hätte ich es gerne damals dann doch auch gemacht. So im Nachhinein würde ich es machen, nochmal, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich bei der Bundeswehr war, weil da, ich weiß noch genau, da gibt es so eine ganz lustige Geschichte. Ich bin da angekommen, jetzt, pass auf, Alter, kann ich das erzählen? Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Doch, hau Ich raus, krieg Geld. hatte, wo ich 18 war, hatte ich ein Augenbrauenpiercing einfach. Ich weiß, Alter, richtig RTL, aber ist so. Ich hatte einfach ein Augenbrauenpiercing, so. Und dann komme ich da den ersten Tag an. In Mittenwald und dann kommst du erstmal in so eine große Halle, ne? Dann kriegst du so ein paar Papiere, ne? Du musst ja die ganzen Formulare ausfüllen und so. Und
dann habe ich da angefangen zu schreiben und dann kam, das war mein späterer Zugführer, der war Oberfeldwebel damals. Und der kam dann und sagt so zu mir, und das Ding kommt raus. Und ich so, ja, okay. Aber ich dachte, okay, ich tue erstmal hier das Formular irgendwie ausfüllen, ne? Mach das fertig. Und der kam nach 5 Minuten wieder. Und der hatte sofort gemeint. Und das hat er mich dann wissen lassen. Und zwar so, dass ich das Ding in meinem ganzen Leben nie wieder drin hatte. Ja, und da habe ich gemerkt, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Und mir hat es gut getan im Nachhinein, wenn man da so ein bisschen, man kommt da mit 18 an, ich habe gedacht, ich bin irgendwie King Kürbis, ne? So der Allerhärteste. Und dann merkst du mal, Strukturen kennen und du lernst auch deinen Körper kennen, ne? Also wir hatten wirklich was da, ich glaube, zu der Zeit, so fit war ich nie wieder im Leben, wie zu der Zeit. Und man lernt auch so ein bisschen über Grenzen hinauszugehen. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so packen wie damals, vor allem die Grundausbildung, aber ich bin auf jeden Fall froh, das mitgemacht zu haben und war auch eine Erfahrung für mich, muss ich wirklich sagen. Inmitten, Dominik Borno, in Mittenwald war ich auch, aber Stammeinheit, ehrlich? Ja, mega cool. In welcher Kaserne warst du genau in Mittenwald? Weil es gibt ja die Edelweiß und dann gibt es ja noch eine, ich habe den Namen vergessen leider. Sind ja so zwei Kasernen nebeneinander, wenn ich mich richtig erinnere. Ist auf jeden Fall eine schöne Ecke da, ne? Direkt an der österreichischen Grenze. Man kraxelt da so ein bisschen auf den Bergen rum und ist halt mega von der Aussicht her. Du guckst da direkt auf die Berge von der Kaserne. Ist wirklich, wirklich schön. Und zwar war eine tolle Zeit, muss ich wirklich sagen. Franzi schreibt, macht mal Bizeps-Vergleich. Schatz, warte, Tommy, komm mal warte, her. Warte, Franzi, komm mal her, dass die Leute dich auch mal sehen. Zeig mal deinen Bizeps. Okay, zeig mal deinen Storchenbizeps. Da lacht sie nur. Also ich glaube, der Dennis hat einen größeren Bizeps wie ich. Ja, warte mal. Ich muss zugeben, vor Corona war ich sehr gut in Form. Ich habe mich ziemlich gehen lassen, deswegen bin ich aktuell gerade dabei abzunehmen. Und mehr Speck als Muskeln aktuell. Aber der Bizeps ist größer. Und der Dennis und ich haben schon die ganze Zeit vor, das haben wir immer noch nicht hingekriegt, wir wollen mal unsere Stirn messen, weil wir haben ja beide, also wenn man mal bei mir guckt, mein halbes Gesicht besteht einfach aus Stirn, ne? Ist so. Und beim Dennis halt, ja, der hat auch eine stabile Stirn, aber ich glaube, meine Stirn ist länger auf jeden Fall. Du kannst ja mal messen. Das messen. Guck mal, hier ja, warte, ich habe aber keinen Stift, ich habe immer nur Kippe. Ich messe alles in Kippenlängen. Meine Stirn ist so eine Kippenlänge. Ich rauche nicht, deswegen, ich habe keine Kippe. Hallo Martin, ich bin dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, insbesondere um alltägliche Dinge fürs Leben zu lernen, wie Disziplin, Durchhaltsvermögen. Was ist deine Meinung? Ja, finde ich auch. Also ich finde, es war ein großer Fehler, die Wehrpflicht abzuschaffen. Gerade aus den Gründen, weil das jungen Leuten so ein bisschen Disziplin beibringt, Durchhaltevermögen. Und das, ich finde, das ist echt eine wichtige Geschichte. Also ich fand es nicht gut, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde, muss ich wirklich sagen. Muss ich auch sagen, ich habe nämlich in der Arbeit, ich will jetzt nicht zu tief hineingehen, was privat wegen der Arbeit ist, ich habe auch sehr viel mit Azubis zu tun gehabt und meiner Meinung nach im Berufsalltag, ja, aktuell die Generation, was jetzt so nachrückt, nicht alle natürlich, aber mit denen, was ich so konfrontiert worden bin, so der größte Teil, wie soll ich sagen, denen muss man echt die Arbeit oder wie soll ich sagen, das Futter zum Napf bringen oder wie man es nennt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Disziplin und mehr Durchhaltevermögen generell bei der heutigen Jugend gewünscht, weil, keine Ahnung, bei der kleinsten Kleinigkeit wird da schon rumgeheult und ja, heutzutage ist nichts mehr selbstverständlich. So habe ich es mitgekriegt, deswegen meiner Meinung nach wünsche ich mir auf jeden Fall sowas, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das halt für jeden ist, aber ja, das theoretisch wünsche ich es mir eigentlich zurück. Ich war selber noch nie dort, ich hätte es gerne auch gemacht, jetzt im Nachhinein, aber ich wünsche es mir. Wir haben gerade nochmal hier 5 Euro wurden gespendet. Nochmal vielen Dank. Name anonym. Schade, ihr könnt auch, wie gesagt, wenn ihr spendet, da euren Namen eintragen. Auf jeden Fall vielen Dank an den anonymen Spender für die 5 Euro, für einen guten Zweck. Ehrenmann oder Ehrenfrau. Ich trinke und rauche auf dich. Wie alt seid ihr? Wie jung sind wir? Ist ja die richtige Frage eigentlich. Ich bin 92er Baujahr. Ja, also zum selber rechnen.
Nein, 28, 28. Ja, ich bin 31. 31 bin ich noch. Ja. Moin Martin, geht's dir gut? Yannick, ja, mir geht's ganz gut. Schön, dass du dabei bist. Netdope, auch dir liebe Grüße. Schön, dass du zum Stream gefunden hast heute Abend. Ist ja eine Zeit, wo viele jetzt noch vielleicht auch ein bisschen das Wetter genießen, sofern es gut ist. Ist ja, bei uns ist es nicht ganz so geil heute leider. Aber ja, so ist es. So ist das. Und jetzt will ich hier mal ein bisschen, jetzt möchte ich hier mal ein bisschen, jetzt gucke ich, aktualisiere ich nochmal, hat hier nochmal jemand was dagelassen? Neunziger Beste. Ist es so? Ja, 92er beste Jahrgang. Ah, wirst du deine Freundin heiraten? Wen fragst du jetzt? Mich oder den Dennis? Süße 28, du Küken. Silke ist noch beim Arbeiten, echt? Um die Zeit, was arbeitest du denn? Romina, Martin und Dennis sind ja super sympathisch, weiter so. Vielen Dank, Romina, Dankeschön. Beide. Dennis, wirst du deine Freundin heiraten? Ich habe es vor, wir sind jetzt schon 7 Jahre zusammen. Wie soll ich sagen, ich bin da so ein bisschen, ich fühle mich noch so ein bisschen wie 16 oder Anfang 20. So, ich denke immer, Aber das ist bei das uns Männern, wir passt. werden auch nicht erwachsen, glaube ich. Das ist einfach so. Wir bleiben einfach Kinder. Unser Leben lang. Deswegen, was mich angeht, ja, ich will meine Freundin heiraten, aber ich finde, jetzt ist ein absolut beschissener Zeitpunkt. Deswegen werde ich das machen, wenn alles irgendwie geregelt ist, wenn sie da noch Bock hat. Falls sie da noch Bock hat auf mich, ne, nach dem ganzen Tanz. JSN59 hat in Twitch geschrieben, dass er, bei dem ist es so, Nordrhein-Westfalen war es, glaube ich, dem wurden, oder sein Hund hat Babys gekriegt und dem wurden alle Hunde weggenommen. Boah, das tut mir echt leid, hey. Ich hoffe, du konntest mit der Situation einigermaßen umgehen und es hat sich alles geklärt. Bin auch 32 Jahre im Kopf, aber 16, werde hoffentlich aber nächstes Jahr heiraten. Ja, wir Männer, wir werden auch nicht erwachsen. Wir bleiben, glaube ich, Genau. wir bleiben hängen bei Genau. 16. Also, was Dennis und ich manchmal machen, unsere Freundinnen schlagen nur die Hände über den Kopf zusammen. Ja, ist halt so. Aber Spaß muss sein und wir Männer sind halt Kinder, ist halt so. Also meine Frau sagt auch immer, sie hat nicht ein Kind, sondern zwei. Und ich glaube, ich bin manchmal das Größere, glaube ich, auf jeden Fall. Da muss ich zustimmen. Leider. Was heißt leider? Nein, das gehört dazu. Wir Männer sind dann einfach so. Es gibt auch Ausnahmen, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall richtiges Kind. Richtiges kleines Baby. Auch wenn ich krank bin, das hatten wir ja im letzten Stream. Ey. Ich bin so wehleidig, wenn ich krank bin. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Dennis? Ich muss zugeben, durch das, dass ich meine, aktuell habe ich ein paar Kilos mehr, aber ich ernähre mich wirklich relativ gesund und ich habe irgendwie ein gutes Immunsystem. Ich bin kaum krank. Wenn ich krank bin, dann werde ich operiert oder sowas, weil ich irgendwas im Training mir kaputt gemacht habe. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir die Schulter operieren lassen, weil mir hinten eine Sehne gerissen ist. Wenn, dann bin ich eigentlich nur krank, wenn es an OPs geht. Genau. Ja, also mein Immunsystem ist richtig im Eimer, auf jeden Fall. Wenn hier irgendwie was rumgeht, meine Frau, die zieht einmal kurz die Nase hoch und ich bin eine Woche so krank, dass ich denke, jetzt geht's zu Ende mit mir. Wie der in der Vic-Medi-Night-Werbung. So liege ich im Bett und frage meine Freundin, ob sie meine Mama anrufen kann. Ja, aber da ist Martin schon, ich muss zugeben, Martin, der wird echt relativ schnell Ja, krank. Mann, ist echt so, Das wirklich. scheppert bei dem schon ein Martin bisschen jammert mehr. irgendwie jeden Tag. Ja, ich kann so gut jammern, das kannst du dir nicht vorstellen. Vor allem, wenn ich krank bin. Boah, kann ich gut jammern. Also, wenn du meine Freundin fragst, ich kann schon richtig wehleidig sein. Auf jeden Fall. Richtig Sag wehleidig. mal der Community, Martin, sag mal der Community, was du am Wochenende zum ersten Mal in der Hand hattest. Oder was du gemacht hast und dein Kleiner sich gewundert hat. Das war gestern, glaube ich. Ja, gestern. Jetzt, pass auf. Ich bin ja nicht so der Hausmann, ne? Also, wirklich richtig schlecht. Ich wusste bis gestern nicht mal, wo der Staubsauger steht bei uns. Und ich weiß auch nicht, wann ich den das letzte Mal in der Hand hatte. Auf jeden Fall gestern, ne, habe ich gedacht, komm, ich tue mal was Gutes. Ich saug jetzt mal. Ich habe die Küche sauber gemacht, Spülmaschine ausgeräumt, gesaugt. Und dann putze ich so bei uns diesen im Wohnzimmer den Tisch.
Ne? Und wir haben da so einen Glastisch und mein Kleiner, der sitzt auf dem Sofa und der hat die Welt nicht verstanden. Der sagt, Papa, warum musst du das jetzt machen? Ne? Ich fand es übel lustig. Auf jeden Fall, der hat die Welt nicht verstanden, würde ich sagen. Ich bin da ganz schlimm. Martin jammert irgendwie jeden Tag. Ja, es ist einfach so. Ich bin ein kleiner Jammerer. Und ich stehe dazu. So, Mods, haut mal nochmal den Link für die Spenden in den Chat. Ich update mal, wir machen heute so einen kleinen Charity-Stream. Bitte nicht mir donaten, sondern lieber dann für den guten Zweck. Der Link ist auf YouTube unter dem Video und auch im Chat angepinnt. Und ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen was zusammenkriegen. Wenn ihr was übrig habt für einen guten Zweck, auf jeden Fall würde mich mehr freuen. Sag mal der Community, Martin, um was es da nochmal geht, weil der ein oder andere wird wahrscheinlich später dazu gekommen sein. Genau, das ist ein Projekt, das wird durchgeführt in der JVA, lass mich mal gucken, Bremervörde, und zwar von dem Verein Gefangene helfen Jugendlichen. Und dieser Verein macht Präventionsarbeit für Jugendliche. Die machen unter anderem auch Suchtprävention, Antigewalttrainings, pädagogisches Boxen, Deeskalation und so Sachen. Aber da geht es jetzt konkret um die JVA Bremervörde. Und da wollen die so ein Präventionsprojekt aufbauen, wo quasi ausgewählte Häftlinge auch mitmachen und Jugendliche dann mal konfrontiert werden mit den Schicksalen, mit dem Alltag im Knast und einfach, um denen zu zeigen, wo das Leben hingehen kann, wenn man weiter auf der schiefen Bahn bleibt. Und ich finde es ein wichtiges Projekt, möchte sowas supporten und deswegen steht der Stream heute da im Zeichen von Gefangene helfen Jugendlichen e.V. Und über den Link könnt ihr da spenden und mithelfen zu ermöglichen, dass das Projekt da in der JVA Bremervörde auch zustande kommt. Wäre auf jeden Fall cool, würde ich mega freuen. Der Kleine im Laufpascha werden. Mambo aus Twitch hat nochmal gefragt oder hat gesagt, legt euch einen Dyson V11 oder V15 zu und ihr werdet zum Hausmann. Ist es der AMG oder den Staubsauger? Dyson ist, glaube ich, so der absolute Shit. Ich glaube, aber ich glaube, das kostet so viel wie ein Auto. 600. Boah. Warte mal. Dyson? 600 Euro das günstigste. Was ist V15? V15. Hier V11, 700 Euro. Was kann das Ding? Für 700 Euro einen Staubsauger kauft dann. Was kann das? Also, das kann. Krass, Alter, tut der. Ich habe immer gedacht, Staubsauger tut saugen und fertig. Oder nicht? So Staub rein und fertig. Heutzutage wirst du ja arm, Alter. E-Bike 5000, 6000 Euro. Staubsauger 700 Euro. iPhone 1,5. Das ist krank. Katharina Sophie hat der Twitch geschrieben: Wer ist neben dir im Bild? Ich bin ein sehr guter Freund von Martin und sag mal so: Ich begleite ihn auf allen Wegen, weil er ja aktuell keinen Führerschein hat und ich bin immer die Person hinter der Kamera. Genau, der Dennis supportet mich, ist ein guter Freund von mir und der supportet mich jetzt aktuell auch über die ganze Zeit, jetzt auch bei YouTube und Twitch und macht so Hilfe bei den Vlogs, fährt mich durch die Gegend, weil ich gerade keinen Führerschein habe. Genau, und wir machen heute so einen kleinen Charity-Stream. Ich habe gedacht, ich bringe den Dennis mal mit, dass er auch mal so ein bisschen den Dennis kennenlernt. Genau, ist sein erster Stream, war heute. Auf jeden Fall warst du ein bisschen aufgeregt, ne? Ja, ich habe sowas noch nie gemacht. Da war auch die Frage von JSN in Twitch, ob ich Insta habe. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Social-Media-Typ bis jetzt gewesen. Ich helfe jetzt hier Martin ein bisschen und werde vielleicht auf meinem Insta ein paar Bilder mit Martin oder so hochladen, was wir so machen oder halt den Werdegang von uns so ein bisschen dokumentieren. Aber ich bin jetzt nicht der klassische Insta-Boy, wo sein ganzes Leben lang sein ganzes Leben in Insta verbringt und nur die Gold- oder die schönen Seiten im Leben online stellt. Ich bin eigentlich eher der bodenständige Kumpeltyp von nebenan. Ich hau euch mal den Dennis sein Instagram hier in den Chat rein. So, ich werde es auch mal unter das Video packen. So, Instagram. Dennis, habe ich einfach nicht gemacht, wie ehrenlos ich bin, dass ich deinen Instagram nicht verlinke. Alles gut. Ich bin eh nicht so ich bin da ganz bodenständig. Wenn jemand fragt, warum ich Lee Maverick heiße, nur kurz, dass es der ein oder andere mitkriegt. Mein Vater hat mich Lee genannt wegen Bruce Lee und Maverick wegen Top Gun. Für die Leute, wo noch die Filme so in Erinnerung haben. Was eine geile Story, oder? Einfach. Und das ist kein Fake, so heiße ich wirklich. Das ist bester Name einfach. Oh, wir haben nochmal eine Spende bekommen. 10 Euro, 15 Euro von Ilias.
Finde die Aktion cool. Elias, vielen Dank, dass du den supportest. Freut mich, mega. Ehre geht raus, Elias. Super. Top Sache. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Genau. Was macht denn eigentlich die Franzi, Dennis? Was macht eigentlich die Franzi? Franzi, wenn sie Feierabend hat, kommt sie nach Hause und muss erstmal mit ihren Freundinnen FaceTime. Das ist so ein Corona-Ding gewesen. Ja, da schreit sie schon, schreit hey. die muss erstmal ein, zwei Stunden Calls machen, FaceTime-Calls, wie es bei den Girls so heißt. Und raucht dabei ein Kipple, trinkt ein Gläschen Weiß, Feierabend-Weißwein. Und ja, so verbringt die ihren Abend, bis ich dann da bin. Ja, komm mal kurz her. Schatz, bitte ganz kurz. Warum hast du deinen Führerschein verloren? Ich habe zu viele Punkte gesammelt, leider. Sag doch nur, hallo. Ja, deswegen bin ich da gerade. Ei, da ist die Franzi. Franzi, hi. Die Franzi, die macht die meisten Fotos von mir und die Franzi editiert das auch. Genau, die kümmert sich da um diese Lightroom-Geschichten und so und guckt, dass ich da einigermaßen gut aussehe auf den Fotos. Weil ich da absoluter Klotz bin, da bin ich dir auch mega dankbar. Und von der Franzi kann ich euch auch mal das Instagram reinhauen. Franzi, darf ich das Instagram von dir mal hier reinhauen? Dann haue ich jetzt euch mal den Insta von der Franzi in den Chat. Wenn ihr da mal was braucht, Fotobearbeitung oder Bilder, ohne Scheiß, Franzi macht das richtig gut. Könnt ihr mal abchecken, auf jeden Fall. Habe ich das jetzt reingepostet? Ja, genau. Ich tue es auch nochmal in die Videobeschreibung. Und die Franzi, mit der Franzi haben wir auch einen Vlog gedreht. Wann war denn das, Franzi? Das war doch letztes Wochenende, ja. Letztes Wochenende, genau. Da waren wir im Gym. Und die Franzi hat, was hast du studiert? Fitnessökonomie. Ja. Genau, also die Franzi ist Fitnessprofi. Fitnessprofi ist ein Vater. Und die zeigt uns immer, wie es richtig geht. Ne? Ja, aber Lockdown hat mich auch schon mitgenommen. Geht es mir ähnlich wie mit Dennis. Ja, das hat uns alle irgendwie zerlegt, leider. Ja, wir fangen alle neu an. Ja. Ich hoffe nur, dass ich mir jetzt nicht irgendwas wieder im Rücken zerfetzt beim Kniebeugen oder sowas. Dass ich irgendwie 2 Tage nicht mehr laufen kann. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Weil ich werde auch alt, ich merke das. Wann war das, wo ich mir den Rücken so zerlegt habe, Dennis, beim Kniebeugen? Das war Beinpresse oder Kniebeugen 2019. Da warst du wie ein Opa. Du konntest nicht mehr die Treppen runter. Das ist wirklich so, ey. Es war beim Kniebeugen. Da haben wir Kniebeugen gemacht und wir hatten noch nicht mal so viel Gewicht drauf und ich war eigentlich auch schon warm, also wir hatten irgendwie schon 2 Sätze und einen Satz gehe ich runter und es knackt so ganz komisch im Lendenwirbel und dann konnte ich irgendwie zwei Wochen nicht mal mehr die Schuhe binden, richtig. Und ich bin aber trotzdem ins Gym gegangen und dann musste ich aber immer Aufzug fahren, weil ich die Treppen nicht hochlaufen konnte, richtig. Richtiger Opa, ich werde echt alt, ich habe es auch wirklich immer so im Lendenwirbel. Also wenn ich mir was mache, dann irgendwie im Lendenwirbel. Ich glaube, das ist wegen der Größe irgendwie. Schon auch anfällig, das stimmt. Ja. Und weil ich halt. Du hast mir mal erzählt. Sorry, wenn ich mich umbrauche. Du hast mal erzählt, du bist beim Kniebeugen ohnmächtig geworden. Kannst du das mal? Boah, ja, das ist mir auch schon passiert. Ich weiß nicht, ey. Also das ist aber schon eine Weile her. Und ich habe dann ganz lang kein Kniebeugen mehr gemacht. Ciao, Franzi, schön, dass du da warst. Ciao, später. Ich habe dann übel lang kein Kniebeugen mehr gemacht, weil ich halt da voll Schiss hatte, bis der Dennis mal wieder gesagt hat, ey, du musst wieder Kniebeugen machen. Ne? Ich weiß gar nicht, wann das war, ist schon Jahre her. Auf jeden Fall, ich Kniebeugen gemacht und da hatte ich auch, das war so ein ganz, da habe ich in einem Gym trainiert in Stuttgart, das war so ein Oldschool-Gym, keine Klimaanlage, nix, es war mega heiß und ich mache Kniebeugen, schwere Sätze und setz ab und irgendwie ist dann schwarz geworden und ich weiß nur noch, ich wach auf und da sind so ein paar Leute so über mir, da hat es mich mal kurz weggebeamt, ich weiß auch nicht, das ist halt nach so einem Satz, da geht ja das ganze Blut in Beinen und dann hat es für mein Riesenhirn irgendwie nicht mehr gereicht und da habe ich dann mal kurz die Fliege gemacht, das war echt scheiße, Mann, aber ist nichts passiert, aber ist natürlich scheiße, wenn man da am Rack ist, ne, und da sind ja auch diese Hantelablagen, wenn man da natürlich drauf liegt mit dem Kopf, dann kann es auch ein bisschen kacke laufen. Und seitdem habe ich, Kreislauf, war auf jeden Fall Kreislauf-Chasen. Dann habe ich das auf jeden Fall gelassen.
Martin, ganz kurz, die gute Launefee 49 schreibt, lieber Chat, kann mir kurz erläutern, um was es geht, bitte, auf Twitch. Da, wie gesagt, tendenziell die Spenden sollten heute nicht an Martin gehen. Wenn jemand spenden möchte, freiwillig natürlich, dann lieber an diesen Better Place, genau, an die Foundation. Genau, da geht es um, das ist der Gefangene helfen Jugendliche e.V., dem Verein kommt es zugute und konkret geht es da um Präventionsprojekt in der JVA Bremervörde. Ich hau euch den Link auch gleich nochmal in Twitch rein, weil da steht es, glaube ich, nicht unter dem Video. Oder wenn es die Mods vielleicht machen könnten auf Twitch, ab und zu mal einfach den Link spammen. Und ich freue mich über jede Spende, die wir da zusammenbekommen für einen guten Zweck. Ich glaube wirklich, das ist eine gute Sache. Und ich habe jetzt auch über meine Zeit gelernt, auch in der U-Haft und auch durch den Kontakt mit Jugendlichen und auch mit Leuten, die im Knast waren, dass das, glaube ich, eine gute Art von Prävention ist, einfach mal Jugendliche, die auf dem schiefen Weg sind, mal zu zeigen, wo das Leben hingehen kann und wie es im Knast so abgeht, weil es kein Spaß für niemanden. Und deswegen möchte ich mit dem Stream auf jeden Fall die Geschichte unterstützen. Und wenn da ein bisschen was zusammenkommt, wäre das, glaube ich, eine coole Geschichte für alle. Ich habe es auch gepinnt hier auf YouTube im Chat. Kurz, Martin, vom Maximilian Pollux, ich habe dich ja privat auch noch nicht gefragt gehabt, weißt du, wann das ungefähr fertig ist oder wann die Community eventuell auf seinem Kanal das Video sieht? Nee, ich werde dann eine Story machen, ich weiß es nicht. Ich denke mal, vielleicht nächste Woche. Ich weiß nicht, wie viele in der Pipeline hat. Der Maximilian ist ja echt mega am Hustlen, also der ist auch viel unterwegs und hat viele Videos in Produktion. Ich schätze, dass wir da nächste Woche was sehen werden. Also auf dem Maximilian sein Kanal. Unseren Vlog mit Maximilian, der wird auch Anfang nächste Woche dann kommen. Nochmal ganz kurz zu dem Video mit Maximilian Pollux. Ich war ja auch dabei und ich muss zugeben, das Interview war sehr, sehr gut. Ihr werdet da auch sehr viel nochmal mitnehmen, auch viel Kritik. Nicht jetzt immer auf, ich meine, nimm es mir nicht übel, nicht immer auf die wehleidige Tour. Martin muss in den Knast und dann, wie bei ProSieben zum Beispiel, traurige Szenen werden eingeblendet, sondern der Maximilian hat auch echt kritische Fragen von Leuten gestellt, die wo wegen Martin betroffen gewesen waren, sind. Und deswegen auch echt interessant, mal ein bisschen ein kritisches Interview kennenzulernen von Martin. Ja, ich fand es auch und, super. Nicht immer die Standardfragen. Ja, also ich muss sagen, es war somit das beste Interview. Der hat dann auch Community-Fragen gestellt. Also es gab zwei Teile. Wir hatten einmal so ein längeres Interview und dann, das heißt beim Maximilian das Verhör. Und da stellt er halt die Community-Fragen. Und ich fand es mega super, weil er auch da irgendwie echt kritisch an die Sache rangeht. Und das möchte ich ja auch. Und war mega angenehm. Ja, was heißt angenehm? Das sind natürlich auch Fragen, ne, wo du das schlucken musst. Aber war cool. Und der Maximilian ist ein echt cooler Typ. Und ich habe es echt genossen. Er hat mir mega Spaß gemacht. Wir haben nochmal eine Spende bekommen von der Caro. Dankeschön, Caro. Ehrenfrau, Dankeschön für deine Spende. Jetzt haben wir doch schon hier 38 Euro immerhin für den Verein zusammen. Mega cool. Wäre schön, wenn sich da noch ein paar durchringen könnten. Wie gesagt, heute nicht mir spenden, sondern lieber dem Verein. Ich habe es unten verlinkt und auch im Chat. Und würde mich freuen, wenn wir da als Community ein bisschen was hinbekommen, auf jeden Fall. Genau, ich hau mir jetzt noch mal hier eine fette Zigarette rein. Martin, der Kevin hat geschrieben, du rauchst schon viel, steig mal auf IQOS um. Jetzt mal von meiner Seite aus gesehen, Martin hat gefühlt schon alles, was man rauchen kann, ausprobiert, um aufzuhören von den Zigaretten. Gefühlt hat er schon 100 Mal mit IQOS angefangen, 100 Mal irgendeine E-Zigarette im Mund gehabt und 1000 Liquids bestellt. Er ist wirklich so. Meiner Meinung nach, rauch einfach weiter, weil das alles andere ist rausgeschmissen. Und das IQOS, nimm es mir nicht übel, das ist zwar, glaube ich, vielleicht besser wegen diesen Schadstoff oder weniger Schadstoffe, aber das riecht wie ein Pups. Sorry, wenn ich das so sage. Ja, diese IQOS-Dinger, wenn man die anmacht, das riecht echt, als ob irgendjemand Darmprobleme hat. Wirklich, echt eklig. Aber ich muss sagen, das IQOS, ich glaube auch nicht, man, dass das, ne, wenn dann komplett irgendwie aufhören. Aber ich glaube nicht, das IQOS ist ja auch gesund, ist es auf jeden Fall auch nicht. Ne? Also so ist es nicht. Deswegen, und jetzt schaffe ich es eh nicht mit dem Aufhören. Ich habe echt so der Stress mit der Verhandlung und der ganzen Situation, das wäre, glaube ich, jetzt einfach kein Zeitpunkt, der passt. Weil es halt einfach auch so ist, dass
dass ich halt ein kleiner Suchtkrüppel bin und man muss es halt richtig wollen, glaube ich, wenn man aufhören will. Das muss vom Zeitpunkt und so muss das passen. Deswegen, jetzt würde ich das wahrscheinlich geil auf die Kette kriegen. Was hast du für eine Uhr an, Martin? Fragt der Chat. Das ist eine Tag Heuer. Genau, ich liebe ja Uhren, das ist so mein großes Ding. Aber wahrscheinlich werde ich auch die verkaufen demnächst. Aber das ist so, das war ein Geschenk, die Uhr. Und ja, ich stehe auf jeden Fall auf schöne Uhren. Und das ist jetzt eine Tag Heuer Carrera. Was für ein Modell, weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, aber es stinkt nicht so in der Wohnung, lüften muss man nicht. Das stimmt. Also die IQOS stinkt nicht so in der Wohnung wie jetzt normaler Zigarettentabak oder normale Kippen. Das ist schon auf jeden Fall übel. So, Dennis hat uns verlassen. Hast du Nein, leider alles schon nur gut, einen Job? Spaß. Dreh am besten, Bro, dann rauchst du weniger wegen Arbeit. Ja, ist so. Also wirklich beim Drehen, weil ich dann, da habe ich irgendwie keinen Bock zu drehen und da rauche ich tatsächlich weniger, aber ich ziehe es irgendwie auch nicht durch. Ich habe nur meinen Block geholt, weil ich mache mir dann meine schlauen Notizen, weil ich mache mir immer Gedanken, was wir für nächste Projekte starten können an Videos, Vlogs etc. Und da war auch meine Frage mal in den Chat: Habt ihr Ideen oder habt ihr generell Wünsche, was ihr euch für den Kanal noch wünscht? Verbesserungen, Optimierungen, Videowünsche? Genau. Haut es einfach mal in den Chat rein, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Wir nehmen das gerne an und probieren das umzusetzen, wenn es nicht irgendwie unrealistisch ist. Aber ansonsten immer gerne. Was auch eine Idee von mir gewesen ist, ein Diskussionsstream zu machen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das möglich ist mit Discord oder Skype, dass vielleicht Leute, die wo mit dem Thema von Martin betroffen gewesen sind oder generell vielleicht auch Menschen, wo mit dem Thema Drogen auch negative Erfahrungen haben, vielleicht sich mal bei Martin melden, sei es in den Kommentaren oder auch so in Insta, vielleicht in den DMs, dass man vielleicht mal so einen Stream ausmacht, wo man auch theoretisch face to face, nicht face to face, aber wo man auch mit den Leuten sich auch so kritisch auseinandersetzen kann oder einfach drüber redet mit den Erfahrungen, die man gesammelt hatte. Genau, ihr dürft da gerne ein bisschen was einbringen, ne, auf was ihr Bock habt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was in der Pipeline, habe interessante Persönlichkeiten kennengelernt und ich möchte in Zukunft auch so ein bisschen so ein Interviewformat vielleicht machen mit zum Beispiel jemandem, der aus dem Knast gekommen ist, der euch mal erzählen kann, wie war es da, ne, der länger gesessen ist, jemand, der Drogen konsumiert hat. Da hab ich mit jemandem telefoniert, wie das Leben gelaufen ist, ist einfach eigentlich echt traurig, ne? Und der jetzt probiert wieder auf die gerade Bahn zu kommen. Und wenn ihr auf sowas Bock habt, einfach mal in den Chat rein. Videos aus dem Knast, wenn es soweit ist. Notfall mit versteckter Kamera bei Besuch. Nee, wird nicht passieren. Also, ich werde mich da im Knast, wenn es soweit ist, wenn ich rein muss, auf jeden Fall an die Regeln halten. Hundertprozentig. Ich will das so clean wie möglich alles irgendwie durchmachen und ich habe da echt keinen Bock auf Ärger, muss ich wirklich sagen. Wenn es euch langweilig ist in der Zwischenzeit, Mods, haut nochmal den Link raus zur Spendenaktion. Welcher Ehrenmensch möchte da noch ein bisschen was dazu beitragen für eine gute Sache, würde mich mega freuen. Spendet rein, eine Schachtel kippen weniger, das sag ich, ne? Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel bei mir, aber ihr wisst ja, was ich meine. Raphael hat geschrieben, Interviews mit anderen. Meinst du nur für uns mit anderen YouTubern oder auch Leute, die wo es halt betroffen hat, sei es Dealer, Drogenabhängige oder sonstiges oder Darknet, Leute, wo im Darknet unterwegs gewesen sind, nur dass wir das uns mal notieren können, dass wir da uns mal einen Plan machen Lady können? schreibt, nächstes Projekt mit Martin 3 Tage auf Entzug setzen, das überlebe ich nicht. Das Naja. geht nicht. Nach einem Tag rastet der komplett aus. Xatar durfte auch aus dem Knast rappen. Ja, Xatar ist Xatar. Ich glaube, die haben genügend Connections, um da irgendwas zu deichseln. Xatar ist Xatar. Der darf das. Jason hat geschrieben, Vlogs kommen, weil das ist so ein bisschen die Kehrseite des YouTube-Kanals. Martin macht ja generell viel ernste Themen oder sachliche Themen und anhand von den Vlogs, da bin ich ja auch dabei, Franzi dann auch, wollen wir ein bisschen entertainen und ein bisschen die Stimmung auflockern. Genau. Wenn die Resonanz gut ist, machen wir das Ja, das öfters. tut mir auch gut, weil diese Vlogs sind halt wirklich,
das ist halt auch für uns lustig und macht Spaß, ne? Und das ist mal ein bisschen was anderes. Und das macht mir auch Spaß, mal da ein bisschen anderen Content zu bringen. Wie immer nur die ernsten Themen. Natürlich geht auch Storytime weiter, aber wie gesagt, wir planen auch tatsächlich, dass wir ein bisschen Interviewpartner bekommen, aber da muss natürlich auch, ne, ich brauche auch ein bisschen Reichweite, dass Leute sagen, ja, ich setze mich da zu dir hin und lass mich interviewen, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und gerade auch, wenn es um Opfer geht oder Leute, die Drogen genommen haben, ne, die haben natürlich auch eine Scham und möchten sich vielleicht auch nicht zeigen und so. Und das ist natürlich für die auch nicht ganz einfach. Ne? Deswegen hoffe ich, dass wir mir da als Community mal jemanden im Stream haben oder Interview, dass wir da alle ordentlich mit den Leuten umgehen, egal was die gemacht haben vorher. Wie gesagt, wenn da jemand, auch wenn jemand irgendwie im Stream ist, der meint, es wär, der hat irgendwie was Interessantes zu berichten, einfach mir schreiben auf Instagram und dann können wir auch gerne mal telefonieren. Ich habe schon Kontakt mit einigen Leuten, auch mit vielen schon telefoniert und ich freue mich immer, wenn sich die Leute bei mir melden, auf jeden Fall. Längere Vlogs, ja, die nächsten Vlogs werden länger. Der erste war so ein bisschen so ein Testrun. Wir mussten da auch so mit dem Filmen und so, ne, da muss man sich ja auch ein bisschen eingewöhnen und auch das kostet ja auch echt so ein bisschen Überwindung, muss ich sagen, ne? Letztlich mit Maximilian Pollux zusammen. Ich war bei Maximilian Pollux, wir haben für seinen Kanal gedreht und der Maximilian hat mir auch versprochen, dass er mal zu mir kommt und wir da mal was für meinen Kanal machen. Also da wird auf jeden Fall auch noch was kommen mit Maximilian. Freue ich mich jetzt schon drauf. Genau. Vlogs. Die Leute mit Interview wollen auch, dass viele mitkriegen. Richtig, ist so. Also man natürlich, um irgendwie interessante Persönlichkeiten herzu bekommen, dann muss auch die Reichweite stimmen. Das ist einfach so. Ne? Also da bin ich noch zu klein dafür, dass ich da jetzt die richtig dicken Fische hier interviewen dürfte. Ne? Die haben auch was anderes zu tun. Und ich rufe nochmal auf, wenn ihr Bock habt, spendet ein bisschen. Der Link ist unter dem Video und im Chat. Heute nicht an mich, sondern über Better Place wird gespendet und zwar an den Verein Gefangene helfen Jugendlichen e.V. Die wollen da ein Projekt aufziehen in der JVA Bremervörde und lest es euch durch. Ich denke, das ist eine Sache, die man guten Herzens auf jeden Fall unterstützen kann. Ich habe auch schon gespendet natürlich und wenn ihr ein bisschen was übrig habt, haut rein. Nochmal zum Thema Vlogs. Jason oder JSN hat geschrieben Vlogs, Vlogs, Vlogs. Wir haben ja am Sonntag den Linsen- und Spätzle-Vlog gedreht. Leider sind uns die Videofiles abgeschossen worden oder irgendwie mit Martin seinem Handy, mit dem Speicherplatz hat irgendwas nicht funktioniert, der Ton war auch nicht drauf. Wir müssen Linsen und Spätzle Version 2.0 nochmal abdrehen und wie gesagt, Vlogs kommen auf jeden Fall einige. Und was ich auch eine Frage habe, ich habe zum Beispiel im Keller oder unten in meinem Hobbyraum habe ich eine Sauna. Hättet ihr mal Bock, so eine Challenge zu machen oder vielleicht so eine Challenge-Reihe mit Martin und mir, vielleicht irgendwie so ein bisschen auf Unterhaltung, so keine Ahnung, wer schafft es länger in der Sauna zu bleiben oder sowas. Aber ich habe auch keinen Bock, dass Martin dann ohnmächtig ist. Ich sehe schon, Alter, dass ich da reanimiert werde irgendwie. Oder wenn ihr Bock auf sowas habt, gerne in die Kommentare. Ja, MH schreibt ja auch, macht doch mal eine Kochfolge. Wie gesagt, meine Freundin findet das Spätzle-Linsen-Rezept geil. Ja, Mann, ehrlich, wir haben alles abgedreht. Ich habe da gekocht wie ein junger Weltmeister. Selber Spätzle gepresst und den Teig gemacht und so weiter. Und dann gucken wir uns zu Hause irgendwie die Videofiles an kaputt. Wir drehen es aber nochmal. Wir drehen es nochmal. Aber lecker war es, oder, Dennis? Lecker war es, richtig. Meine Freundin hat es auch gegessen. Meine Freundin ist Vegetarierin, vegan, so ein bisschen ohne Fleisch, aus ethischen Gründen. Ja, ich musste halt die Fleischstücke rauspulen, habe ihr aber nicht gesagt, dass das Fleisch mitgekocht worden ist, aber ihr hat es trotzdem sehr gut. Schlingel. Sauna-Challenge, ja, aber ey, Alter, wenn wir eine Sauna-Challenge machen, ich glaube, da kippt halt einer um von uns einfach. Ich sehe schon so, dass du da mir ein bisschen Starthilfe geben musst dann. Weil ich bin echt auch nicht, Sauna halte ich nicht so lange aus. Egal. Ja, das ist genau das, wollen wir alle sehen, ne? Oh, ja, mach, tu es, ja. Naja, aber wenn ihr Bock auf so Challenges habt, dann können wir ja vielleicht so eine Reihe machen mit so gechillten Challenges, dass ihr ein bisschen unterhalten werdet. Spätzle muss man doch von Hand schaben und nicht pressen, stimmt. Also, das stimmt schon. Richtige Spätzle muss man von Hand schaben. Aber wir haben da, wo wir gedreht haben, irgendwie für 6 Leute gekocht. Und für 6 Leute. Und der Dennis und ich können gut essen.
von Handschaben, boah, da fällt einem die Hand ab. Meine Oma konnte das mega gut. Die hat, egal wie viele Leute gekommen sind, die hat die besten Spätzle auf der Welt gemacht mit so gemischten Braten. Ehrlich, keine Frau konnte das besser wie meine Oma. Und die hat dann irgendwie für 10 Leute, 15 Leute hat die Hand geschabt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe es auch schon mal selber gemacht und es ist echt anstrengend irgendwie und gar nicht so einfach. Challenge, wer schafft mehr Kniebeugen? Sachen im Bereich Fitness. Ja, im Bereich Fitness kommt auch noch was. Da haben wir sogar schon einen Vlog gedreht, tatsächlich. Wie gesagt, morgen kommt Storytime 5 auch. Ja, müssen wir mal schauen, ja, was da in Zukunft noch kommt. Wir können ja auch mal, wenn du Bock hast, so einen kompletten Trainingsplan abfilmen. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen Trainingsplan von uns, weil wir trainieren aktuell eigentlich immer das Gleiche. Und wenn ihr Bock habt, können wir eine Videoreihe machen. So sieht unser Training aus, von Montag bis Sonntag, irgendwie so. Ja, sowas können wir auf jeden Fall auch mal machen, wäre auch cool. Also, wir müssen halt auch immer gucken, wie es zeitlich passt, wie es zum Kanal passt, ja, und so weiter. Natürlich. Das soll ja auch nicht irgendwie so wild durcheinander gewürfelt werden. Genau. Aber vielleicht, wenn ihr Bock habt, können wir auch bei mir, oder ich mache so einen Fitnesskanal, jetzt keinen KLS-Fitnesskanal, sondern dass die Fitnessvideos vielleicht dann bei mir hochgeladen werden, dass dein Kanal noch ein bisschen seriös bleibt. Genau, der Dennis ist auch wirklich, was so Fitness angeht, schon ein ziemliches Brain auf jeden Fall. Muss man sagen, ne? Der kennt sich da auf jeden Fall besser aus als ich auch. Und was wollte ich noch sagen? Genau, also aktuell ist es so, dass wir contentmäßig, wie gesagt, die Storytime machen wir auf jeden Fall. Wir machen die Vlogs, wir machen die Livestreams. Und das ist mir ist ein wichtiges Thema, dass ich wirklich diese Prävention auch auf den Kanal bringe und Interviewpartner finde, die aus dem echten Leben sprechen können und wir da auch abschrecken können. Das ist mir wirklich ein wichtiges Thema und das wird in Zukunft auch kommen. Und ich hoffe, ich kriege das alles auch irgendwie cool hin, dass wir da noch auf jeden Fall Content in die Richtung sehen. Genau. So ist jetzt mal der Plan in meinem Kopf. Ich hoffe, wir schaffen es auch, das so umzusetzen. Und ich will nochmal den Link raushauen zu dem Projekt, das wir heute supporten als Community. Ich baller es einfach nochmal in den Chat, wer Bock hat und 2-3 Euro übrig hat. Jede Spende hilft auf jeden Fall, da was Cooles möglich zu machen in Sachen Prävention. Und wenn ihr was übrig habt, heute nicht mir spenden, sondern einfach da über Better Place an den Verein Gefangene helfen, Jugendliche e.V., die da was Cooles aufziehen wollen in der JVA. Prima Förde, und dann unterstützt ihr auf jeden Fall wichtige Arbeit. Vorschlag, wer kann länger wach bleiben? Martin, in Twitch gibt es noch 2 coole Sachen. Paintball spielen mit GoPro oder Kartfahren mit euren Mädels. Das wäre auch geil. Ja, Paintball wäre auf jeden Fall cool. Kartfahren wäre auch cool. Ja. Kartfahren, das Problem ist, der Dennis und ich, wir haben schon verloren, weil wir einfach zu massig sind. Ja, wir sind das zu Ding schwer. Ist dann direkt aber mal irgendwie 5 km/h langsamer, wenn wir uns da reinsetzen. Aber ich glaube, es gibt sogar Kartbahnen mit Gewichtsausgleich, dass alle, glaube ich, den gleichen Sport haben. Ja, das gibt's. Genau, da kriegen die Mädels dann irgendwie, aber Alter, so viel Gewicht haben die noch nicht. Also wenn sich meine Freundin reinsetzt, dann müssen die 50 Kilo Gewicht draufpacken. Das glaube ich nicht, dass die so viel Gewicht haben. Meine Freundin müsste es verdoppeln. Hä? Bei meiner Freundin, die müsste sich einmal verdoppeln, das bin ich gleich. Ja, bei meiner auch, ja. Kacke. Nee, das, ich glaube nicht. Gibt es sowas mit so viel Gewicht? Aber das wäre natürlich schon geil, wenn die Gewicht ausgleichen, dann gewinne ich das, Ding. Dann nehmen wir auch Wetten. Ich bin richtiger kleiner Schuhmacher. In Karlsruhe gibt es ein schönes Paintballfeld, echt? MH, kannst du das vielleicht in den Stream posten, wo das ist? Dann können wir uns das ja mal anschauen. Jetzt wäre auch so Outdoor, glaube ich, ganz cool, ne? Wenn jetzt das Wetter irgendwie cool ist. So ein Outdoor-Feld wäre bestimmt auch lustig. Outdoor habe ich schon mal gemacht. Ich war mal mit dem Fußball. Wir hatten da so ein Turnier in Kroatien, halt so ein internationales Turnier. Ich habe damals Fußball gespielt. Da waren wir dann als Abschluss von diesem Turnierlager, wie man es nennt, waren wir im Wald in Kroatien Paintball spielen. Das war richtig geil. Da hat man sich gefühlt wie bei Call of Duty oder sowas. Und ein Kumpel, ich sagte, da war so ein Vorhang. Und ich sagte dem, ja komm, schieß mal, komm, wenn du dich traust, schieß mal. Und von 1 Meter, der zieht durch und ich so, fuck, die Scheiße ist durch dieses Ding durchgegangen und hat mir übelst den blauen Fleck am Bein gemacht.
Jason schreibt, erstmal nach hinten gucken, bevor man über die Freundin redet. Ja, ist so, auf jeden Fall. Ey. Da muss man aufpassen. Aber wir haben ja nichts, wir reden ja nichts Schlimmes über unsere Frauen. Ne? Wir sagen eigentlich, im Endeffekt haben wir gesagt, dass wir zu fett sind. Ne? Lasertag schreibt Mambo. Lasertag. Habe ich noch nie hab gespielt. Habe ich auch noch nie gespielt. Das war aber eine Zeit lang, aber vor Jahren war das voll der Trend, glaube ich, dieses Lasertag. Das weiß ich noch. Ich weiß nur, dass diese Big Bang Theory, diese Serie, dass die Nerds da immer Lasertag gespielt haben. Ich glaube, dadurch kenne ich das. Lasertag, ja, ja, das war eine Zeit lang. Ich habe es aber auch nie gespielt. Es war eine Zeit lang, aber übel im Trend auf jeden Fall. Habe ich aber noch nie gemacht. Paintball hab ich schon gespielt, Indoor auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Paintball spielen. So. Ist schon geil. Aber ich weiß noch genau, wir waren da Paintball spielen mit so ein paar Jungs und manche, die machen das irgendwie schon länger und die haben dann so eigene Paintball-Pistolen, ne? Und ich musste mir da eine ausleihen. Ja. Alter, und diese Pistolen, die schießen da so, ne, brrrt, wie Maschinengewehr. Und ich hatte so ein Ding von diesem Paintball-Feld. Ich habe gerade ausgezielt und das Ding hat nach hinten geschossen gefühlt. Also da habe ich mehr getroffen, wenn ich einfach die Paintball-Pistole geworfen habe. Das war so ein bisschen unfair auf jeden Fall. Und die Jungs hatten da irgendwelche High-End-Dinger, wo die dich wie so ein Maschinengewehr zerlegt haben und ich konnte immer nur so einmal drücken. Das war. Ja, aber das ist ja wie mit dem Kartfahren. Das ist auch unfair, wenn Leute mit ihren privaten Karts kommen. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, bei sowas sollte es immer eigentlich ausgeglichen werden. Echt, kommen da welche mit eigenen Karts oder was? Geht das? Wusste ich gar nicht. Doch, doch, das geht. Soweit ich weiß, geht das, glaube ich, auch. Was es alles gibt, ey. In Stammheim gibt es auch Indoor-Paintball. Ich glaube, ja, da habe ich schon mal davon gehört. Ich war leider. Ich war schon, in Stammheim war ich schon. In dem Indoor-Feld, ja, da war ich. Das ist gut. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht so mega groß. Also ich fand es jetzt nicht so mega groß, aber war cool auf jeden Fall. Spaß gemacht. Ah, Mambo schreibt in Twitch oder mal so einen Tag im Europapark. Das ist auch eine sehr gute Idee. Das könnten wir eigentlich noch machen. Ich war erst im Europapark tatsächlich mit. Aber das könnten wir mal zusammen machen, hätte ich auch Bock drauf. Europapark ist so ein geiler Park. Ist echt cool. Und wir waren erst vor ein paar Wochen. Ah, nee, das geht nicht, ja. Du kannst nicht beim Europapark auf irgendeiner Achterbahn, keine Ahnung, mit so einem Hotdog in der Hand Achterbahn fahren und dann filmen wir uns gegenseitig, wie wir das Ding verschlingen während der Achterbahn. Oh, auf was für Ding kommst du jetzt, ey? Also das kannst du schon, aber ich glaube nicht, dass das so gut ankommt. Einmal kannst du es machen. Hotdog in der Achterbahn, Alter. Oh mein Gott. Und dann noch am besten ganz vorne, dass die hinten auch noch was davon haben. Ja. So, Jungs und Mädels, kriegt man noch ein bisschen was zusammen? Kriegt man noch ein bisschen was gespendet? Ich hau den Link einfach nochmal rein, in der Hoffnung, dass es noch nicht jeder gesehen hat und noch irgendjemand Bock hat, da ein bisschen zu supporten für einen guten Zweck. Wie gesagt, würd mich mega freuen. Hab ich es mit einem Burger gemacht, wie Mambo. Bist du mit einem Burger Achterbahn gefahren, oder was? Auf jeden Fall, wir waren auch im Europapark vor so 3 Wochen, wo er ganz frisch wieder aufgemacht hat. Und ich muss sagen, war ganz cool, weil die dürfen jetzt aktuell, glaube ich, nur so eine maximale Anzahl an Leuten reinlassen. Und es war halt so, dass du halt nirgends irgendwie länger als 15 Minuten gewartet hast. Und es war schon cool. Vor allem bei mir, wenn ich in so einem Park bin, also so echt absolute Schmerzgrenze, so Wartezeit sind bei mir so 30 Minuten, dann fahre ich es halt lieber nicht. Muss ich wirklich sagen. Ich bin halt kein Mensch, der Geduld hat. Auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie einkaufen gehe, Bräuningerland oder so, und mir da Klamotten ausgesucht habe, und dann laufe ich da zur Kasse und da sind 200 Leute, dann lasse ich es einfach alles liegen und gehe. Ich hol's mir dann nicht. Ich habe keine Geduld, ich kann nicht warten. Wobei ich warten gelernt habe in der U-Haft, weil da wartet man viel in so Wartezellen und so, und du wartest eigentlich den ganzen Tag, bis so irgendwas passiert. Und da habe ich es ein bisschen gelernt. Also das ist auf jeden Fall eine kleine positive Sache, dass ich gelernt habe, ein bisschen geduldiger zu sein. Bin aber noch immer nicht der allergeduldigste Mensch. Warte, ich muss nur lachen wegen Mambo. Der hat geschrieben, der hat einen Burger mit in Silverstar geschmuggelt und irgendwie die Hälfte fliegt weg und eine andere Hälfte nach 15 Minuten, so wie ich es gelesen habe, wahrscheinlich rausgespuckt. Wie kamst du auf die Idee, Mambo? MH in YouTube schreibt McRib essen beim Autofahren. Boah, McRib ist so geil. Alter. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf einen McRib.
Schatz! Hast du bei McDonald's? Alter, boah, ey, ich hab wirklich richtig übel Bock auf so einen McRib jetzt. Warte, jetzt muss ich mal meine Freundin schreiben. Boah, aber die hat bestimmt keinen Bock jetzt zu McDonald's zu fahren. Martin, warst du, die Lady Genocide hat, oder Genocide hat geschrieben, ich war am Montag im Phantasialand, Mystery Castle hat mir den Rest gegeben, der Puls war auf Cardio. Warst du schon mal im Phantasialand? Ich war schon im Phantasialand, aber ich weiß nicht, was dieses Mystery Castle ist. Mystery... Ich gehe mal davon aus, das ist bestimmt mit so live, so Leute, die erschrecken mich bestimmt, oder? Das ist bestimmt so eine Geisterbahn. Ja, das habe ich noch nicht geguckt. Also das, da war ich muss auch nicht, gut. Nee, da war ich nicht drin. Diesen, aber ich fahre, eigentlich fahre ich immer alles. Also es gibt irgendwie nichts, was ich nicht fahre. Ich kriege mich irgendwie zu allem durchgerungen. Mystery. Wisi, moin, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Stream. Boah, das sieht aber nicht schlecht aus. In der Magus-App bekommst du 2 Rips für 5 Euro. Oh, ich habe meiner Freundin geschrieben, dass sie kommen soll und die sagt, geht gerade nicht. Oh Mann. Hast du bei dir einen Mac in der Nähe? Ja, hier ist ein McDonald's in der Nähe. Wo ist denn diese McDonald's-App? Ich habe die nicht mal. Du musst nur auf mcdonalds.de gehen und dann kannst du die Gutscheine öffnen. Echt? Ich als ehemaliger McDonald's Und dann sage ich einfach, Fanat. Ich will diesen Gutschein haben, oder was? Ja, genau. Boah, McRib habe ich schon ewig. Ich liebe McRib. Und McRib ist ja so ein Ding, entweder man liebt es oder man hasst es einfach. Ja? Und ich... Ah, oh, zu den Gutscheinen. Ich sehe es. Lady Genocide, ich habe es gerade gegoogelt, dein Mystery Castle. Ich sehe es gerade, weil ich habe mich gerade gewundert. Das ist ja nur so ein riesen Burgturm. Ich dachte schon, da oben hockt Rapunzel oder so. Aber das ist wahrscheinlich dann schon krass, wenn du da im Dunkeln da einen freien Fall hast. Boah, guck mal, ey, was ist das für ein Gutschein? 2 McRib mit Netzkartoffeln oder Pommes für 8,99. Alter. Aber dann auf jeden Fall eine Cola Zero dazu, wegen auf Ernährung achten. Standard. Ja. Ich glaube, dieses Mystery Castle Teil, das wäre nichts für mich. Ich mit meiner Höhenangst. Echt? Hast du Höhenangst? Ich habe mich doch nicht mal getraut, vom 10-Meter-Brett zu springen. Ja, da war ja was. Da war ja was. Oh, wir haben hier nochmal Spenden reinbekommen. Mega, cool. Jetzt ging es aber ab. Wisi hat 10 Euro gespendet. Wisi, Dankeschön für deine Spende. Freut mich. Jemand anonym nochmal 5 Euro. Dankeschön. Und der Kilian 5 Euro. Ehrenmänner, wirklich. Vielen Dank für die Spenden. Mega cool. Ihr supportet ein cooles Projekt auf jeden Fall. Freut mich, dass da jetzt nochmal ein bisschen was reingekommen ist. Wirklich. Alter Martin, bekommst Fresskick. Ja, Mann, voll. Ich bekomme voll den Fresskick gerade. Dieses mit... Hör auf, davon zu reden, ohne Witz. Ich probiere gerade echt gesund zu essen und ein bisschen weniger Kohlenhydrate zu essen und du kommst hier nur mit so Teufelsessen. Das McRib hat mich gerade voll getriggert. Ich hau dir jetzt den, wenn der rechtzeitig kommt, hau ich mir den auch vor dir jetzt schön rein, ey. Den schlabber ich richtig schön weg, das tropft dann alles hier so runter. Boah, ihr wisst nicht, wie schnell ich McRib essen kann. Das Problem ist halt an dem McDonalds-Zeug, ich esse da 2 McRib und die sind irgendwie so weggeatmet und nach einer Stunde habe ich wieder Hunger. Guck mal, Martin, ein Beispiel, das war vor 2 Wochen. Wann haben wir zusammen Döner gegessen? Döner? Ich muss kurz gucken. Martin ist so, wenn er was isst, dann ist es hopp, so weg. Alter, bist du Zauberer oder was? Alter, weg war es, die Dose. Ja, ist wirklich so. Ja, weißt du, wo du Döner gegessen hast? Ich gucke kurz nach rechts, da hast du einen Döner in der Hand. Ich gucke kurz nach links und dann wieder nach rechts und der Döner war ja, weg. Das war nach einem Verhandlungstag in Frankfurt. Der Dennis hat mich da gefahren und ich war fertig. Es war ein langer Tag. Und ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und dann haben wir uns so einen Döner geholt. Ey, und ich habe dieses Ding, ohne Scheiß, ich habe das, glaube ich, in 5 Minuten weggeballert. Und dann hatte ich solche Bauchschmerzen die ganze Fahrt. Martin in Twitch, Mambo hat geschrieben, Martin, Dennis, habt ihr vielleicht, vielleicht so Lost Places bei euch? Macht auch Bock, was? Macht auch Bock so eine Tour? Sowas hört sich eigentlich auch nicht schlecht an, mal so eine Lost Places Tour. Weil ich habe halt keinen Plan von so Lost Places. Ich weiß, dass dieser Knossi und der Knossi war ja mit Sido und so bei diesem Halloween-Stream bei uns im Schwarzwald, da war diese Klinik, falls es der ein oder andere gesehen hat, diese Klinik ist im Schwarzwald. Das wäre, glaube ich, bei uns so in der Nähe. Aber sonst, ich habe für mich privat mal ein bisschen geguckt, mit den Hunden vielleicht sich sowas mal anzuschauen. Nur ich müsste mich, glaube ich, da so ein paar Foren ein bisschen durchlesen, wo man so Lost Places findet. Weil ich glaube, die sind ja auch nicht einfach so in Google ausfindig zu machen, glaube ich. Weil die wollen ja auch nicht, dass jeder irgendwo jedes Wochenende da zu irgendwelchen Places fährt. Aber an sich finde ich es cool. Also der nächste Lost Place ist hier mein Büro, ey. Da sieht's
Da sieht es aus wie so in mancher runtergekommenen Klinik auf jeden Fall. So mein Schreibtisch vor allem. Ich muss da nicht groß irgendwo hinfahren, um sowas zu sehen. Wann wieder Stream mit Philipp? Ja, wir probieren gerade irgendwie immer zusammenzufinden, ist aber nicht ganz so einfach. Wahrscheinlich dann nächste Woche machen wir wieder einen Stream mit Philipp. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, freue mich schon. Hast du was gegönnt von Zigzig auf Zalando? Ja, Mann, du hast mir ja geschrieben. Ich habe mir zwei, drei T-Shirts bestellt. Werde ich auch mal demnächst wieder in die Kamera halten. Man findet schon welche bei Google, so Lost Places, aber die sind bekannt. Aber ich bin auch nicht so der Lost Places-Typ. Da gibt es ja echt viele, die da so mega unterwegs sind. Aber ist nicht so mein Ding, sagen. Aber ich muss zugeben, so aus dem Zweiten Weltkrieg, so keine Ahnung, so Bunker oder irgendwie so Stützpunkte, sowas finde ich schon interessant. Weil, wie gesagt, in der Schule hast du ja das ganze Weltkriegsthema so reingeprügelt gekriegt und keine Ahnung, so ich finde es interessant, wie gesagt, das ist ja Geschmackssache. Ich habe es noch nie gemacht, vielleicht finde ich es auch geil, wenn ich da mal irgendwo so durchkrapsel. Aber ich breche mir da. Ich weiß gar nicht von wem. Ein Kumpel. Stefan aus Fracht, Ja, sorry. doch, der Stefan, den kennt ja keiner. Der Stefan, das ist ein Kumpel, Aber, der hat sich ja. einfach mal da so das Bein komplett zerlegt. Der war einmal so Lost Places, ist da irgendwie durch die Tür gekrapselt und zack, ist er da rumgehumpelt. Ne? So, Chat, ich hau euch nochmal, auch wenn ich nerv damit, aber heute streamen wir für einen guten Zweck. Und ich hau euch den Link nochmal rein. Würde mich mega freuen, wenn wir da noch ein bisschen was zusammen bekommen. Der Verein Gefangene helfen Jugendliche e.V. möchte da was Cooles starten in der JVA Bremervörde, Präventionsprojekt. Und ist, glaube ich, eine coole Sache, wenn man da was übrig hat, ein bisschen was zu spenden. Bessert euer Karma aus. Seid Ehrenmänner und Ehrenfrauen und lasst ein bisschen was liegen. Würde mich mega freuen. Martin Max fragt, wer ist dein Lieblingsrapper? Ich habe keinen so richtigen Lieblingsrapper, ehrlich gesagt. Also ich höre schon gern Deutschrap, aber ich finde zum Beispiel Crow ziemlich geil. Ich fand sein MTV Unplugged irgendwie richtig nice. Ansonsten, ich hör auch ab und zu Samra, Capital Bra, so ganz durch die Bank. Aber ich höre auch nicht nur Deutschrap, sondern auch andere Sachen. Ja, ich hab jetzt keinen so Lieblingsrapper, würde ich sagen. Ich habe auch kein Lieblingsessen. Ich esse eigentlich fast alles gern. Lady Genocide, ach ja, muss los. Ach, du hast ja jetzt Pilates, ne? Oder so. Oder Freeletics. Hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall hast du Sport. Viel Spaß. Viel Spaß. Mambo schreibt, mein Bruder macht mit seinen Jungs viele Touren. Kann gerne mal fragen, ob die was in eurer Nähe wissen. Sehr gerne, Mambo. Wie gesagt, falls du da irgendwas weißt, kannst du auch gerne Martin mal schreiben, dann kann er mir auch mal Bescheid geben, weil ich finde, ich feiere sowas. Gerne kannst du es mal weitergeben. So schaut's aus. Wow. Welche YouTuber feierst du privat? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich nie so mega groß in der YouTube-Szene unterwegs war vorher. Ich finde den Philipp einfach geil, weil der auch ein bisschen was macht, ne? Weil er auch mit seinem Verein da aktiv ist und das auch eine gute Sache. Kommt und ich finde auch einfach cooler Typ. Auch der Maximilian Pollux macht ganz tolle Arbeit, hat ja auch seinen Verein und supportet da ein bisschen. Ansonsten Charo finde ich ganz cool, den Leroy finde ich auch mega interessant, der hat immer ganz interessante Interviewpartner, gucke ich mir gern an. Hyperbowl guck ich mir gern an. Steuerung F gucke ich mir auch gern an, genauso. Ich gucke auch viel so Reportagen tatsächlich. Also, ja, das waren so die YouTuber, die ich so feiere aktuell. Ich krieg, glaube ich, nichts mehr vom McDonald's Mann heute. Meine Frau kommt nicht. Oh, die hat's gehört. Die schreibt, ich fahre nicht zu McDonald's. Okay, alles klar. Gut. Schade. Ja, Mann. Oh, das ist echt Enttäuschung, Mann. Wir hatten es geschrieben mit dem McRib, das hat mich so getriggert. Mein Magen will jetzt sowas. Das Problem ist, ja, ich verstehe dich. Wenn du da so ein Lieblings- oder so ein Essen so dir in den Kopf reingesetzt hast, das ist schlimm. Was gibt's denn bei euch eigentlich heute zu essen? Meinst du mich oder Nee, den ich meine Chat? dich. Ach so. Ja, für mich gibt es noch eine kleine Low-Carb-Mahlzeit, bisschen Hühnchen und bisschen grünen Spargel. Und vielleicht nachher noch so ein
Protein-Kriegsfrei, dem, was ist da von Ehrmann oder ich weiß Ja, gar nicht, ja, welchen ja. Namen, Ich oder weiß gar nicht. Active oder Dr. Müller oder wie Den das hatte ich heißt. auch, der ist echt nicht schlecht. Magis hat doch Lieferdienst. Mambo. Aber nicht bei uns, ey, das glaube ich nicht. Ich glaube nur in den Großstädten oder nur in den Nur wenn Großstädten du gibt es. direkt in der City wohnst, so, dann gibt's. Ja. Aber, Ich glaube echt, wenn ich in der City essen würde, wäre ich entweder brutal arm, weil ich mir jeden Tag irgendwas Leckeres oder Gesundes liefern lassen würde, oder extrem richtig, richtig fett. Ich meine, ich bin jetzt schon auch ein bisschen übergewichtig, keine Frage, aber noch dicker, weil bei uns zum Beispiel, ich kann es ja sagen, in Stuttgart kannst du dir echt alles von A bis Z liefern In der lassen, auch City gesund. Und alles, ja. In der City geht alles. ja, da gibt es die ganzen Boys, wo mit dem Fahrrad da hin und her fahren und wo die auch theoretisch vom Restaurant Essen holen. Schon geil. Ja, Mann. Oh, hallo Schatz. Schatz, guck mal. Ich habe ja noch keinen Abend gegessen. Hä? Und es wäre doch schon geil, wenn wir uns plötzlich. Also, es gibt bei McDonald's gerade Gutscheine. Eins in den Chat, ob Martin einen McRib kriegt oder zwei für Genau, nein. eins ist Eins ja, McRib ja, zwei ist zwei nein. Wir lassen den Chat abstimmen, okay, abstimmen. Schatz? Und Okay, aber dann. danach? Oh Gott, pass auf, Schatz, warte, jetzt pass mal auf, Mann. Ich habe mir das gerade hier angeguckt. Hey, guck mal, was für geile Gutscheine es gibt. Schatz, hier, es gibt so geile Gutscheine. Boah, guck mal hier, 6,99, zwei so komische Dinger. Doppelcheeseburger. Was isst du immer? Big Mac. Trockenes Brot und Hast Wasser, du schreibt Hanna. keine Lust auf McDonald's? Hast du keinen Bock zu fahren, gell? Ja. Also fällt aus heute oder was? Ja, Oh. der Chat sagt Der Chat eins. Der sagt Chat eins, sagt eins. Schatz. Komm, bitte zwei. Oh, wer schreibt da Schatz, zwei? bis zum Vegas fahren. Scholz schreibt zwei, direkt kicken. Mods, alles löschen. Zwei löschen. Darf Zwei löschen. Schatz, Schatz, ich noch kurz bitte. zwei Fragen antworten? Okay, ich glaube, das fällt komplett aus heute, Mann. Voll enttäuscht. Earth77 hat gesagt, gesund liefern, ganz schwierig, finde ich. Ich muss zugeben, in Stuttgart haben echt viele so, so, wie soll ich sagen, so gesunde Schnellrestaurants aufgemacht. Wirklich, ich habe mir das selber mal angeschaut und mal ein bisschen gegoogelt. Da gibt es echt viele Lokale, wo gerade echt gesundes Essen machen. Vor allem diese Bowls, die feiere ich Ja, voll. diese Bowls feiere ich auch wirklich, ey. Es gibt auch so richtig geile Sushi-Bowls. Das feiere ich auch mit so Lachs und Thunfisch und ein bisschen Avocado drin und Reis. Boah, wie ein kleines Kind bettelt, ja. Wenn es um Essen geht, ey, da kenne ich nichts, ey. Da habe ich keinen Stolz mehr. Mambo fragt mal was anderes. Dennis, was für einen Trainingssplit bevorzugst du? Wie findest du einen Dreiersplit? Werde wegen den Lost Places mal fragen. Erstmal danke, dass du nachfragst. Und wegen dem Trainingssplit generell für einen Anfang würde ich einen Dreiersplit auf jeden Fall bevorzugen. Push-Pull-Beine. Das ist eigentlich das, wo du mit am schnellsten Muskelmasse aufbaust. Und wenn du schon so eine gewisse Muskel, wie soll ich sagen, wenn du einen gewissen Muskel, eine Muskelmasse hast, dann kann man auch ein bisschen variieren. Das ist eigentlich das Training, meiner Meinung nach ist es so, es gibt keinen perfekten Trainingsplan, es soll ja auch Spaß machen. Angenommen, ich würde dir einen Trainingsplan machen, wo dir gar nicht passt, dann hast du nach 2 Wochen keinen Bock mehr zu trainieren. Deswegen, ich würde so einen Trainingsplan oder generell ein Trainingssystem auswählen, wo dir selber Spaß macht, wo dir auch zeitlich und auch privat reinpasst wegen der Arbeit und auch so, wie du Lust hast, in der Woche Sport zu machen. Und dann würde ich mich da einfach dran halten. Generell ist meiner Meinung nach einfach die Disziplin und die Kontinuität, ja, auf jeden Fall ja, dranbleiben und dann wirst du auch die Ergebnisse sehen. Ich trainiere mit Martin gerade einen Fünfer-Split, weil wir ja, Fünfer-Split passt mir eigentlich am besten rein. Ich mag das, so eine Muskelgruppe eigentlich so einmal komplett auszutrainieren und dann am nächsten Tag was anderes. Aber ich feiere es, ich wechsle gerne zwischen Dreier-Split und Fünfer-Split. Sowas. Bisi, Dankeschön für 5 € Donation an mich. Ich wollte gerade mit dir schimpfen. Aber ich habe gesehen, du hast bei Better Place hast du schon 10 € gespendet, Ehrenmann. Dankeschön für nochmal 5 €. Und wie gesagt, Jungs und Mädels, ich hau's einfach nochmal in den Chat. Wenn ihr Bock habt, was Gutes zu tun, hier ist der Link, spendet da, ist eine gute Sache. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen was zusammenkriegen. Deswegen machen wir den Stream heute. Und heute nicht an mich, sondern bitte über Better Place an den Verein Gefangene helfen, Jugendlichen e.V. die da was Cooles aufziehen und Präventionsarbeit leisten. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Und da
können wir alle ein bisschen mithelfen, dass das was wird. Weezy, kommst du aus der Schweiz wegen Franken? Hey, und dann noch Daniel, wie ihr euch Hunger macht. Das ist echt so. Ich habe gerade übel Hunger gekriegt, weil wir die ganze Zeit von Essen reden. Ich auch, und ich kriege jetzt einfach gar nichts. Ich würde ja selber zum McDonald's fahren, aber ich habe halt gerade keinen Führerschein. Das erschwert die Geschichte schon. Und mit dem Fahrrad ist es ein bisschen weit. Oder du bestellst dir so eine leckere Inderpizza. Oder, nee, Mann, da habe ich gar keinen Bock drauf. oder ich rufe ein Taxi an, dass er zu McDonald's, machen die das eigentlich? Ich habe gehört, von irgendjemandem habe ich es gehört, hat sich mal ein Taxi bestellt, hat den zu McDonald's geschickt und hat dann sich das liefern lassen vom Taxi. Irgendwie, war auch eine Idee, aber es wäre halt ein recht, das wäre teurer, McRib. Das wäre zu teuer. Martin, warst du schon mal auf dem Hohen Asberg? Ja, war ich schon mal. Ja. Hohen Asberg war ich schon mal. Ey, yo, yo, was geht? Jahres, was ist das für ein Name? Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber cool, dass du dabei bist. Haben Bringdienst mittlerweile. Wer hat Bringdienst? McDonald's, ja, aber nicht bei mir leider. Da musst du schon ziemlich in der City wohnen. Dass der liefert, leider. Sonst wäre schon lang hier, der Tisch voll. Das kann ich euch aber erzählen, ey, nach dieser McRib-Geschichte. Habe ich jetzt so einen Hunger bekommen. Ey, der Weezy, Ehrenmann. Weezy, Mann, ey, dankeschön. Übertreib's nicht, ohne Scheiß. Weezy kommt aus der Schweiz. Liebe Grüße an die Schweiz. Vielen Dank, Weezy. Ihr seid weitergekommen in der EM. Nicht so wie die Deutschen, Alter. Gestern fast einen Herzinfarkt gekriegt. Lustige Story zu gestern. Ich habe gestern über den PC hier Fußball geschaut und der Scheiß-Stream, der hat hinterhergehinkt. Das heißt, die Nachbarn haben sich schon gefreut, bevor ich noch nicht mal gesehen habe, was passiert ist. Und das hat mich so angekotzt. Ja, aber ich muss das Fenster aufmachen, weil es sonst zu warm gewesen ist. Aber auf jeden Fall knappe Kiste, Mann. Gerade so weitergekommen. Ich hoffe, dass sie gegen England ein bisschen, wie soll ich sagen, dass da ein bisschen mehr rauskommt. Du wohnst im saarländischen Dorf und die liefern zu uns über Lieferando, oder? Liefern die doch dann, so wie ich das mitgekriegt habe immer. Aber bei mir liefern die einfach nicht, Mann. Die liefern nicht, das gibt's doch gar nicht. Nein, ich guck gerade hier, die liefern nicht. Und dann sind hier nur diese Inder, die alles haben. Also die haben ja, wenn ich das hier angucke, die haben einfach alles. Salate, Pizza, Panini, Pasta, Fleischgerichte, Burger, Fingerfood, Italienisch, Pasta, ja, aber ich halt Chinesisch, Indisch. Doch, weißt du, was du da bestellen kannst? Indisch, das ist gut. Ja, das schon. Aber das meiste ist ja alles so TK-Ware, wo sie halt dann kurz warm machen. Deswegen, mir ist dann immer das Geld zu schade, bevor ich so einen TK-Burger esse. Ja, ja, ist auch so. Also, und vor allem auch diese Pizzen. Ey, ich hatte vor ein paar Wochen mal bestellt hier beim Lieferdienst. Alter, diese Pizza, kennt ihr das, wenn ihr im Karton kommt und der Karton schon so von dem Fett durchgeweicht ist? Das ist sowas, geht halt gar nicht, ey. Das ist mir zu viel dann. Ich kann sowas nicht essen, ey, wenn es so trieft vor Fett. Aber ich muss was Witziges dazu sagen. Kemal, der ist ein, der liebt so Pizzas, so die, wo in Fett triefen. Und das Witzige ist, wenn wir da mal selber gekocht haben, der wollte das nicht essen, weil das frisch war. Aber Hauptsache, sich so eine fettige Pizza reinziehen, die wo schon nach Fett tropft. Ja, manche Leute feiern es auf jeden Fall, ich nicht so. Ja. So, ich aktualisiere mal hier die Spenden, sei aktuell. Und wir haben immer noch 8 Spenden, hat sie noch nicht getan. Jungs, Mädels, wenn ihr Ehrenfrauen, Ehrenmänner seid, spendet da ein bisschen was. Der Link ist auf YouTube unter dem Video und angepinnt im Chat. Und auf Twitch schaue ich es auch nochmal rein. Wäre super, wenn wir da ein bisschen was zusammenkriegen. Ist mir echt ein wichtiges Thema. Ich finde, es ist ein cooles Projekt. Und wenn da jemand was übrig hat, bessert euer Karma auf und donatet da rein. Würde mich mega freuen, auf jeden Fall. Mambo hat nochmal eine Frage. Danke für die Antwort. Ich wechsle immer mal zwischen 3- und 4er-Split, da mein Kampfsport noch dazukommt. Für nicht mehr habe ich nicht mehr so die Motivation. Ganz kurz, ich habe früher auch eine Zeit lang Fußball, Kickboxen und Fitness gemacht. Da war ich ein bisschen psychopathisch unterwegs. Und da habe ich auch mit einem 3er-Split trainiert, weil sonst zu viel ist auch nicht gut. Weil ich habe da jeden Tag Sport gemacht und ich hatte, glaube ich, keinen Tag frei. Und dann war ich auch nach einer Zeit irgendwann mal komplett am Arsch.
Deswegen, ich würde einfach nicht übertreiben. Mach so, wie es dir passt. Dreisplit eigentlich nebenher noch Kampfsport ist optimal. Und sage mal so, wenn, wie gesagt, genießt auch das Leben noch außerhalb vom Sport. Das ist mir auch so eine Zeit lang aufgefallen. Genießt die Zeit mit eurer Familie, Freunden. Genau. Hinterher vernachlässigt sowas nicht. Sané war gestern eine Katastrophe, gerade kurz vor Schluss. Ja, ich verstehe auch seinen Marktwert aktuell nicht. Ich meine, irgendwie, wo er noch in England gespielt hat, kam er mir ein bisschen besser rüber als aktuell, wo oder seit er jetzt bei Bayern spielt. Easy, Alter, übertreib's nicht, ohne Scheiß. Vielen Dank für die Donation, aber übertreib's nicht. Earth 77, warum hast du mit dem Fechten aufgehört, Martin? Ja, es war so, dass ich ja Fechten als Leistungssport gemacht habe, im Olympiastützpunkt auch. Und irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo es so ist, dass du dir überlegen musst, andere gehen irgendwie feiern oder machen was mit Freunden in Ferien und du bist im Kader und bist auf Lehrgängen. Und da ist es so gewesen, dass entweder du bist jeden Tag im Training oder du lässt es bleiben. Und dann hatten wir ein Gespräch, ich war auch beim Bundestrainer damals. Und dann haben wir, dann habe ich mich dazu entschieden, das sein zu lassen. Und Fechten ist auch kein Sport, wo man irgendwie Geld verdient. Also die erfolgreichen Fechter sind alle Sportsoldaten. Und ich habe mich dann, habe das dann so verlagert und habe dann in meinem Heimatverein noch ein bisschen hobbymäßig gefochten, aber keine großen Turniere mehr. Und habe dann auch Jugendliche trainiert und da ein bisschen in die Richtung ausgeholfen. Das war so der Grund. Irgendwann muss man sich halt entscheiden und ich habe mich da nicht gesehen. Ich war jetzt auch nicht so gut, dass ich jetzt, da muss ich mir auch selber eingestehen, dass ich jetzt da mich in, bei Olympia oder so gesehen habe. Deswegen habe ich dann damals aufgehört. Legende HE 449, danke für die Donation. Aber bevor ihr mir heute donatet, die Mods können es vielleicht nochmal in den Chat hauen. Wir wollen heute Spenden sammeln für einen guten Zweck. Und zwar läuft das Ganze über Better Place für den Verein Gefangene helfen Jugendlichen e.V. Die wollen in der JVA Bremer Förde ein bisschen Präventionsprojekt aufbauen. Finde ich eine coole Sache. Und bevor ihr heute mir donatet, bitte da rein. Würde mich mega freuen. Natürlich trotzdem danke für deine Spende. Ja, Patrick, grüßt euch Jungs. Moin. Moin Patrick, wer ist noch dazu gekommen? Wer ist noch dazu gekommen? Heute sind es gar nicht so viele, weil ich wieder dummerweise gleichzeitig stream und Philipp hat eine Premiere. Aber es ist halt, deswegen habe ich schon, wir haben es eigentlich auf 19 Uhr geplant. Da habe ich gesehen, dass der Philipp um 19 Uhr eine Premiere hat, dann haben wir es vorgeschoben, heute auf 18 Uhr. Deswegen war es auch so ein bisschen stressig beim Dennis, weil ich das dem auch dann relativ spät erst gesagt habe. Aber so ist es halt manchmal. Und ich habe immer noch Hunger, ey. Ich habe jetzt gerade meine Freundin hier diese Gutscheine geschickt. Vielleicht hat die ja, kriegt die ja, also meine Taktik ist jetzt, ich schicke das der, die guckt sich's an, die kriegt mega Bock drauf und fährt. Glaubst du, das funktioniert? Sag, der Kleine will Chicken Nuggets. Oder irgendwie so, dass du musst es so lenken, dass es nicht von dir kommt, sondern dass der Kleine was will. Ja, der will ins Bett jetzt, glaube ich. Ja, scheiße. Also ja. Der ist jetzt gleich, der muss jetzt gleich ins Bett. Ja. Babylicious hat gefragt oder hat gesagt, war gerade vorhin kurz bei euch, hab Shisha-Kohle geholt. Hoffe, ist okay, Martin. Was ist denn da gewesen? Was? Wo? Auf welche? Twitch. Ja, das ist eine Freundin von uns, die hat mir vorhin geschrieben, ich habe nicht geantwortet, sorry. Die hat Shisha, ganz lustig, sie war zuletzt bei uns und wir wollten meine Shisha anmachen und ich habe meinen Kohleanzünder nicht gefunden und dann habe ich die Dinge auf dem Zerankochfeld angemacht. Ja, aber das geht. Ja, das geht. Aber es hat, da, ich hatte die nicht lang genug drauf und hat es irgendwie einfach nicht, geklappt, ey. Richtige Kacke. Ey, aber eigentlich müsste deine Freundin noch zum Maggie fahren, weil Weezy, der Ehrenmann, hat extra die Maggis-Kosten gegönnt. Stimmt, ey, da würde ich mich auch schlecht fühlen, wenn das jetzt nicht klappt. Ja, das stimmt. Der hat ja McDonald's spendiert quasi. Ja, ich werde die überreden. Ich brauche manchmal ein bisschen, aber irgendwann heute Abend um 10, 11 kriege ich McDonald's. Boah, Daniel, wenn ich jetzt Martin was vom Maggis bringe, dann ist Dennis 2 Stunden unterwegs. Na, warte mal. Doch, ja, doch, 2 Stunden. Stunde zurück. Noch ein bisschen chillen, ein bisschen einkaufen. McDonald's. Ja, Preis-Leistung wäre da ein bisschen, ja, da lohnt sich der Taxifahrer mehr, den er bezahlt hat. Ja, nee, wenn du nichts nimmst, dann lohnt sich, oder kannst ja auch mal, hast Bock noch vorbeizukommen, so für 10 Minuten. Und wenn du gerade da bist, kannst du bei Maggis vorbeifahren.
Wir sehen uns fast jeden Tag. Das passt. Beim nächsten, wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich dir gerne was mit. Martin, beantwortest du hier Fragen? Ja, klar, ich beantworte auch Fragen. Haut alles haut raus, raus, was ihr wissen wollt. Also, ich beantworte nicht jede Frage natürlich, aber so haut mal die Fragen gerne raus. Mache ich natürlich. Beantworte ich alles auch. Bin ich. Nur mal kurz, ich bin ja heute neu hier. Ich bin ja eigentlich normalerweise nicht in den Streams dabei. Fand ihr das eigentlich okay soweit oder soll ich wieder wegbleiben? Passt es? Sollen wir ab und zu sowas öfters machen, so ein Out-of- oder Out-of-Topic-Stream, wo man einfach so ein bisschen quatscht? Und vor allem Spenden sammelt. Ne? Ich möchte nochmal darauf hinweisen, heute nicht an mich, sondern klickt den Link an, tut was Gutes, spendet da ein bisschen was. Wenn ihr was übrig habt, auf jeden Fall. Würde mich freuen. Was hast du für dein neues Tattoo bezahlt? Ich will, also ich tue ungern über Preise reden, weil ich nicht da den David irgendwie in so eine dumme Situation bringen will. Ich habe ganz normal gezahlt für das Tattoo, wie jeder andere, also keinen irgendwie Bonus oder was weiß ich, sondern ich habe ganz normal bezahlt und ja. Ich möchte jetzt aber keine Preise nennen, weil es ist ja bei jedem individuell. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was man haben will und wie groß der Umfang ist und so weiter. Deswegen möchte ich da keine Preise nennen. Also, ja. Aber ich habe es ganz normal bezahlt und ich das Geld war es auch wert. Absolut, der macht Top-Arbeit. Und wie gesagt, wir sind nächsten Monat wahrscheinlich nochmal da. Dann mache ich hier ein bisschen unten weiter. Und wenn ihr ein geiles Tattoo haben wollt, check den David mal aus. Bunte Tinte Tattoo Dresden heißen die auf Instagram und YouTube haben die auch. Da gibt es sogar, die haben auch gedreht mit uns zusammen und ich hatte ja auch schon den Vlog gestern released, wo wir beim David waren. Mega cooler Typ und macht wie ich, krasser Künstler auf jeden Fall. Wirklich. Ich bin mega zufrieden. Danke für das positive Feedback, hätte ich nicht gedacht. Ich bin normalerweise echt privat ein sehr zurückhaltender Mensch und bin nicht hier so wie die ein oder andere Instagram-Dame, wo sich leicht bekleidet, zeigt jeden Tag. Deswegen freut mich, dass ihr das positiv fandet. Ja, der Dennis war auch heute schon echt aufgeregt vor dem Stream, aber ich finde, du machst es echt gut für den ersten Stream. Ja, das Ding ist auch, guck mal, ich habe halt nur deinen Leidensweg so als Freund mitgekriegt. Das ist das Einzige, was ich zu diesem Thema immer sagen kann. Oder halt generell, ich supporte dich in allen Lebenslagen. Aber ich habe jetzt nicht wie die anderen, mit denen, wo Martin streamt oder Videos macht, irgendeine große Geschichte zu erzählen. Ich bin eher der Supporter an Martins Seite, wo ihm in jeder Lebenslage so ein bisschen hilft und unterstützt. In der aktiven, schweren Zeit. Ja, ist so. Ehrlich, Erdmann, auf jeden Fall. Würde es feiern, wenn ihr das nächste Mal zusammen in einem Raum hockt. Ja, das kriegen wir auch hin. Also das kriegen wir auch hin. Das können wir eigentlich mal machen. Ja, gut. Geht es bei dir da oben? Ja, das geht. Oder wir machen es bei dir. Also das bei mir geht's kriegen wir auf jeden Fall hin. Du sollst noch leicht bekleidet hier sein. Magic Event, danke für das Zitat und vielen Dank für die lieben Worte. Dankeschön. Kann man im Stream auch mal mitreden? Ja, ich weiß nicht, ob du vorhin schon da warst. Ich plane ja tatsächlich auch so ein bisschen Interviewformat mit Leuten, die ein bisschen was aus dem echten Leben erzählen können. Und mir ist da vor allem Prävention wichtig. Also auch Leute, die irgendwie Erfahrungen gemacht haben mit Drogen, im Knast und so weiter. Und wenn du denkst, du hast eine interessante Geschichte, dann schreib mir einfach auf Instagram. Und dann können wir auch gerne mal telefonieren. Wir gucken uns das an. Und ist auf jeden Fall eine Sache, die ich machen will in Zukunft. Auf jeden Fall, schreib mir. Hör auf 77, Dennis, schreib mal leicht bekleidet durch dein Zimmer. Sag mal so, in meinem aktuellen Body-Zustand werde ich mich jetzt nicht ausziehen. Je nachdem, in ein paar Monaten vielleicht. Aber schreien, Schatz! Oha, du bist ja fast so gut wie Philipp, Alter. Ja, die braucht es. Was, warum schreist du jetzt so nach der? Der Chat wollte das dann. Ach so, echt? Oh, du bist ja. Der jetzt pass mal auf. Der Dennis, der schreit. Wir holen die Franzi auch nochmal her. Aber dann. Dann kannst du vergessen, die sind ihren Frauencalls. Egal, wir rufen die nochmal. Ich bleib so lange. Wir rufen die nochmal. Aber dann will ich jetzt hier ein bisschen Spenden sehen. Ne? Mods, haut nochmal den Link rein. Ich hau den selber rein. Jetzt, da müssen wir doch noch ein bisschen was hinbekommen, oder? Für einen guten Zweck, Jungs und Mädels.
Und dann wird der Dennis alles tun, um die Franzi mal hierher zu holen. Warte, Martin, in Twitch war noch sehr, wie soll ich sagen, ein Magic Event 5 hat geschrieben: Hallo zusammen, denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unglücks, er wird mich verbergen im Schutz seines Zeltes, auf einen Felsen wird er mich erhöhen, Psalm 27,5. Damit wünsche ich euch, egal was kommt und egal wie schlimm es wird, dass ihr immer einen Zufluchtsort habt. Wünsche euch einen gesegneten Abend. Danke dir, Magic. Dankeschön. Das gilt vor allem an dich, Martin. Wie schwer seid ihr? Also der Dennis, der wiegt so 80 Kilo und ich so 90. Ne, Dennis? Kein Kommentar. Gib mir 2 Monate, dann bin ich wieder in meiner alten Frage. Kein Kommentar. Okay. So, Jungs und Mädels, wir werden die Franzi rufen, aber ich will hier nochmal Spenden sehen. Und dann brüllt der Dennis wie der Philipp nach Marissa. Vorher gibt es hier nicht. Wir haben 8 Spender. Wir haben jetzt gesammelt 58 Euro immerhin. Aber ich denke, da geht da noch ein bisschen was. Ne? Ist ein cooles Projekt. Lest es euch nochmal durch. Würde mich mega freuen. Martin, wie ist deine Meinung zum MK Ultra Menschen-Sklaven-Zuchtprojekt der CIA? Sorry, weiß ich nicht, was das sein soll. Weiß ich nicht. Wie groß seid ihr? Ich bin 1,87. 1,81. Also, wie, so lang bin ich. Ich bin eher klein und kompakt. Klein und kompakt. Ja gut, 1,81 ist ja auch nicht klein, würde ich jetzt sagen. Dennis, zeig mal ein Bild von deiner besten Form. Das können wir auch mal machen in Zukunft. Aber jetzt da, hast du was auf dem Handy, Dennis? Komm, flex mal ein bisschen. Oha. Flex mal ein bisschen. Ja, nee, warte, das können wir am Samstag bei Insta machen. Jetzt ist es mir ein bisschen unangenehm. Das ist mein erstes Mal heute, Alter. Ihr wollt mich doch nicht gleich... aber das können wir gerne machen. Musti, danke für 5 Euro. Ich sag's nochmal, wer hier spendet, der muss auch bei Better Place spenden. Ich hau den Link rein, aber natürlich trotzdem vielen Dank. Wie sind viele Leute auf euren Marktplatz gestoßen? Habt ihr aktives Marketing gemacht oder kamen die einfach von allein? Also, es ist ein schwieriges Thema. Ich will eigentlich da keine Tutorials geben, weil ich will da keine Leute irgendwie anleiten. Aber natürlich macht man auch da so Marketing. Und es ist auch ganz viel Mundpropaganda wirklich. Spricht sich rum. Im Endeffekt ist es da so, dass es gehen Marktplätze und dann rutschst du nach und dann kommen die User automatisch. Genau, danke auf jeden Fall für deine 5 Euro, Musti, Ehrenmann. Jetzt spendest du noch bei Better Place und dann, wenn du es nicht schon getan hast, und dann bist du einer der Ehrenmänner des Abends auf jeden Fall. Würde mich mega freuen. Auch auf Twitch. Ich hau den Link euch nochmal rein hier. Wie gesagt, heute geht es in dem Stream darum, dass wir ein bisschen was sammeln für einen guten Zweck. Guckt es euch an, spendet ein bisschen was, wenn ihr was übrig habt. Bessert euer Karma auf. Und schlaft heute Abend mit einem guten Gewissen ein. Soll ich jetzt noch einen rauchen? Ich habe eigentlich Hunger und jetzt rauche ich einfach die ganze Zeit. Und jetzt ist es nämlich, eigentlich ist meine Frau schuld, dass ich mir so viel Kippen reinballer jetzt, weil ich einfach Hunger habe. Martin, hast du keine moralischen Bedenken, den Exit-Scam durchzuziehen? Ich hatte das Thema schon in einem anderen Stream. Mittlerweile absolut ehrenlose Aktion. Ich schäme mich auch wirklich dafür, zu dem Zeitpunkt war ich aber anders unterwegs und tatsächlich hatte ich da nicht so moralische Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Ihr könnt übrigens auch gerne, wenn ihr spendet, ne, könnt ihr auch einfach da euch da eine Frage reinhauen. Ne? Ihr könnt eine Nachricht eingeben und eine Frage, ich sehe das dann und dann werde ich das auch noch beantworten. Ne? Auf jeden Fall. Also haut raus, die Donations. Aber nicht an mich, sondern ihr wisst ja. Weezy, die Fragen zwecks Beruf würde ich gerne auslassen, weil, wie gesagt, ich will nicht zu viel Privates bekannt geben, wenn das sollte respektiert werden, bitte. Aber ansonsten gerne, könnt ihr alles raushauen. Alter, wir haben einen absoluten Ehrenmann, hier hat jemand 100 Euro gespendet, anonym leider den Namen nicht angegeben, aber ey, echt? Kuss geht raus an dich, wer auch immer das war, 100 Euro, Ehrenmann, krass, freut mich, wirklich, mega, mega, Ehrenmann. Schade, dass du den Namen nicht angegeben hast und auch keine Frage gestellt, aber einfach mal 100 Euro da rein donated, krass. Mega.
In Twitch, Martin Mambo schreibt, wenn ihr zusammen in einem Raum streamt, lasse ich euch vorher zwei Borat-Anzüge zukommen. Dann schallert es Spenden. Alter, das wird, glaube ich, aussehen. Musti, du warst es. 100 Euro und jetzt nochmal 5 Euro hier. Liebe geht raus, Musti. Wirklich Ehrenmann. Danke. Vielen Dank. Musti. Weezy, ich beantworte alles. Wie gesagt, das Berufliche würde ich gern rauslassen. Aber ansonsten gerne alles fragen. €100 hat der Musti einfach rein donated. Junge, Junge, Musti, das freut mich sehr, wirklich. Kennt ihr den Film Silkwood, Gebieter des Darkness, oder möchtet ihr den Film nicht ansehen? Ich kenne den Film, ich habe aber noch nicht geguckt. Ich werde ihn mir aber mal, auf jeden Fall mal reinziehen. Aber ich hab ihn noch nicht geguckt. Hast du den geguckt, Dennis? Nee, leider nicht. Wo Schlaunsni fragt, was machst du eigentlich überhaupt, Dennis? Ich bin ein sehr guter Freund von Martin und begleite ihn gerade auf seinem schweren Weg. Sonst, ich bin kein Promi oder so, wenn du denkst, ich bin irgendwie ein Promi oder sowas. Für mich ist das schon ein Promi. Nein, ich bin nur ein ganz normaler Mensch, wo meinem Freund hilft. Frau Strecker, moin, schön, dass du dabei bist. Bist du Streamer, oder? Nee, der Dennis ist kein Streamer. Dennis ist sein erster Stream heute, tatsächlich. Ne, vorher hast du noch nie irgendwie gestreamt, oder? Ne, ich bin echt ein sehr zurückhaltender Mensch. Wie gesagt, ich mag halt dieses YouTube, weil ich das privat sehr... Ich habe sogar einen YouTube-Premium-Account, weil ich so viel YouTube gucke und Stream gucke. Sagen wir mal so, das ist mein... Bevor ich Fernseher schaue, gucke ich lieber irgendwas auf YouTube. Man sieht den Chat übrigens nicht mit dem Background, du hast recht, ne? Jetzt pass mal auf, Restream-Chat. Jetzt gucke ich, dass ich das hier irgendwie anpasse. Und zwar, wie machen wir das am besten... Jetzt muss ich hier das mal aufmachen. So. Boah, ich komme mit dem Chat gerade nicht durch, weil das so schnell durchläuft. Warte kurz. Ich probiere jetzt mal hier den Chat ein bisschen anzupassen im Stream, dass wir da ein bisschen. Wie machen wir das? Also, Weezy hat geschrieben, was war deine erste Reaktion, als du das Ganze erfahren hast? Das habe ich vorhin schon mal beantwortet, aber nur ganz kurz, kurz und knapp. Für mich war das eine sehr irreale Situation. Sagen wir mal so, das ist wie so ein falscher Traum. Ist bestimmt jedem schon mal irgendwie passiert. Nur zum Vergleich, das ist wie wenn man halt die schlimmste Nachricht bekommt. Sei es wie zum Beispiel, keine Ahnung, Job verloren, jemand ist verstorben oder sowas. Und ich glaube, dazu gehört auch... dass jemand verhaftet wird von einem Tag auf den anderen. Und ja, war eher so eine unreale Situation, aber ich genieße aktuell jeden Tag mit Martin, wo er noch nicht in Haft ist. Oder auf jeden Fall, wo er auch nach der U-Haft draußen war. Einfach jeden Tag genießen, als wäre es der letzte. Ich habe den Chat gefickt jetzt, siehst du das? Jetzt sind wir wieder da. Ich lasse jetzt da die Finger da weg, sonst sehen wir gar nichts mehr. Das ist ein OBS, ey, irgendwie. Ich müsste jetzt CSS bearbeiten, aber so on the fly scheint das jetzt nicht so gut zu laufen. Aber ihr habt ja den Chat auch immer neben dem Video auf jeden Fall. Steht das Urteil schon fest? Nee, Urteil steht noch nicht fest. Wahrscheinlich im Juli bekomme ich ein Urteil. So sieht's aus. So, der Anonym hat's vorgemacht. Was heißt Anonym? Das war ja der gute Musti. Der hat einfach mal 100 Euro rein donated für einen guten Zweck. Mega, mega Geschichte. Ich hau den Link euch nochmal rein, wenn ihr Bock habt, was Gutes zu tun, scheppert da rein. Und ich würde jetzt tatsächlich, ich muss übel Pipi. Hey, das sind noch Fragen offen. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, Dennis. Wir machen eine kurze Pause. Ich mache jetzt euch mal den Be Right Back Screen kurz rein. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da auf jeden Fall. Und ja, wir machen den Fragen dann gleich weiter. Wir machen gleich weiter. Und ich hoffe, dass ich dann hier, wenn ich hier mal die Spendenliste aktualisiere, dass ich da noch ein bisschen was sehe. Ihr könnt auch ein paar Fragen reinhauen. Wie gesagt, auch wenn ihr spendet, hinterlasst eine Nachricht, schreibt euren Namen rein und dann gucken wir uns das an und beantworten das auch. Und ich schaue jetzt den Bieber Back Scream rein, mache mir noch kurz einen Kaffee, überrede meine Freundin, dass sie was von McDonald's holt und gehe kurz pipi und dann sehen wir uns gleich wieder. Dennis, du wirst ja auch kurz irgendwie pissen gehen oder sowas. Ich gehe kurz zu Franzi. Genau. Ich ärgere
Mods, Franzi. Genau, dann sind wir gleich wieder da auf jeden Fall. Mods, auf den Chat aufpassen so lange bitte. Ist noch irgendwie, sind noch Mods da? Ja, ich hoffe. Und dann sind wir gleich wieder am Start. Bis gleich. So, Freunde, wir sind zurück. Ich habe mir nochmal ein Kaltgetränk, das habe ich vorhin in den Tiefkühler getan. Kennt ihr das? Kennst du das, Dennis? Lipton Sparkling Ice Tea Zero.
so geil. Ja, bei uns auch nicht so. Also ich finde es ab und zu mal und dann schlage ich direkt zu. So, sind wir, ist Chat noch am Start? Sind noch ein paar Leute da? Ja, ein bisschen was ist noch am Start auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich aktualisiere jetzt erstmal die Spendenliste. Hat keiner mehr gespendet. Das gibt's doch gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, Kamera richten, das kann ich mir vorstellen. Da würde noch was gehen, Jungs und Mädels, hä? Hoffe ich doch. Ach so, scheiße, Dennis, ich hab dich gar nicht drauf. Ich bin im falschen Ding. Jetzt hört ihr den Dennis gar nicht. Der labert schon die ganze Zeit. So, Moment. Da bist du wieder, Dennis. Ey, ich labe mit mir selber gerade. Jetzt sind wir wieder am Start hier. So, und ich hau jetzt nochmal den Link für alle raus. Hier, wer Lust hat, spendet ein bisschen was. Seid Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Und gönnt euch für einen guten Zweck. Boah, das ist so kalt, ey. Ich habe das im Tiefkühler gehabt. Das brennt richtig in der Hand. Geil. Ich bin nicht da. Du bist da, Dennis, oder? Hört ihr den Dennis? Auf YouTube ist immer ein bisschen delayed, wenn du jetzt gerade auf YouTube guckst. Auch ein McDonald's, wo soll das nur hinführen? Ja, Mann, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich brauche gerade so ein bisschen Nervennahrung. Also Nervennahrung in Form von Kippen und Nervennahrung in Form von Nahrung. Und ich habe jetzt das Thema nochmal angesprochen bei meiner Freundin und ich bin diese Taktik gefahren. Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er happy will. Und er hat gesagt, ja, aber es ist noch nicht ganz sicher, ob sie geht. So, Bock hat sie auf jeden Fall nicht. Kann ich auch verstehen, die war heute auch arbeiten. Boah, es ist kalt. Alter. Boah, direkt Hirnfrost. Aber vielleicht komme ich noch zum... Ich würde ja echt selber fahren, aber ich habe halt keinen Führerschein gerade. Das ist so ein bisschen hinderlich auf jeden Fall. So, kann ich mit den Fragen anfangen? Mhm. Also, ich fange erstmal kurz mit Twitch an. Hier gab es ja noch was. Dennis, wir können dich ja zum Promi machen. Nächstes Jahr Dschungelcamp. Das wäre schon witzig. Ich würde dem einen oder anderen Promi würde ich erstmal eine Schelle dort geben, weil ich finde es aktuell ein bisschen assi, wie manche sich da ihre, wie soll ich sagen, einmal beim Bachelor oder einmal bei irgendeinem Love Island-Scheiß mitgemacht und schon nennt man sich Promi. Deswegen, meiner Meinung nach, verläuft das alles ein bisschen in eine falsche Aber Richtung. Dennis Aber Dennis beim Dschungelcamp wäre Maschine, ey. Das wäre schon witzig. Ich würde da drin aufräumen, ohne Witz. Also ich könnte nicht im Dschungelcamp schon allein wegen diesen Fress-Challenges da. Ich würde wahrscheinlich da alles vollkotzen einfach. Ja, ich würde Augen zu und durch. Scheiß drauf. Haha, den Kleinen vorschieben, das kenne ich. Ja, ich habe ihn halt nur gefragt, ob er auch was will und Lust auf McDonald's. Und er hat gesagt, ja, was soll ich sagen? War ja nur eine Frage. Also, und er hat halt ja gesagt. Oh. Warte, auf YouTube ging es noch weiter. Was hast du für Tattoos, Dennis? Ja, das können wir ja mal am Samstag bei dem Insta-Stream können wir es ja mal durchgehen. Ah, da ist die Kamera, so. Martin, da war noch was für dich. Gibt es ehemalige Kunden, die jetzt von dir persönlich Geld wollen, nachdem sie beim Exit-Scam Geld verloren haben? Also ist natürlich so, dass ich nicht nur Freunde habe, mir haben auch welche geschrieben. Ich kann auch verstehen, wenn Leute angepisst sind, so auf mich. Und natürlich gibt es sowas auch. Ne? Ist so. Was haben wir noch? Der Visi fragt. Den Visi muss ich die Fragen beantworten. Der hat nämlich heute auch rein donated. Und zwar auch bei Better Place. Und deswegen, was fragt denn der Visi? Wurdest du durch die Crime-Geschichte oder durch die Zeitung schon auf der Straße erkannt? Ja, aber wirklich selten. Es passiert mir nicht oft. Also ich werde nicht so mega oft angesprochen. Aber ist mir schon ein, zwei Mal passiert. Ich glaube, viele Leute, die einen vielleicht. Also ich hatte schon ein paar Mal so das Gefühl, dass die Leute so gucken und sich überlegen, wo habe ich den Typen gesehen. Aber mich dann nicht angesprochen haben. Aber dass mich welche ansprechen, ist mir ein, zwei Mal bis jetzt passiert. Hast du wirklich niemand gesagt, dass du, was du machst, Martin? Ich könnte das nicht, Raphael fragt. Nee, ich habe das wirklich, ich habe das wirklich niemandem gesagt. Das hat keiner gewusst, außer ich. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt jemand, wo ihm nahe steht, deswegen von meiner Seite auch
ich wusste auch von nichts, geht wahrscheinlich jedem so. Und wie gesagt, die Ausrede, was Martin immer so hatte, die hat auch bei mir gezogen. Ich dachte auch, das kommt durchs Online-Marketing und auch so. Martin ist ja ein schlauer Kerl, deswegen habe ich da nie, ich habe mir auch nie irgendwie groß Gedanken gemacht, woher das Geld oder woher das Auto oder so. Weil ich habe Martin vertraut in dem, was er gesagt hat. Ja, genau. Ich habe halt ehrlich mein komplettes Umfeld so mit dieser Lüge angelogen, mit diesem Konstrukt. Und es hat wirklich niemand gewusst, ne? Bis zum Tag, als dann SG9 bei mir am Start war. Der Earth auf Twitch schreibt, Martin, du bist so ein Assi, jetzt benutzt du den Kleinen für deinen Burger. Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, dass ich ihn benutze. Ich habe halt mir Sorgen gemacht, dass mein Kleiner noch Hunger hat und hat mir einfach gefragt, ob er auch Bock hat, irgendwie vielleicht so auf so ein Happy Meal, ne? Also, dass ich ihn jetzt benutze, für sowas würde ich jetzt nicht sagen. Hast du eigentlich vor, dich nochmal mit Philipp zu treffen? Ja, auf jeden Fall. Also, eigentlich hatten wir es im Juni vor, wir haben es aber leider nicht hingekriegt, weil es einfach gerade nicht so einfach ist mit der Planung. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich den Philipp noch besuche. Der hat mich auch eingeladen und da freue ich mich auch schon drauf. Auch die Marisa wieder zu sehen, richtige Ehrenfrau, ganz nette Frau. Und den Philipp werden wir auf jeden Fall nochmal besuchen gehen. Martin Weezy, noch eine Frage von Weezy, Ehrenmann Weezy. Wurdest du durch die Yankee Crime Geschichte oder durch die Zeitung etc. schon auf der Straße erkannt? Das habe ich doch gerade beantwortet, Bruder. Achso, sorry, ich war gerade voll im Chat. Ich war was guckst du nebenher? Hey, das ist mein erstes Sachen. Mal. Nimm's mit. So, Jungs, wenn ihr jetzt nochmal den Dennis richtig aus voller Seele Franzi schreien hören wollt, dann möchte ich hier aber noch ein bisschen was sehen. Müssen wir noch ein paar Spenden zusammenkommen. Kriegen wir doch hin, oder? Ich hau euch jetzt einfach nochmal zum 265. Mal diesen Link hier rein. Wie gesagt, seid Ehrenmänner, seid Ehrenfrauen, spendet ein bisschen was für einen guten Zweck, lest es euch durch. Ihr könnt euren Namen da lassen, ihr könnt ein bisschen eine Nachricht da lassen, eine Frage stellen. Und wenn da noch ein bisschen was zusammenkommt, würde es mich mega freuen. Wir streamen ja auch schon tatsächlich 2 Stunden, Dennis, heute. Also wir sind ja richtig am Start. Und ich krieg nicht mal was zu essen jetzt und ich habe so Hunger. Boah, ich muss jetzt nochmal gucken, wie da so der Stand der Dinge ist. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Warte, Irv hatte geschrieben im Twitch, Dennis guckt neben der Dschungelcamp-Bewerbung, deshalb verpasst ein paar Nachrichten. Ich werde mit euch, wie gesagt, ich hoffe, das passt so, dass ich heute zum ersten Mal da bin. Ich bin echt kein Streamer oder so, aber ich wär gern öfters dabei, rein, um Martin ein bisschen zu supporten. Und vielleicht kriegen wir es dahin, vielleicht können wir ja so eine Community aufbauen, dass ich ins Dschungelcamp gehe. Das wäre schon witzig. Alter, dich im Dschungelcamp. Oder du wirst den ganzen Tag schwitzen einfach. Das ist mir egal. Ich würde die da drin alle kaputt machen, alle fertig machen. Also, was haben wir bis jetzt zusammen an Spenden? Wir haben immerhin 158 Euro, 9 Spender auf jeden Fall. Ehre geht raus an alle, die gespendet haben. Und 158 Euro ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Der Musti hat einfach mal 100 Euro rein donated. Krasser Typ. Freut mich sehr, dass wir da ein bisschen was zusammen bekommen haben und ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Also sonst muss ich hier noch Ewigkeiten online bleiben. Ja, aber echt voll korrekt an die Community für die Spenden. Mega, wirklich. Wählen Sie die Doppel-Null für unseren Dennis. Ich rufe an. Hä, wo steht das? Auf Twitch. Achso. Was benutzt du für deine Haare? Boah, ich hab da jetzt, also das ist jetzt so, wie es jetzt gerade ist, ist direkt vom Friseur und der hat auch so ein Wachs. Das kaufe ich da immer mit. Und also ich habe so 2 verschiedene Sachen. Ich habe so ein Spray, ne, also kein Haarspray, sondern so ein Pumpspray. Das mache ich drauf und dann tue ich tatsächlich mit so einem, das habe ich jetzt aber erst ganz neu entdeckt, mit so einem, das habe ich von meiner Freundin geklaut, so ein Glätt, wie heißt das denn? Ist kein Glätteisen, sondern so eine. Ich glaube, so eine Bürste, wo halt so ein bisschen heiß genau. wird und dann kämmst du. So eine Glättbürste, da kämme ich da so drüber und dann mache ich das, dann mache ich dieses Wachs rein und dann haue ich noch Haarspray drauf und dann ist es wie so Beton und dann hält es einigermaßen. So mache ich es gerade aktuell. David, hey David, schön, dass du da bist. Der David ist ein cooler Typ, der hat mir geholfen. Der hat mir ein Printdesign erstellt, ein mega cooles. Und vom David, wirklich Ehrenmann, kam auch der Spruch Out of the Dark und das fand ich so gut, das hat einfach so gut gepasst zu meiner Situation, zu dem, was ich noch vorhab,
Und der David hat mich da mega unterstützt. Deswegen Grüße gehen raus an David. Richtig cooler Typ. So, ich aktualisiere hier nochmal. Also diese Spendenseite, ist da noch was dazugekommen? Immer noch nicht. Oh, das wird ein langer Abend. Das wird ein langer Abend auf jeden Fall. Ganz langer Abend wird es. Mambo schreibt, die Alm, was ist denn die Alm? Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht können wir da irgendwie einen Aufruf starten. Nee, Mann, ich gucke auch so ganz wenig TV, die Alm. Ich google aber gerade, das ist auch so eine Reality-Show bei ProSieben. 8 Promis tauschen ihre Designerkleider gegen Arbeitshosen und wohnen auf der Alm in einer Hütte. Sie leben ohne Strom, heiß Wasser und müssen sich komplett selbst versorgen. Okay. So, hä, auf ProSieben läuft das wohl, kenne ich nicht. Ah, ich habe mitgekriegt, da habe ich nur eine Info dazu, dass dieser Hollywood-Matze, der wo mit Steve Martin rumhängt, dass der da, glaube ich, dran teilgenommen hat. Das echt, der Hollywood-Matze? Ich glaube, ja. Ehrlich, da bin ich mir fast... Also, aber das würde zu dem passen. Also Hollywood-Matze feiere ich absolut. So ein, der, ich finde, so in dieser Fitness-YouTube-Szene bringt er so richtig frischen Wind rein, weil es so ein mega realer Typ ist, der da in seiner, mit seinem Hund, ne, und in seiner Wohnung, die aussieht wie Schwein, der macht da nicht irgendwie was Schönes, und, sondern der liebt den Sport und diesen Typen. Also wenn ihr mal einen coolen Fitness-YouTuber sehen wollt, guckt euch den Hollywood-Matze an. Ich feiere den Typen echt. Den feiere ich hart. In der heutigen Jugendsprache, so wie wir jetzt gelernt haben, der ist anders wild. Anders wild. Hey, ich komme da nicht mehr durch mit diesen ganzen Wörtern. Hollywood-Matze, ja, der Typ ist einfach nur, den feiere ich wirklich hart. Was ist mein Spendenziel? Boah, Spendenziel kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn es nach mir geht, dann, und ich das jetzt sage, dann sitze ich wahrscheinlich die ganze Nacht hier. Aber so, wenn noch ein bisschen was zusammenkommt, würde mich schon freuen, wenn wir da noch ein bisschen supporten können. Ne? Die Mods können es auch in den Chat hauen, wie gesagt, der Link ist unter dem Video. Und wenn ihr da ein bisschen was Gutes tun wollt und auch was übrig habt, donatet gerne rein für einen guten Zweck. Und wenn ihr Bock habt, ich hätte auch Bock, so das öfter mal zu machen, auch mit dem Dennis vielleicht, dass wir einfach mal so einen Stream machen, wo wir einfach mal als Community uns einen guten Zweck raussuchen. Da könnt ihr auch gerne was vorschlagen und da ein bisschen sammeln. Ne? Auf jeden Fall richtig cool. Martin Atreus schreibt, ist das echt live oder ist das ein Fake-Account? Das ist echt live gerade, Atreus. Oder bin ich der Fake? Ich weiß es nicht, ich verstehe die Frage. Der Dennis ist Fake. Ich bin Fake. Ja. Du bist real, ich bin Fake. Na, alles cool. Matze, seine 15 Kilogramm Käse aus der Metro ist der Hammer. Aber das habe ich auch schon mal gesehen. In seiner Story. Ja, also der Hollywood-Matze wirklich, weil der ist so real und so, der macht hier nicht einen auf Schönling oder was weiß ich, sondern der ist einfach so geil mit seinem Bart. Warte, Martin. Der Atreus schreibt, alter, krass, einfach Martin Frostiger. Was geht ab? Kennst du den? Nein, ich glaube nicht, oder kennen wir uns? Schön, dass du zum Stream gefunden hast, auf jeden Fall. Freut mich. Also, jetzt erkläre es dir mal ganz persönlich. Atreus, wir sind heute hier, weil wir einen Spendenstream machen, so einen kleinen Charity-Stream. Und zwar, ne, sammeln wir für Gefangene Helden Jugendliche e.V. Die wollen da ein cooles Projekt aufziehen in der JVA Bremervörde. Ist ein Präventionsprojekt für Jugendliche, wo Gefangene und Jugendliche zusammenkommen und die Jugendlichen dann sehen, wie es so im Knast abgeht, was für Stories gibt, wo das hinführt, und das hat einen präventiven Charakter, und dafür sammeln wir heute. Und wenn du Bock hast, wenn du jetzt schon mal hier bist und was übrig hast, was Gutes tun willst, dann gönn da ein bisschen was rein. Kennst du Ron Bilecki? Ja, Ron kenne ich ja auch, also nicht persönlich, aber von den Videos damals. Der hat doch immer mit Ding gemacht von Rocker. Wer? Von Rocker Nutrition, der. Sieht's nur, Bruder, du musst ja die Leute beim Namen nennen. Nein, Spaß, aber die ganzen Fitnessleute kennen wir eigentlich so vom Hören, wir haben mit dem aber keinen Kontakt mit ihm. Ja, aber den fand ich auch ganz lustig auf jeden Fall. Was schreibt Atreus? Respekt, finde ich stark, dass du dit unterstützt. Ich bin leider lausig auf der Tasche Ende des Monats und so. Ja, hey, also natürlich, ihr sollt jetzt hier nicht spenden, was ihr nicht übrig habt, aber wenn jemand was übrig hat und was Gutes tun will, würde mich mega freuen, wenn wir da noch ein bisschen was zusammenbekommen, auf jeden Fall. Und ich bin natürlich auch dankbar für jeden Support und wenn wir einfach eine coole Zeit haben im Stream. Aber wenn ihr was übrig habt, auf jeden Fall.
Dennis, du musst mal abliefern, mach was Verrücktes. Wir schicken Dennis zu Supertalent. Ich bin der Sänger bei uns beiden. Ich bin der Sänger. Ne, Dennis? Wie bitte? Achso, ja, du kannst. Von uns beiden bin ich der Sänger. Meine Freundin hasst es, wenn ich singe. Die hasst es. Ich finde es witzig. Ich singe dann immer im Auto und sie hasst es wirklich, wenn ich singe. Und dann will die mich immer in ein Gespräch verwickeln, dass ich aufhöre zu singen, aber ich ziehe einfach durch. Und dann wird die richtig sauer. Lass mal Dennis halt ein bisschen im TV ist. Ja, Mann. Wie gesagt, Dennis, sein Instagram ist auch hier unten verlinkt unter dem Video auf YouTube. Und ich hau euch den Instagram noch in den Chat rein. Und auch den Instagram, habe ich jetzt da in den Chat reingehauen? Jetzt habe ich wahrscheinlich so ein Redirecting. Ne, passt. Und auch den Instagram von der Franzi, das ist die Freundin von Dennis, die macht meine Fotos, bearbeitet das. Auch richtige Ehrenfrau. Hau ich euch auch mal rein. Könnt ihr denen folgen. Und wenn ihr mal Bock zum Beispiel auf Bilder habt oder so ein bisschen Lightroom-Edit, ich sehe immer nur so geil aus, weil die Franzi mich so cool hineditiert mit dem ganzen, mit dem Lightroom-Zeug. Dann checkt auf jeden Fall mal aus. Und dann haue ich euch nochmal ein 200. Mal den Link hinterher, warum wir heute streamen, weil wir für einen guten Zweck sammeln. Donated rein. Wenn da noch ein bisschen was reinkommt, würde mich wirklich freuen einfach. Ich sag das jetzt irgendwie in Dauerschleife, aber ich werde es durchziehen, bis wir dann noch ein bisschen mehr haben. Pember Müller, hi, schön, dass du dabei bist heute Abend. Freut mich sehr. Schatz, ja? Komm nochmal. Die Community schreit nach dir. Doch, eins ist im Chat. Was ist? Ja, die wollen dich nochmal schnell, die wollen dir Tschüss sagen. Ich stehe immer. Hallo. Franzi, sag mal, dass die spenden sollen. Los geht's, spenden auch. Für guten Zweck. Warte, du musst ein bisschen runter. Warte, ich setze mich kurz hin. Kurz. Genau, das ist die Franzi. Den Link habe ich ja gerade reingeschickt zum Insta. Wenn ihr was braucht Richtung Bilder, Foto-Edit, dann checkt die Franzi mal aus, schreibt ihr. Und da kann die sicher was für euch machen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Aber die Fall antwortet nur, wenn wir jetzt noch ein bisschen was zusammenkriegen da. Sonst gibt es keine Antwort von Franzi. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Da ist der. Wo ist der Aris? Der chillt unten, hä? Der chillt unten, der will seine Ruhe. Richtiger Mann einfach. Die wollen alle, dass ich ins Dschungelcamp gehe oder auf die Alm. Boah, der Dennis im Dschungelcamp. Der Dennis ist so gefühlt der Mensch, der sich am wenigsten traut. Was? Ich würde da voll rasieren da drin. Echt? Würdest du was essen? Ich glaube nicht. Ich bin nur der Typ, der wo so von 10 Metern irgendwo runterspringt. Das gefällt mir nicht so. Musst du auch machen dort. Ja, aber da ist ja vor laufender Kamera, da weiß ich, dass das passt. Irgendwelche Tiere essen, irgendwas Ekliges. Das stimmt nicht. Echt? Könntest du das? Ich könnte es nicht, ey. Boah. Ich auch nicht. Also bei Essen hört es bei mir auch tatsächlich gern. Sonst würde ich auch alles machen, aber bei Essen, Pember Müller, mag dich, Martin, seit Stunde 1 auf YouTube. Dankeschön, freut mich, wenn es dir gefällt, der Content, auf jeden Fall. Freut mich. Zeig mal Trizeps. Trizeps ist so gar nicht der. Martin, kennst du das Video mit Trintigala? Ja, klar, ey. Mein Trizeps ist unterentwickelt. Triente. Triente. Warte, das können wir jetzt doch fast mal reinziehen. Was soll ich sagen, man kann nicht alles haben. Richtig. Warte, wo ist der Typ? Stimmt. Kannst du? Geht es bei dir, dass du so ein Video zeigst? Aber dann kacke ich hier wieder voll rein jetzt, ey. Ja, alles gut. Oh, nächstes Mal machen. Weezy schreibt Franzi nächste Jeremy's Next Topmodel. Ehre an dich, Franzi. Oh, ist so, die Franzi ist eine hübsche. Und die Franzi, die will, dass ihr spendet. Deswegen haut mal rein. Ja, doch. Das ist für einen guten Zweck. Martin Atreus schreibt, werden eventuell Online-Seminare kommen, wie man Webseiten etc. möglichst sichern kann. Boah, das weiß ich noch nicht, ob ich da in die Richtung gehe später mal. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen die präventive Sache machen. Das ist mir wichtig, gerade aktuell. Und später, ich muss auch mal gucken, wie es dann bei mir weitergeht. Ist natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Werde ich vielleicht auch in die Richtung gehen, weil ich auch gucken muss, wie ich Kohle mache. Ne? Ist halt einfach so.
Aber aktuell ist da nichts konkret in Planung. Ich lese auf jeden Fall, dass Franzi hier geliebt wird im Chat. Da gehen direkt die Zuschauer hoch. Ey, krass, Franzi bleibt einfach sitzen. Das ist das Ding wie bei Twitch, Hot Tube. Jetzt müssten wir alle noch in so einer Badewanne hocken, Alter. In Twitch darfst du normalerweise keine nackten Sachen zeigen, Nippel oder sonst irgendwas. Und da gibt es halt so Damen, die tun sich halt in einem Pool im Garten filmen lassen und tun sich dann, haben halt ein Bikini an und das ist dann erlaubt, weil es dann unter Baden Ja, gilt, und dann glaube gibt ich, es hier nämlich. nämlich, weil die machen richtig Kohle, ne? Die sagen dann einfach hier 10 Euro und ich schreibe deinen Namen auf meinen Arm. Also Ja, ich kann auch auf meine Stirn jetzt, spendet mal 10 Euro, dann schreibe ich da euren Namen auf, an wenn das so ein Spaß alle, die da rein donaten, bei diesen Hot Tubs, 10 Euro, dass so eine Tussi den Namen hier reinschreibt. Wenn ihr jetzt nicht rein donatet für einen guten Zweck, dann werden wir aber aussortieren, wenn ich das rauskriege. Das sage ich euch gleich. Guck mal, Fanboy Müller schreibt Franzi, Martin und Dennis. Ihr seid alle drei der Hammer. Vielen Dank, Fanboy Müller. Fanboy Atreus, wie sieht es mit einem Beast Kitchen Besuch aus bei Charo? Ja, ich hatte Kontakt zu Charo vor 1,5 Wochen oder letzte Woche. Und ich werde wahrscheinlich, werden wir mal schauen, ich spoilere das jetzt einfach mal. Ich werde einfach, wahrscheinlich werde ich bei ihm sein. Im Juli oder so wird er sich nochmal melden und dann kann es gut sein, dass ich beim Charo mal vorbeigucke. Hätte ich mega Bock, weil den feiere ich auch hart. Charus Ehrenmann. Kaum folge ich Dennis auf Insta, will mir so ein Porno-Fake-Account folgen. Siehst du mal. Naja, aber da muss ich zugeben, ich weiß nicht warum. Ich habe 100 Fragen in meinem Nachrichtenpostfach von irgendwelchen so scheiß Fake-Accounts, Alter. Hey, und für die Leute, wo bei mir auf Insta jetzt draufgegangen sind, denkt ja nicht, dass ich irgend so ein Instagrammer bin, wo sein ganzes Leben lang instariert. Ich hau jetzt vielleicht demnächst ein paar Bilder mit Martin und so raus, dass ihr ein bisschen miterleben könnt, wie es bei uns so privat abläuft. Aber ich bin eigentlich ein sehr zurückhaltender Lichtbringer Mensch. sagt, oder macht Fitnesskanal. Ja, wenn ihr Fitness-Content sehen wollt mit Dennis und Franzi, dann haut eine 1 in den Chat. Vielleicht kriegen wir dir überredet, dass der Dennis da auch einen kleinen Kanal macht und ein bisschen Fitness-Content liefert. Ich hätte Bock drauf. Und Dennis kennt sich gut aus und die Franzi auch. Fitnessökonomin, also kein so Spinner, der euch irgendwas erzählen will von 5 beste Bizepsübungen, sondern da steckt was dahinter. Also haut eine 1 in den Chat. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann spendet auch gleich im selben Atemzug mal hier. Schön hart rein donaten. Für jede Donation malt sich der Dennis einen Namen auf den Arm. Earth 77, ich muss auf Insta hochfahren. Ja, ich fange jetzt langsam an. Wie gesagt, ich muss mich ja erstmal mit dieser Öffentlichkeit und so ein bisschen zurechtfinden. Ich habe da ja noch nie Erfahrung gesammelt, das ist ja heute auch mein erstes Mal. Aber wenn ihr sowas feiert, können wir das gerne machen. Boah, ich glaube, diese McDonald's-Geschichte sieht richtig scheiße aus gerade bei mir. Ja, ich habe Bock auf McDonald's. Martin kriegt keinen Ich McRib. krieg keinen McRib und langsam werde ich hangry. Der fällt ins katabole Loch. Ja. Der fällt ins katabole Loch, ja, Mann. Und kommt Ich nie bin mehr hangry. hoch, oder Franzi, was? du bist weg, die Zuschauer droppen. Kannst du mal wieder kommen? OnlyFans. Und bring Edding mit. Und ein OnlyFans. Pool. Franzi, für eure Stirn. Ey, Weezy, ich bin 28. Weezy, Baby. Hey, Mambo hat 5 Euro gespendet. Mambo, Ehrenmann oder Ehrenfrau, Ehrenmann. Danke für die Spende, für den guten Zweck. Freut mich. Mega. Erstmal eine Spinne oder so. Einstiegsdschungelprüfung. Guck mal, der Hund ist gerade hochgekommen und schon liegt ein Knochen bei mir auf dem Platz. 1-1-1, also die wollen Fitness-Content, zumindest ein paar. Ja, das kriegen wir schon hin. Vor allem, wir haben ja einen Vlog, der kommt Anfang nächster Woche, glaube ich, raus, wenn ich mich nicht irre, Martin. Da ist Franzi auch zu sehen. Da waren wir mal wieder eine Runde im Gym und waren danach was essen. Stimmt, ja, der kommt auch demnächst, der Vlog. Ja, so ist es. Ja, Dennis, wo ist der Edding? Wir müssen jetzt hier Namen malen, jetzt, wenn hier jetzt noch gespendet wird. Wir können Franzi anmalen. Aber mit so einem wasserfesten. Atreus, Dennis kommt mir von irgendwoher bekannt vor. Aber komm bitte nicht mit diesem Finch asozial, weil wo wir in Dresden bei Bunte Tinte Tattoo waren, da haben die mich alle mit Finch asozial angesprochen, weil die gesagt haben, ich sehe aus wie Finch asozial.
Hey, ich war noch nie irgendwo in der Öffentlichkeit, deswegen normalerweise sollte mich eigentlich keiner kennen. MH, bin gerade zurück, bekommst du dein Maggis. Sieht schlecht aus, Mann. Ich habe alles probiert. Ich habe sogar meinen Sohn gefragt, ob er was will von McDonald's und bin die Schiene gefahren, aber sieht schlecht aus. Ich bin auch echt gerade hangry, ey. Und ich bin auch hangry, weil noch nicht so viele Spenden zusammengekommen sind. Ich habe gedacht, da geht mehr mit der Community. Da muss aber ein bisschen was drin sein. Mambo hat gerade vor 2 Minuten gespendet. Ehrenmann auf jeden Fall, 5 Euro. Wir haben 163 Euro zusammen für einen guten Zweck. Donated rein. Finchy Boy, schreibt Vollstrecker. Das hat der David auch gesagt, Finchy Boy. Ja, genau. Und das hat auch die Louis gesagt, Finchy Boy, Finchy Boy. Jetzt mal, sieht der Dennis aus wie Finch? Ja. Was sagt denn ihr dazu? Ich finde, wenn, dann sieht Finch aus wie Dennis. Nein, der ist der Prominente. Ich bin doch nur der Normale. Der nette Typ von dem Mann. Alter, Dennis, ich hab richtig Bock auf McDonald's. Essen Döner. Dennis ist bekannt, bevor er bekannt ist. Der Erf ist cool. Erf, du gefällst mir. Auf Döner habe ich echt keinen Bock gerade. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat mit dem McRib, aber das hat mich richtig getriggert. Mein Körper schreit nach McRib und zwar nach 2. Genau 2, glaube ich. Plus Pommes natürlich. Und Cola Zero, wegen auf Ernährung achten. Wegen den Kalorien. Also, wäre schon nice jetzt hier so. 2 McRib, aber ich glaube, heute wird es nichts mehr. MH, ich finde, Dennis sieht ein wenig wie der Sänger von Feine Sahne Fishfield. Hä? Was ist denn das? Alter, Feine Sahne Fischfilet. Ah, das ist eine feine Sahne Fischfilet. Warte, ich gucke mir jetzt das mal an, wie die hier aussehen. Ja, oha, nein, Mann. Nee. Das sehe ich das? Ich muss das googeln. Du siehst nicht so aus, ey, wirklich. Also, oh, wir haben hier gerade im Kanal eine Spende bekommen. Dankeschön auf jeden Fall. Wer war denn das? War das der? Muss ich hier mal gucken kurz. Schaue ich mir mal hier kurz an, wer hat denn hier jetzt rein donated, anstatt in den Mambo, 10 Euro, Dankeschön für die Donation, vielen Dank. Jetzt, der Mambo hat auch schon bei Better Place für einen guten Zweck gespendet, dann geht die Sache klar, aber bevor ihr mir spendet, haut auf Better Place was raus, spendet da für einen guten Zweck. Ich hau's noch mal in den Chat, aber Mambo, auf jeden Fall, vielen Dank dir. Liebe geht raus. Wisi, wegen Ernährung achten. Dankeschön, Wisi. Ey, ehrlich, übertreib's nicht, Mann, mit den Spenden. Übertreib's nicht. Ich bin dir echt dankbar, aber übertreib's nicht. Oh, Philipp. Ja, der Philipp. Moin, schön, dass du dabei bist. Fuffi ging raus, Ehrenmann, der Philipp. So sieht's aus. So sieht's aus. Mach's dem Philipp nach. Spendet da ordentlich. Ballert rein. Ist für einen guten Zweck. Ich denke, das kann man auf jeden Fall unterstützen. Bevor ihr bei mir jetzt heute rein donatet da rein. Cool, dass du dabei bist, Philipp. Ich habe gesehen, du hast auch eine Premiere um 19 Uhr. Der Philipp ist irgendwie den ganzen Tag am Hustlen nur. Und Sport hat er heute auch wieder gemacht und ich nicht. Richtig schlechtes Gewissen. Schade, dass einige deiner Videos kostenpflichtig sind. Es ist nur, also ich... Es gibt ja die Möglichkeit, ein Kanalmitglied zu werden, okay? Da gibt es ein paar Vorteile, die ihr habt, aber der Hauptcontent ist natürlich weiterhin kostenfrei. Und im Mitgliederbereich gibt es da so Sachen, zum Beispiel ist ein Bild drin aus dem Tag, wo ich entlassen wurde aus der U-Haft. Und die Frühstücksstreams werden da gespeichert, ja? Weil die will ich nicht so auf dem Hauptkanal haben. Die haben kein so besonderes Thema, aber es ist nicht so, dass da irgendwie... so der Hauptcontent im Mitgliederbereich ist. Der Mitgliederbereich ist, die Kanalmitgliedschaft ist für Leute, die Bock haben, mich zu supporten, die ein bisschen was zurückgeben wollen, weil natürlich der Content ist auch Arbeit irgendwo. Und genau, es ist aber nicht so, dass da jetzt der Hauptcontent ist weiterhin kostenlos verfügbar auf meinem Kanal. Arbeite auch gerade, aber ihr ja auch, du Tier. Ja, Mann, heute sind wir echt lang am Stream schon. Ich weiß gar nicht, wie lang streamen wir jetzt schon? Seit 2 Stunden schon. Zweieinhalb Stunden, ja. Heute läuft's und ich habe einfach nur Hunger. Philipp, ich habe die ganze Zeit meine Frau will ich überreden, dass sie mir einen McRib holt, 2 McRib.
Hast du mir vielleicht einen Tipp? Weil ich weiß noch, du hast letztes Mal Marisa losgeschickt, so ein 30 Liter Fass Bier holen. Und abends habe ich dich in der Story gesehen, wie du Bier getrunken hast. Das hat ja irgendwie geklappt. Und ich kriege hier keine zwei McRib her. Irgendwie. Weiß nicht, was da schiefläuft. Martin Mambo hat geschrieben in Twitch, so muss leider nochmal auf Tour, aber bin beim nächsten Stream gerne wieder dabei. Euch noch einen schönen Abend. Dennis, lass dich in den nächsten Streams gerne wieder blicken und liebe Grüße aus Hessen an Philipp. Mambo, danke. Mambo, du bist auch entlassen, weil du hast gespendet. Du darfst gehen. Ehrenmann, danke für die Spende und schönen Abend dir auf jeden Fall. So, wer donatet noch rein? Philipp hat es vorgemacht, der ist kurz gekommen, hat dir 50 Euro rein donatet. Ehrenmann, mach's dem Philipp nach, spendet für eine gute Sache, würde ich mega freuen, wenn wir da noch ein bisschen was zusammenbekommen, dass wir die Sache helfen, alle zusammen zu ermöglichen, dass da präventiv was gemacht wird, halte ich für ein wichtiges Thema und dann malen wir dem Dennis auch ein paar Namen auf den Kopf. Du musst vorher das Thema Generalfeldmarschall und Obergefreite klären, dann läuft das. Ja, wir streamen hier schon. Ey, ohne Scheiß, ich hab noch nie so lange gestreamt. Ich will. Kommt, Jungs, wenn ihr was übrig habt. Das macht mega Spaß. Ihr könnt heute Abend besser schlafen, ich schwör's euch. Ich schwöre es euch. Ich hau jetzt den Link einfach nochmal zum 500. Mal raus. Das Karma wird dadurch. Ich bin armer Student, ich muss mir mein Essen donaten. Ja, das wollen wir natürlich nicht. ne? Ihr sollt hier nicht. Das, was ihr braucht, solltet ihr natürlich nicht spenden. Aber wer was übrig hat, lieber einen guten Zweck. Heute nicht so an mich, sondern wirklich für den guten Zweck. Tut was Gutes. Ich glaube, das ist echt ein wichtiges Projekt. Und da können wir als Community, glaube ich, auch ein bisschen was machen. Martin, meine Passion ist das Singen, aber ich traue mich nicht öffentlich zu singen. Ja, meine Passion ist auch das Singen und ich kann es gar nicht. Aber ich singe halt einfach trotzdem öffentlich. Was heißt öffentlich? Öffentlich nicht, aber... Für meine Freundin oder Dennis, die liebt, der Dennis liebt, wenn ich singe. Weiß nicht. Im Auto. Wo ist die Franzi eigentlich schon wieder? Die macht mit ihren Feierabend-Mädels-Calls weiter. Du weißt, die hat 2, 3, 4 Freundinnen und da tut die immer abwechselnd FaceTime. Chris, hey, hi. Chris, spenden, mein Freund, und willkommen im Stream. Hi, Chris. Die Franzi holt bestimmt gerade den Edding, oder? Sing mal was. Alter, nee. Das wollt ihr jetzt nicht sehen. Ich will hier heute sammeln und nicht die Leute wegscheuchen vom Stream. Ne? Wenn ich jetzt hier anfange zu singen, Junge, dann ist aber... Ja. Nee, Mann, so weit bin ich noch nicht. Brauche Vocal Coach. Biggie! 20 Euro hat Biggie gespendet. Biggie, Ehrenmann, Dankeschön. Ich glaube, wenn ihr für einen 10er donate, wird Martin doch bestimmt was singen. Alter, nein, ich sing nicht. Wisi, nochmal 2 Schweizer Franken. Dankeschön. Wisi, übertreib nicht. Silke, willkommen in der Base. Freut mich, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Der Biggie hat 20 Euro rein donated. Dirk, moin. Schön, dass du zu uns gefunden hast, heute Abend noch. Alter, Wisi hat schon wieder rausgemacht. Der Wisi, der hustelt komplett heute. Junge. Also, wir haben doch heute schon ein bisschen was hingekriegt, auf jeden Fall. Wenn da jetzt noch ein bisschen... Wenn da so ein bisschen was zusammenkommt, wäre ich happy auf jeden Fall. Mega cool. Freut mich. Das ist echt eine feine Sache. Hey, ist Chris M. der Chris M., was ich mir vorstelle? Chris M., bist du der Chris M.? Dann tu mal einen Daumen hoch, wenn du der Chris M. Out of the Dark Falco, ganz genau. Ja, toll. Der Chris M., der sagt jetzt einfach, ja, ich bin der Chris M. Schreib mir, du hast es drauf zu verifizieren. Ja, ich bin der. Kannst du mir Geld überweisen? Hey Chris, schreib mir mal auf WhatsApp, wenn du der Chris bist. Ist es der Chris? Wenn es der Chris ist und mir erzählt, er gibt zu viel für Karotten aus, dann direkt mal hier so ein Mod bitte entfernen. Nutzer aus diesem Kanal ausblenden. Chris, wenn du nicht spendest, Alter. Martin, hast du so eine Donation-Line, wie viel wir gerade haben, weißt du? Weil ja, wir haben so jetzt aktuell, wir haben 12 Spender und wir haben 233 Euro gesammelt, auf jeden Fall. Ist schon mal eine coole Sache und damit haben wir geholfen, das Projekt zu finanzieren. Denen fehlt noch 1625 Euro, aber es gibt natürlich auch andere, die da spenden.
Auf jeden Fall haben wir schon gut was gesammelt. Ich bin beeindruckt. Da kamen ja auch einige größere Donations rein. Aber da geht noch was. Da geht noch was. Das ist der Philipp. Das ist der Philipp. Das ist der Chris, Mann. Chris! Chris, Alter! Sag doch was. Chris? Chris? Wenn ich da jetzt nicht irgendwie... Der hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben. Wenn ich da jetzt nicht eine Donation sehe, Alter... Wird's nächstes Mal, wenn wir uns sehen, aber nicht so geil. Ich aktualisiere das jetzt. Und wenn ich da jetzt nicht... Also, sorry. Das bei 300 singt Martin was vor. Celine Dion nennt man ihn auch. Ich bin die männliche Celine Dion in Scheiße. Ja. Nein, Chris, du kochst uns einfach mal wieder was Leckeres. Dann, damit ist deine Spende auch getan. Nein, Chris. Ich koch dir was Leckeres und du donatest rein jetzt. Kick den raus. Hier, guck mal, Chris. Hier ist der Link. Da kannst du spenden. Nein, Chris ist Ehrenmann. Kann nur Kartoffelsäcke tragen. Ja, der Chris ist ein Kumpel von uns. Wirklich Ehrenmann. Cooler Chris, Typ. Chris, privater Ehrenmann. Und der Chris supportet solche Sachen natürlich auf jeden Fall. Bin ich mir ganz sicher. Ich werde gleich hier eine Spende sehen von Chris. So 200 Euro, Dicker. Muss ja nicht übertreiben. Ah, so 500. 233, super. Ja, Philipp, auf jeden Fall. Ey, ich feier's. Ne? Ich habe ja eine kleine Community noch. Und dafür auf jeden Fall, dass wir heute Abend auch nicht so mega viele Zuschauer haben, ist auf jeden Fall echt gut was rumgekommen bis jetzt. Wir haben schon 12 Leute, die irgendwie gespendet haben. Mega cool, Jungs. Richtig geil. Freut mich, wenn wir da ein bisschen was bewegen können. Ich muss echt sagen, für die Anzahl der Zuschauer, wo da sind, Respekt an jeden, der wo das gemacht hat. Will auch mit Martin mal in Instagram schreiben. Ja, dann schreib mir einfach auf Instagram. Das ist der Trick. Hey Dennis, ich habe mal eine Frage. Ja. Hast du schon gespendet? Oh. Warte mal, ich war voll nervös. Hey, wir können auch so ein bisschen ASMR. Mach mal. Das ist doch der neueste Shit, oder? Dieses, ja, schön, dass ihr dabei seid. Warte, wer will ASMR Martin bei einem... Und dann hier so ein bisschen so. Und, wer hat richtig Bock? Jetzt wird aber gespendet. Ey, wenn ich hier schon so ASMR-Kacke mache. Chris, 5 Euro. Ja, krass. Weezy schreibt, Martin, kennst du die ganzen Stuttgarter YouTuber-Jungs wie InScoop, Tim Gabel und so weiter? Ich muss zugeben, Martin, wenn ich das sagen darf, wir waren das ein oder andere Mal in einem Stuttgarter Nachtclub in einem abgetrennten Bereich und da haben die sich auch getummelt, aber ja, was soll man dazu sagen? Also Chris Ehrenmann, du hast 5 Euro gespendet. Ich feiere dich. Mua, Liebe gehen raus, aber ich glaube, du hast die 0 vergessen. Hinter der 5. Kann es sein, Chris? 61 Daumen hoch, Martin. Die Community, das ist krass. Echt, Dankeschön, gell, für die vielen Daumen nach oben. Und Fanboy Müller, Dankeschön. Biggie, danke dir. Hatte noch nie einen Livestream ohne Daumen runter. Ja, das kommt auch noch bestimmt. Irgendeiner ist immer dabei, der es nicht feiert. Und irgendwie, gut, bei dir, Philipp, ist halt, du hast halt ein krasses Thema, ne? Und du hast halt wirklich viele Leute, die irgendwie gefühlt nichts zu tun haben und einfach nur kommen, um zu haten, was ich gar nicht verstehe. Dann guckst du den Stream halt nicht, wenn du einen nicht leiden kannst. Oder die Sache, die der unterstützt. Ja, aber solche Leute gibt's halt immer. Ja, was Philipp macht, ist wirklich cool. Und Philipp ist so ein cooler Dude. Ich habe ihn ja persönlich kennengelernt, wirklich. Der macht ganz tolle Arbeit. Der investiert so viel Zeit in Prävention. Checkt den auf jeden Fall aus. Aber die meisten, die hier unterwegs sind, werden Philipp auf jeden Fall kennen. Wenn nicht, Philipp Schlaffer und Hass macht Gewalt, das Buch kann ich empfehlen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt und mal wieder Lesestoff braucht, checkt den auf jeden Fall aus. Mega cool. Und wenn ihr dann gerade jetzt hier im Internet surft, könnt ihr noch so ein bisschen rein donaten. Der Biggie hat gerade den Link reingeschickt, ne? Dirk ist leider pleite. Ja, wie gesagt, Merkel hat das Demogeld noch nicht überwiesen. Ja, wenn was übrig ist, ne, gerne. Ich weiß, dass auch nicht jeder so viel Geld übrig hat, dass manche müssen ja auch nach sich selber gucken. Und es ist ja klar, aber wenn was übrig ist, ist es immer cool, ein bisschen was zu unterstützen, finde ich. Chris M. schreibt, Kontostand ist auf eurer Seitenlänge. Oh Mann.
Ach ja, Dennis, ich habe so Hunger und ich glaube, ich krieg einfach meine. Ich krieg's einfach nicht. Ich kriege nicht mein Essen jetzt. Ich krieg nichts zu essen. Jetzt muss ich aber kurz. Ich mach mal Sprachnachricht an meine Frau. Du Schatz, mein Mausi, kannst du mir zwei McRib holen? Es gibt Gutscheine bei McDonald's. Ich habe so Hunger. Ich habe so Hunger. Bitte. Wer würde mir jetzt was holen nach der Sprachnachricht? Hey, ich muss das kurz mit dem Handy machen. Nico, Niemeyer, Grüße gehen raus, mach weiter so. Deine Erfahrungen sind für einige Menschen Gold wert. Super sympathischer Umgang mit dem Thema. Dankeschön für die 5-Euro-Donation. Wirklich vielen Dank, aber heute geht's um, heute wollen wir donaten für einen guten Zweck. Ich hau den Link nochmal rein. Deswegen wirklich danke für die Donation, aber ich bin euch dankbar, wenn ihr da auch ein bisschen rein donatet, einfach heute mal für einen guten Zweck. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Nico. Freut mich. Hat es jetzt geklappt? Was hat geklappt? Ach so, ich spende Ach so, ja, gerade. das hat bestimmt geklappt. Das dauert hier immer ein bisschen. Hat 5 Euro gespendet. Irv Ehrenmann, Dankeschön. Einmal weniger Pizza bestellen. Ja, top. Herz. Du musst ganz laut Marisa rufen. Ich habe das schon probiert. Ja. Aber klingst wie ein Lappen, schreibt der Philipp. Warte mal. Schatz! Aber ich darf nicht so. Oh, jetzt kriege ich gleich richtig Ärger, Alter. Ich bereue es jetzt schon, weil mein Kleiner wahrscheinlich im Bett liegt. Direkt bereut, Alter. Direkt bereut. Ist gleich wirklich Ärger. Plus Jammer. Ja, ist so. Aber Philipp, bei mir ist, wenn ich hungrig bin, ich werde so hangry. Kennst du das? Also hungrig und sauer und ich werde ein anderer Mensch. Wie so in der Snickers-Werbung. Komplett anders. Dennis, du schaltest gerade ab und guckst Fußball oder was? Nein, ich probiere gerade zu spenden, aber das hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Ah, ich verstehe. Mein WLAN ist Ja, kaputt. klar, das sind die krassesten Ausreden. WLAN ist kaputt. Du wolltest mir wirklich mit meinem WLAN Ja, wollte ich helfen. dir auch, aber wie war denn das eigentlich? Ah, scheiße, ja, okay, du hast recht. Das war die Es ist Sprachnachricht direkt zum Begriff. normal, dass es so lange lädt. Nee, Bruder, ich muss dir echt mit deinem WLAN helfen, glaube ich. Was machst du? Geh aus WLAN raus und mach Ding. Mobile Daten. Du hast doch hier O2 Superflat Unlimited. Hangry, ja, ich bin richtig hangry. Das Hangry ist vom Dennis. Der sagt das immer. Ja, wenn meine Freundin immer hangry ist, boah, die wird zur Bestie, wenn die Hunger hat. Ich aber auch, ehrlich. Martin will schon wieder zu Diva. Ist mal Snickers wirklich so, ey? Wenn ich Hunger habe und ich habe gerade richtig Hunger, also ich habe so das Gefühl, mein Magen isst sich selber. Und es wird ehrlich Zeit, dass da mal was zu essen jetzt hier rankommt, ne? Wir streamen ja auch jetzt echt schon lang, Dennis, ne? Wie lang streamen wir, Mann? Seit 18 Uhr. Seit 18 Uhr, Alter, ja, seit 18 Uhr, fast 3 Stunden. Das ist mein längster Stream bis jetzt. Und ich will hier ein bisschen Donations noch sehen, deswegen hau ich den Link nochmal rein. Helmer Müller, Martin, seit einem Jahr bin ich Vater. Ja, Glückwunsch, schön, ist echt eine der schönsten Sachen der Welt, wenn man ein Kind hat. Und verbringen die Zeit, genießen die Zeit, die werden so schnell groß und dann hat man irgendwie was verpasst, was man nicht verpassen will. Deswegen gib ihm. Chris schreibt, wo ist die Kippe, Martin? Ich sehe den Entzug schon in deinem Hier Gesicht. ist die Kippe, Chris. Aber das Problem ist, ich habe so Hunger. Und ich dachte, du Chris ist kannst hangry weg. nicht aussprechen. Jetzt habe ich es erst geschnitten. Ja, hangry ist eine Mischung aus hungrig und Angry. angry, ne? Das beschreibt den Zustand sehr gut. Ich hatte gerade 4 Käsetortellini mit Tomaten-Ricotta-Soße. Alter, hör doch auf, Mann. Jetzt von Essen. Hier ist nichts, was ich essen kann. Nichts. Einfach nichts. Hast du jetzt gespendet, Dennis? Boah, ich habe es jetzt zum dritten Mal probiert. Das lädt immer noch so dumm. Ich weiß nicht, ich habe meinen WLAN ausgeschaltet. Ich habe LTE, drei Balken LTE, aber das funktioniert irgendwie nicht. Martin, ich habe, seit ich dir zuschaue, ich bin auch hungry, ja. Ich weiß, Mann. Also wir haben so viel von Essen geredet. Ich Ich habe habe auch. auch wirklich richtig, richtig Hunger. Jetzt um 9 habe ich keinen Bock, irgendwas zu kochen, Mann. Was machen wir denn jetzt, ey? Was machen wir denn jetzt? Meine Freundin hat die
Sprachnachricht einfach ignoriert, knallhart. Ist halt ehrlich schade, Mann. Fanboy Müller schreibt, Martin, ich mag dich so. Danke dir, Fanboy. Dankeschön. Müller. Kontostand Zero, Dennis, deshalb lädt es nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. Nein, da müsste noch was drauf sein. Bei der Caroline gibt es Chicken Wings, ey, mach mir welche mit, bitte. Wo kommst denn du her? Ich lade mich ein zum Essen. Hey, Weezy, noch ganz kurz zu diesem Essensvideos. Ich habe Martin mal eine Zeit lang, weil er so auf Diät war, hat er sich Essensvideos reingezogen, um diesen Gelüsten zu entgehen. Ja. Ohne Witz, ich habe gedacht, welcher Mensch macht sowas und guckt sich so Essensvideos an, so 10.000 Kalorien-Challenges, ja, wie der einer so, was weiß ich, so einen ganzen Tisch voll Essen. Immer wenn ich Diät mache, wenn ich hardcore auf Diät bin, ziehe ich mir sowas rein. Mein YouTube-Programm ist so 10.000 Kalorien-Challenge, ey. Das gibt mir irgendwas. Wenn ich nicht essen kann, dann finde ich es geil, wenn andere essen. Und ich sag dann auch immer so zum Dennis oder zu meiner Freundin, ich so, komm, gönn dir was Süßes oder einen Burger. Und das ist wie Pornos gucken. Wenn man nicht selber bumsen kann, guckt man sich halt Pornos an. Und so ist es bei mir mit Essen, ey. Ich gucke mir dann so Foodporn an, komplett. Das, irgendwie brauche ich das dann, wenn ich so richtig auf Diät bin. Nico Niemeyer schreibt, ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal beantwortet hast. Bist du noch weiterhin in Kryptowährungen investiert? Würde mich mal interessieren. Aktuell nicht, aber wenn ich was übrig hätte, würde ich auf jeden Fall reingehen, in Bitcoin auf jeden Fall. Aus Leipzig, dann mach dich mal aus dem Weg. Boah, das ist, bis dahin ist es kalt, ey. Scheiße, Mann. Benny R., wink uns mal zu. Wink mal den Benny zu, Martin. Hallo, Benny. Benny, hast du schon gespendet? Einmal winken 5 Euro, zweimal winken 10 Euro. Dennis, der Ausreden-Boss. Hey, guck mal, das lädt immer noch. Ich weiß nicht, was mit meinem Handy kaputt ist. Warte, ich mache jetzt nochmal. Ich tue jetzt alles komplett mal resetten. Also bei mir läuft. Ich gucke jetzt gerade, ja, es läuft. Martin, du kannst mal den Leuten ja nochmal sagen, was die nächsten 3 Tage so auf die zukommt oder was geplant ist. Nur, dass die, wo wir gerade neu reingekommen sind, abgeholt sind. Was haben wir geplant? Ich mache mal unseren Kalender auf, Dennis. Weil dann haben wir tatsächlich auch keinen Scheiß. Wir haben geplant, heute Charity-Stream mit Dennis. Check, sind wir drin. Morgen ist Storytime 5 Premiere. Und Samstag ist Frühstücksstream wieder mal. Da können wir uns... Um wie viel Uhr für die Damen und Herren, wo nicht wissen, wann es ist? Um 10 Uhr am Samstag ist der Frühstücksstream. Also wer Bock hat auf ein käufliches Liebe-Frühstück mit mir zusammen, Kaffeekippe, ganz entspannte Runde immer. Der 10 Uhr ist auch human, da kann man auch selber noch beim Bäcker schnell vorbeigehen, genau, und Brötchen holen. Und Frühstück und parallel den Stream. So sieht's aus. Beste Leben. Und am Samstag um 19 Uhr machen wir einen Instagram-Stream mit Dennis und Franzi. Da habe ich auch schon Bock drauf. Und am 27. treffen wir uns mit dem Levi, das ist mein Cutter, der will so ein kleines Shooting mit mir machen. Bin ich mal mega gespannt. Und er hat natürlich auch so viel Ahnung, was so Vlogs und so angeht, was ich noch nicht habe. Und da werden wir mit dem guten Levi, der kommt vorbei, dann gehen wir eine Runde essen, machen ein bisschen Shooting und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Bin mega gespannt. Samstag gönne ich mir verkatert den Frühstücksstream. Ja, freut mich, wenn du dabei bist. Ich bin Katerkiller. Boah, das funktioniert immer noch nicht. Hast du da irgendwas Komisches angekreuzt, dass es geht? Nein, ich habe einfach so, du gehst da drauf auf Spenden und so. Ich glaube, das ist echt Kontostand, Digga. Das ist Kontostand Protection. Irf, das ist kein Screenshot, das lädt die ganze Zeit. Dieses Herzchen bewegt sich die ganze Zeit, als ob es die ganze Zeit lädt, aber irgendwas stimmt. Probier es mal mit dem Rechner. Das Problem ist, ich habe außersehen, kennst du das? Wenn du beim iPhone, das tut auch so ein eigenes Passwort vorschlagen. Kennst ja, du das? Ja. Und das sind ja dann 30 Buchstaben. Also kurz, du hast dein Passwort nicht. Ich habe meinen PayPal-Account gefickt. Ohne Witz. Sorry, wenn ich... Darf man das sagen? Nee, wahrscheinlich. Mann, das kriegen wir direkt einen Bann auf Twitch wie Philipp. Oder Philipp schreibt gerade auch, Alter, terminierst du jetzt? Habe ich in 5 Jahren nicht geschafft. Ich terminiere, weil der Dennis das regelt. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so schlecht, weil ich bin so ein Mensch. Ich sag dann irgendwie zu dem einen Jahr, wir telefonieren morgen um 10 und zu dem anderen auch. Und dann habe ich irgendwie 2 Termine und vergesse beide und habe es gar nicht auf dem Schirm. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Wir haben da so Google-Kalender, da tragen wir alles ein. Und es ist eigentlich echt gar nicht so schlecht.
Also bis jetzt, ich muss halt mich nur zwingen, dass ich das auch immer eintrage. Da fängt es nämlich schon an bei mir. Aber bis jetzt mache ich es vorbildlich, oder Dennis? Du bist zuverlässig. Ja, Ja. das war auch meine Idee, war das, gell? Weil das Ding ist, Martin sagt immer, komm, morgen 20 Uhr Stream, helf mal als Moderator. Und ich so, ja, kein Problem. Und dann so kurz vorher, ja, wir streamen doch um 18 Uhr. Und dann denke ich so, fuck, mein ganzer Tag gefickt. Komplett Tag umgeworfen von Dennis. Ja, weil ich muss ja mit den Hunden rausgehen, hier Training, da kochen, hier bla bla bla, einkaufen, da Freundin auch noch. Und ja. Dennis, jetzt pack den, was? Dennis, jetzt pack den Screenshot weg und nenn die richtig. Junge, diese Ausreden sind zu wild. Ja, aber ich muss ehrlich zugeben, ich kann gut ausreden. Ich kann das echt gut. Aber das lädt immer noch. Guck mal, das ist Skandal. Das Herzchen wird diskutiert die ganze Zeit. Außer das funktioniert und ich tue jetzt gerade mein Konto leer räumen, weil ich die ganze Zeit immer wieder Nein, hier hat sich nichts spende. getan, Dennis. Der letzte war der Earth. Vor 10 Minuten ist die letzte Spende reingekommen. Jungs und Mädels, ich hau's euch nochmal rein. Spendet heute nicht mir, sondern haut raus für einen guten Zweck, wer was übrig hat. Ihr könnt heute Abend mega gut schlafen und ihr tut mir damit auch einen Gefallen. Ich feier's. Und Dennis, wo ist dein Edding? Wenn du jetzt nicht spenden kannst, dann müssen wir den Edding holen. Dann machen wir einen Sleeve auf deinem linken Arm mit Namen von Spendern. Hey, aber du hast nicht dieses Ding angekreuzt. Ja, ich möchte wie 10.000 andere die Welt bewegen und gelegentlich per E-Mail von starken Projekten erfahren. Hast du das angekreuzt? Ja, weil das geht nicht. Also, Bruder, ich sehe schon, du bist komplett lost wegen Technik und so. Aber ich kann dir jemanden empfehlen. Der Philipp ist, glaube ich, noch im Chat und der kennt sich super aus mit so Sachen. Der regelt es kurz für dich. Warte, ich guck mal hier, ich tue es mal verdecken. Das steht jetzt bezahlen. Ja. Okay. Das Bruder, lädt dann donatest du einfach nachher nach dem Stream mit deinem Rechner. Ach so, das geht ja nicht, wenn du dein Passwort nicht weißt. Ja, ich habe dieses, Bamba ja. wird morgen 22 Jahre alt. Ja, Glückwunsch. Nee, das darf man nicht sagen. Nein, nein. Nicht, das darf ich jetzt nicht sagen. Das bringt Unglück. Dirk, ich habe heute geschafft, mich aus meinem eigenen Rechner auszusperren. Hatte das Passwort vergessen und den Rechner jetzt schon seit 3 Wochen nicht angemacht. Ja, passiert. Lügen. Ach so, Philipp ist raus, weil er telefonieren muss. Ah, ja, der Philipp ist mega am Hasseln. Schön, dass er da war auf jeden Fall. Ah nee, der Philipp ist ja noch da. Guck, safe. Philipp kann dir helfen. Der kriegt alles gelöst. Ehrlich. Ja, ich hoffe, das kriegen wir gebacken, Philipp. Sogar der Philipp hat es hingekriegt zu den Nathan. Dennis, Alter. Guck mal, ich donate gerne, wirklich. Ich habe es 3, 4 Mal jetzt probiert. Das ist echt Katastrophe. Hey, Jungs und Mädels. Also, pass auf, wir müssen jetzt dem Dennis ja ein bisschen helfen. Ich hau den Link nochmal rein. Geht mal rein und probiert, ob ihr spenden könnt oder ob das an Dennis liegt. Tut mir den Gefallen. Ich telefoniere nicht. Ja, also das wollte der Philipp sagen. Der will nicht telefonieren. Never. Never ever. Doch, mit mir hast du doch schon telefoniert, oder? Haben wir schon telefoniert? Ich weiß gar nicht. Nee, wir schreiben meistens, ne? Oder Sprachnachrichten. Du kannst easy dein Passwort ändern in der App. Habe ich gemacht, geht nicht, wirklich, geht nicht, geht Biggie nicht. schreibt, glaube ich, muss den Spendenlink gleich nochmal selber testen. Na, Biggie, du hast schon 20 Euro reindonated. Ja. Da gibt es dann noch andere, die irgendwie mal 5 Euro übrig haben, ne? Sogar der Chris hat 5 Euro gespendet und der hat ja gar nichts. Der wird sich jetzt wahrscheinlich morgen irgendwie durchschnauen müssen. Ich fülle jetzt einfach mal alles Hoffentlich aus. wird viermal abgebucht. Das wäre schon geil, ey. Jetzt hast du irgendwie 100 Euro donated. 200 Euro kommt gleich hier. Ja, aber da rakelt sich ja keine nackte Frau im Hot Tube, Alter, Das ist das Problem, Alter. weißt Wo ist denn Franzi, Mann? Wo ist Franzi? du? Ich möchte, Mann, ich will aber keine E-Mails erhalten. Guck jetzt, guck mal, jetzt, ich probiere es nochmal direkt zu PayPal. Patz. Das ist alles kein Problem. Ah, warte mal, vielleicht muss ich einen anderen, ich probiere mal einen anderen Internet-Browser. Browser. Wenn man schon Browser sagt, dann kann das gar nicht funktionieren. Browser. Na, ich muss Google Chandler, ey. Chrome doch. 1, 2, 3, 4, Ja, 5 ist kein sicheres Passwort. Vielleicht ist der Konto leer. Wirklich. Micha, hey. Ach ja. Ach ja, so, wer will hier noch rein donaten? Ach übrigens, ich bin, wenn ihr mal, schaut mal auf Twitch rüber, ich hau euch hier mal den Twitch-Kanal rein, weil da habe ich immer nicht so viele
da habe ich immer nicht so viele Zuschauer. Ich bin eher so der YouTube-Typ, glaube ich. Wo ist denn mein Twitch-Link? Jetzt fängt es schon an. Jetzt habe ich hier die Probleme. Wo ist dieser Twitch-Link? Ich suche den jetzt kurz. Hier, Twitch, hau ich euch rein. So, Patz, da könnt ihr ruhig auch ein bisschen für den Algo laufen lassen. Und ich bin seit vorgestern oder so, bin ich bei Twitch auch Affiliate. Das heißt, ihr könnt da ein Abo da lassen. Wenn ihr zum Beispiel Prime habt, könnt ihr da kostenlos abonnieren, mich ein bisschen supporten. Würde mich freuen. Das nur nebenbei, aber heute geht es ja um eine Spendenaktion. Und ich aktualisiere gleich mal, ob der Dennis das jetzt geschafft hat, da mal irgendwie 5 Euro rüber zu schicken. Genau, es geht konkret um eine Aktion von Gefangene helfen Jugendlichen e.V. Und da geht es um ein Projekt in der JVA Bremervörde. Die wollen da das Projekt realisieren, Präventionsarbeit machen, Jugendlichen, die einen problematischen Weg eingeschlagen haben, mit den Folgen konfrontieren. Und ich denke, das ist eine ganz gute Arbeit, wo wir alle mal ein bisschen was donaten können, wenn wir was übrig haben natürlich. Und würde mich freuen, wenn wir da nochmal was zusammenkriegen. Der Biggie hat nochmal 30 Euro donated. Ehrenmann, Biggie, Dankeschön. Mit der Nachricht, bei mir geht der Link, Dennis. Ja, ich probiere es. Ich bin dran. Also der Biggie hat einfach nochmal mit 30 Euro getestet. Und wirklich, Ehrenmann, Biggie, Dankeschön. Ah, ich habe es gerade auch gelesen. Ich probiere es jetzt mit Google Chrome Browser. Ich sehe es schon kommen. 5-mal wird es abgebucht. Das wäre schon gut. Ich würde es feiern. Auf jeden Fall. 273 Euro haben wir zusammen von 15 Spendern. Dankeschön an die Community auf jeden Fall, dass ihr da so hart am Start seid. Und ich habe wirklich vor, jetzt öfter mal auch so kleine Charity-Streams zu machen mit dem Dennis. Der Philipp wäre da bestimmt auch mal dabei. Und auch mit der Franzi vielleicht. Dann haben wir noch so ein bisschen was für die Klicks. Und wenn die Community wächst und wir da ab und zu mal ein bisschen was übrig haben, ist es doch eine ganz coole Sache, oder? Und ihr könnt auch gerne was vorschlagen, wenn ihr ein cooles Projekt habt, wo ihr sagt, hey, da sollten wir supporten, schreibt mir auf Instagram oder in die Kommentare. Und mich würde es freuen, wenn wir das ab und zu mal machen können. So, jetzt hier, ich habe euch den Twitch-Link reingehaut. Macht mal Twitch noch ein bisschen unsicher für den Algo. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch ein paar Zuschauer, die uns noch nicht kennen, die auch ein bisschen supporten wollen. Wäre auf jeden Fall cool. Oder Dennis, wie ist die Lage? Sollen wir mal Franzi dazu rufen, ob die dir helfen kann? Nee, ich habe das Problem durch das, dass mein PayPal-Passwort doch... Ja, mit Google Chrome wird es nicht übernommen. Weißt du, bei dem Safari-Browser werden noch die Passwörter... Aber du hast du nicht die App oder so? Da kannst du es, glaube ich, resetten. Easy peasy. Ja, ich drehe gerade ein bisschen durch. Warte, macht weiter. Ich bin gleich fertig. Ja, ich aktualisiere hier die ganze Zeit und gucke und warte so auf eine Donation von Dennis. Der Ken hat 15 Euro reindonated. Coole Typen, schreibt der Ken. Ehrenmann, Liebe geht raus. Dankeschön für deine Donation. Richtig Hammer, dass wir da so viel zusammenbekommen. Hätte ich nicht gedacht, auf jeden Fall. Dirk, ich weiß, ein tolles Projekt. Mich. 100 Pro, schreibt der Philipp. Also, der Philipp wäre natürlich auch dabei. Der macht ja auch ab und zu Spenden-Streams. Auch richtiger Ehrenmann. Und das kriegen wir bestimmt hin, dass wir da mal zusammen einen Stream machen. Vielleicht auch ein cooles Thema finden. Ja, wir hatten es ja eigentlich diese Woche auch vor, aber der Philipp ist sehr beschäftigt und ich habe es die Woche auch nicht hingekriegt, weil ich viel zu tun hatte. Aber das werden wir auf jeden Fall noch machen, dass wir da mal zusammen streamen. Da freue ich mich auch schon voll drauf, weil die Streams mit Philipp machen einfach immer richtig Spaß. Und auch seine Community sind richtige Ehrenleute. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wir auch bei mir so eine coole Community aufbauen. Bis jetzt ja wirklich, muss ich sagen, coole Leute. Und mega, dass ihr da so dabei seid und auch die solche Sachen unterstützt. Und das finde ich echt gut, dass wir da ein bisschen was bewegen können.
Oh, jetzt haben wir nochmal 2 Euro bekommen von Anonym und nochmal 10 Euro von Anonym. Ah, ich glaube, 2 Euro waren vom Chris. Hat nochmal 2 Euro zusammengekratzt. Ehrenmann, und die anderen 10 Euro, wer auch immer du bist, Ehre geht raus. Wirklich mega. Was war die teuerste Uhr, die du dir gezogen hast? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, die teuerste Uhr war so um die 10.000 Euro, meine ich. Sowas um den Dreh, ich kann es aber nicht genau sagen. Ich glaube aber sowas um den Dreh. Dazu, wir haben auch immer Spaß, euch zuzuschauen. Ja, freut mich sehr, wirklich. Wenn es gefällt, freut mich. Und wie gesagt, ich bin auf Twitch jetzt auch unterwegs, auch als Affiliate. Und wenn ihr Prime habt, könnt ihr da kostenlos abonnieren und mich unterstützen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da ein Abo schenkt. Genau, jetzt haue ich mir nochmal eine Zigarette rein, weil Essen gibt's ja nicht, also muss die Alternative her. Meine Freundin hat jetzt einfach mich knallhart ignoriert. Dennis, du musst kommen und mir was bringen. Oha, warte ganz kurz, ich glaube, es klappt gleich. Ja, wenn das gleich klappt, das wäre natürlich... Wir haben jetzt 300 Euro glatt gesammelt von 18 Spendern, von 18 Ehrenfrauen und Ehrenmännern. Warte, wir haben gesagt, bei 300 Euro musst du sehen. Was? Nee, das haben wir nicht gesagt. Glaube ich nicht. Celine Dion. My heart will go on. Alter. Nee, wir wollen ja Zuschauer gewinnen und nicht irgendwie hier, dass die Leute keinen Bock mehr haben. Euro vom Dennis. nein, der Dennis ist gerade ein bisschen lost. Leider. Hey, bevor ich den ganzen Stream kaputt mache, ey, das lädt immer noch, ohne Witz. Ja, Bruder, dann ist Stier halt. Ja, wenn es nicht geht, geht's nicht. So, die Technik kackt halt manchmal rein, ne? Ist halt so. Nächstes Mal mache ich dann irgendwas. Du holst jetzt mal dein Edding, Bruder. Wenn du hier nicht rein donaten kannst, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, die Franzi bringt dir jetzt mal den Edding hoch. Und dann wird hier Vollstrecke 115, 5 Euro. Jetzt will ich aber meinen Namen auf Dennis seiner Stirn sehen. Für 5 Euro, Dennis. Auf Arm geht. Aber für Stirn muss ein bisschen mehr her, Alter. Oder, Dennis? Hey, wir wollten uns gegenseitig was auf den Arsch tätowieren, wenn wir das nächste Mal bei Davis. Ja, Mann. Wir werden uns wahrscheinlich gegenseitig was auf dem Arsch tätowieren, wenn wir gegenseitig, oder der Hunger, Alter, mein Hirn versagt schon. Ja, ey, mir geht's aber gerade auch so, ich habe übel Hunger und das Hirn wird langsam, gibt nach. Und vor allem, du hast halt auch einfach immer noch kein Edding. Nee, Franzi ist ja gerade beschäftigt mit ihren Girls. Oder du kannst auch kurz aufstehen, geht auch. Warte, was? Martin hat eine Frage an dich, und zwar: Was ist dein Geheimrezept für einen guten Körper, Fanboy Müller? Ja, so, Martin, jetzt, also aktuell habe ich ja keinen guten Körper, also das war vorneweg. Aber das ist wie überall im Leben: Disziplin durchziehen, gute Ernährung ist mega wichtig und Sport halt. Ne? Das sind so die Keys auf jeden Fall. Ja. Einfach durchziehen, Sport machen, auf die Ernährung achten. Ich werde, wenn ich in Diät bin, bin ich da immer ganz heftig unterwegs. Ich wiege dann auch immer alles. Ja, wie sie. Mathe, hast du mal den Gedanken gespielt, irgendwo Geld zu bunkern? Oder war das nie in deinem Kopf? Nein, habe ich nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwas zu bunkern. Habe ich nicht. Ey, ich habe so einen Hunger. Dennis, ich habe so Hunger. Ich muss jetzt irgendwas essen, sonst falle ich hier vom Stuhl. Aber meine Freundin hat es ignoriert, die hat keinen Bock mehr. Also McDonald's fällt safe aus, das weiß ich jetzt schon. Wahrscheinlich wird es eine Yum-Yum-Suppe oder so ein Scheiß. Yum-Yum-Suppe. Ist das so eine chinesische Suppe? Mhm. Sind diese Instant-Dinger da, diese kleinen Päckchen. Boah, da muss ich was erzählen. Ich habe mir auf Amazon vor einer Weile mal die schärfsten Nudeln der Welt bestellt. Kennst du das? Das war mal so ein bisschen Hype auf YouTube, haben alle gegessen. Die waren echt scharf, Alter. Aber die waren vom Geschmack waren die echt gut. Hey, wir könnten mal so eine Challenge-Video machen.
So Currywurst-scharfe Nein, Currywurst diese Nudeln. Warte, ich habe die hier gefunden auf Amazon. ja, aber Nudeln, sind die wirklich so scharf? Weil du sagst, du hast die mal kurz weggefespert. Die sind schon scharf, Digga. Also wenn du die ganze Soße reinmachst, sind die wirklich echt scharf. Also ich Echt? esse ja gern scharf und viel, aber die waren mir auch ein bisschen zu viel. Dann machen wir doch nächstes Mal, wenn wir einen Vlog machen, können wir doch die Dinger reinziehen, so nach dem Training. Boah, aber dann ist nächster Tag bei mir Darm zerlegt halt. Aber das können wir mal machen. Wusste Dennis schon von Darknet Martin, bevor alle anderen das wussten? Nein, der Dennis wusste es auch erst, als ich verhaftet wurde und das dann rauskam. In der Zwischenzeit wäre Dennis schon bei dir, solange du schon von deinem Mac redest. Ja, leider ja. Wir streamen ja jetzt seit 3 Stunden. Ich brauche eine Stunde zu Martin hin. Ja, und wieder. Ich werde sogar wieder hin und zurück. Das hat sogar reingehauen, Und meine Freundin schreibt, die hat einfach meine Sprache noch richtig ignoriert, dass ich was für McDonald's will und die schreibt, mein Kleiner schläft und sie bringt kurz Müll raus. Ich schreibe jetzt einfach nochmal, ich habe Hunger. Vielleicht erbarmt die sich ja. Boah, wenn die jetzt noch zu McDonald's fährt. Wenn die noch zu McDonald's fährt, dann bleibe ich hier so lang und dann hau ich hier im Stream das Zeug weg, ey. Das kann ich aber sagen. Aber, Fanboy, bye bye bis morgen. 19 Uhr zur Premiere. Schön, dass du dabei warst. Fanboy, bis morgen. Michael, Carolina Reaper, schärfste Chili der Welt. Ja, du kennst dich aus, du bist Koch, aber das wird, glaube ich, zu hart, ey, dann kipp ich um. Dann brauchen wir Donations für was anderes. Ist Dennis der Freund, der den Anwalt besorgt hat? Nein, das war ein anderer Freund, auch ein sehr guter Freund von mir. So, ich aktualisiere hier mal. Ist hier noch was reingekommen? Noch nicht. Aber bestimmt. Warte, ich Ich bin lasse ihn. gewesen. Der Dennis wird es nachher noch machen, wenn er mit der Technik klargekommen ist, auf jeden Fall. Chris, kann man auch ohne Fleisch und Zigaretten so breit werden wie ihr? Nee, Mann. Chris, das geht Hey nicht. Chris, kannst du dich noch daran erinnern, damals die Debatte, wie war das, dass man auch ohne Fleisch so breit wird? Das weiß ich noch Ja, ganz warte genau. Weißt mal, du es aber noch? Chris ist ja nicht breit, Alter. So, deswegen, du bist das beste Beispiel, dass es nicht geht. Du rauchst nicht und du isst kein Fleisch. Und wie siehst du aus wie meine Freundin? Ja, aber Chris ist der Standard-USA Beachboy Ja, von ist so. Kalifornien. Chris ist schon sexy. Ich mag Ich auch, wenn Chris. ich eine Frau wäre, würde ich schon Auge machen auf Chris. Vollstrecker, Männer, ich bin raus. War anders wild mit euch. Gerne mehr für euch beiden. Dankeschön, auch danke für deine Donation. Verstreck hat auch rein donated. Mega Typ. Schönen Abend dir. André, danke dir. Aber da, wie gesagt, der Corona-Speck überdeckt alles. Das sieht nach mehr aus, als es ist. Das ist wirklich mehr Speck als Martin, Muskel. Subway Chicken Teriyaki, beste. Ja, ist auch geil, stimmt. Mann, jetzt, ey, hört Ja. auf, ey. Ich hab einfach. Ey Martin, zu mir kann man sich Sub liefern lassen. Warte, ehrlich, ja, was bringt mir das jetzt? Ja, ich wollte es dir nur sagen, aber Danke. 25 Euro Mindestbestellwert, das ist das Einzigste nach, Oha, danach dann. was willst du für 25 Euro beim Subway essen? 60 Zentimeter. Mega Arme, Dennis. Ralf Möller kann sich hinten anstellen. Jetzt. Ja, vielleicht geht es ja so ins Dschungelcamp. Hauptsache, warte, scheiß Leben, aber gute Der Bizeps. stärkste Mann der Welt ist Veganer. Nur mal so am Rande erwähnt. Geht also. Was? Was? Die Aussage prüfe ich. Stärkster Ja, wer ist Mensch denn der das? Welt. Ich glaube, Dirk, kann es sein, dass die Aussage von dieser Netflix-Doku ist? Wie heißt die nochmal, dieses, die Der Doku? stärkste Mensch der Welt ist. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich muss es in den Chat schreiben. Dytrunas Savickas. Anscheinend. So. Das ist laut Google. Es ist der stärkste Mensch der Welt. Also laut. Aber ich So. kann es nicht mehr aussprechen. Micha, schreibt Dennis, so ging es mir auch mit dem Corona-Speck. Habe jetzt 15 Kilo abgespeckt. Was hast denn du gemacht? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der stärkste Mann der Welt Veganer ist. Ich, Real Ich kann es Talk, mir auch ohne nicht Witz. vorstellen, Weil ehrlich nicht. Wirklich. ich habe nichts, guck mal, ich bin weltoffen. Ich habe nichts gegen Veganer, Vegetarier oder sonst was. Ich bin da offen für alles. Ich esse auch gerne Rezepte von jedem anderen, wie gesagt. Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also ohne Fleisch wird es schon schwierig.
Und vor allem auch im Powerlifting-Segment, da würden auch viele Medikamente genutzt, was einem nicht erzählt werden. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Was ihr drückst du, das. Martin? Meistens so 200 Gramm. Ach so, du redest vom. Sorry, ich war woanders. Du redest vom Bankdrücken. aktuell so 100 Kilo mache ich meine Sätze. 4 Sätze, a 12 bis 15 Wiederholungen. Sowas gerade. Früher war es mehr vor Corona, aber jetzt so 100 Kilo. Aber geht bei Strongman keine Chance weltweit. Ja, ich glaube auch. Kurzes Statement zu Zink. Will auch nicht rumnerven. Nee. Sorry, zu sowas möchte ich gerade nichts sagen. Oder Thor aus Island, ja, Mann. Also ich glaube auch, ist schwierig. Als Veganer, glaube ich, hast du da wenig Chancen. Muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube auch, dass Vegan jetzt keine ungesunde Ernährungsform ist. Und ich weiß, ich esse auf jeden Fall zu viel Fleisch. Jeden Tag. Mehrmals. Und ist auch nicht gesund. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass der stärkste Mann der Welt Veganer ist. Das würde mich schon hart überraschen. So, ich hau euch noch mal den, ich hau euch noch mal hier den Link rein zu unserer Donation, zu unserem Spendet für einen guten Zweck auf jeden Fall. Wer noch was übrig hat, haut rein. Wir haben echt schon viel erreicht heute. 19 Spenden, 305 Euro gesammelt. Richtige Ehren-Community, freut mich mega. Dass sich da so viele von mir volllabern lassen haben und hier auch dabei sind. Wir sind jetzt ja auch schon über 3 Stunden am Stream. Genau. Was schreibt Chris? Der Mann mit dem größten Penis der Welt ist vegan, das ganze Fleisch ist woanders. So. Und vollgepumpt mit Testo Wachstumshormone. Was soll dann vegan? Wenn man Rinderhormone spritzt, ja. Aber das stimmt, Philipp hat recht, weil ich tue mich auch ein bisschen mit der ganzen Szene so ein bisschen befassen. Philipp hat 100% Ja recht. klar, die ballern alle. Das ist wie im Bodybuilding. Das ohne Unterstützung hast du da überhaupt keine Chance. Und da ist ja schon, also selbst wenn du da vegan bist und dir aber die Spritzen reinhaust, also, okay. Dennis, rauchst du auch? Nein. Hast du den Link heute schon reingehauen, Martin? Hab noch keinen Spendenlink gesehen. Ja, Mann, ich glaube viel zu wenig auf jeden Fall. Viel zu wenig. Warte, warte. Kannst du mal bezüglich CNW-Zeiten reden, also bevor WSM gelauncht wurde? Nee, möchte ich nicht in dem Stream. Wir haben Twitch, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Der dümmste Veganer hockt, glaube ich, gerade in der Türkei rum. Ja, das kann gut sein, ja. Das Attila. Attila. Ich war auch mit Tobias Ide, dicke, stärkster Mann Deutschlands, vollgespritzt ohne Ende. Ja, ist so. Die sind alle drauf auf Stoff. Du hast keine Chance sonst. Also, deswegen, da vegan. Schwierig, schwierig. Aber gesund ist es natürlich nicht, ne? Sich da den Ja, Zeug guck mal ganz im reinzubuddeln. Ernst, vegan hin oder her, wenn du genügend Medikamente reinhaust, dann kannst du auch vegan Mann, stimmen meine so. Freundin, die reagiert nicht. Ich habe jetzt geschrieben, ich habe Hunger. Ey, ich habe wirklich Hunger. Ich schreibe es jetzt nochmal so. Ich hab Hunger. Langsam würde ich wirklich hangry, ey. Wenn ich runterkomme, werde ich richtig zum Biest. Ich hab echt Hunger. Und ehrlich, Jungs, jetzt hört der Spaß auf. Spendet mal jetzt hier. Spendet. Ich hau den Link nochmal rein, falls ich das irgendwie zu wenig gemacht habe heute. Kann ja sein, es hat der ein oder andere irgendwie übersehen. Ist echt ein cooles Projekt. Spendet rein, dass ich endlich was essen kann. Jetzt werde ich nämlich wirklich hangry. Vegan hin oder her, aber Martin hat immer noch nichts zum Essen. Ist so, Chris, ehrlich, ist wirklich so. wer hat für euch den krassesten Body? Mein Favorite Callum von Mogger. Chris, Chris, Wer ist denn Callum von I Mogga? know. Kennst du den Ah, nicht? doch, ja, doch, ich kenne ihn. Ja, der hat krasse Form auf jeden Fall. Der ist stabil. Der ist stabil. Ich fand Arnold Schwarzenegger hatte echt eine krasse Form zu seinen Bestzeiten.
Von der Ästhetik her finde ich die von Arnold Ja, richtig auch geil. so echt so eine so eine ganz schmale Taille und dann so ein richtig krasses V ist schon beeindruckend. Der war schon beeindruckend zu seinen guten Zeiten. Aber der hat sich natürlich auch geballert, was geht. Um endlich Essen zu bekommen, musst du noch die weinenden Emojis verwenden. Warte, ich hab hier so Brüll-Emojis von mir selber erstellt. Hier. Die hau ich jetzt hier rein. Ich hab Hunger. Favorite Buddy Lisa an. Wer ist denn Lisa an? Lisa an. Wir direkt mal gucken. Boah, die hat aber, was sind, oh, die hat aber ordentliche Brüste, ey. Was ist denn das? Boah. Ich muss auch mal Lisa N, das kenne ich nur woanders her. Aber die ist auch schon ein älterer Jahrgang, hä? Ein bisschen. Ah, Aber, das ist aber ja, kein ist Problem. eine hübsche. Aber die hat heftige. Diverse andere Filmprojekte, Schulprojekte hat sie betreut. So richtig krasse Bodybuilder sehen immer aus, als hätte man sie mit Walnüssen vollgestopft. Nicht schön, meines Erachtens. Also meine Freundin mag es zum Beispiel auch nicht, wenn ich jetzt zu shredded bin und das irgendwie da Adern kommen oder so. Aber ich finde es schön. Aber ich glaube, da haben wir Männer so ein anderes Bild von uns selber, also was gut aussieht, wie Frauen tatsächlich. Aber es gibt natürlich auch Frauen, die stehen, fahren da voll drauf ab. Und wir haben immer noch, die letzte Spende war vor 14 Minuten von Vollstrecker, 5 Euro. Jungs, Mädels, donatet noch ein bisschen rein. Ich will endlich essen. Ich will endlich essen. Ich habe so Hunger. Und meine Freundin reagiert einfach gar nicht mehr. Und es ist 21:20 Uhr und ich bin hangry und ich werde gleich sowas reinscheppern, ey. Michi, ich finde auch, dass richtige Bodybuilder nicht mehr ästhetisch aussehen. Ja, ich finde schon. Es kommt immer drauf an. Also zu viel Masse finde ich nicht geil, aber so schön shredded, ey, ist schon geil. Ich finde Classic Physik Classic finde ich Physik, richtig ja. schön. Ich finde alles Men's Physik finde ich scheiße, weil die keine Beine haben. Das sieht mir ein bisschen so Disco-Pumper-mäßig aus. Classic Physik finde ich am schönsten. Alles andere finde ich zu viel. Boah, ich muss trinken, weil dass mein Magen irgendwie voll wird jetzt langsam. Also, Jungs, wir machen es so. Ich trinke jetzt noch ein bisschen was. Dann rauche ich noch gemütlich eine Kippe. Und bis dahin haben hier nochmal ein paar was reindonated und dann machen wir mal Schluss für heute, oder Dennis? Da haben wir jetzt 3,5 Stunden gestreamt. Ich glaube, das reicht und ich bin wirklich hangry. Sonst falle ich hier vom Stuhl. Warte, ich muss. Schau mal auf Lieferando, was es zum Bestellen gibt. Ja, Mann, aber bis es jetzt da ist, ich habe ja eigentlich echt spekuliert, dass meine Freundin zu McDonald's fährt, aber da habe ich mich verzockt. Leider. Hast du schon mal probiert, das Essen im Tausch gegen Massage oder sowas zu bekommen? Keine Chance, ey. Wenn meine Freundin nicht fahren will, dann kann ich da massieren, was ich will. Also. Ja, stimme ich dir zu. Zu viel ist auch scheiße. So ein gesundes Mittelmaß. Ja, finde ich auch. Aber es ist halt natürlich schon krass, auch Bodybuilder, auch wenn die stopfen, ne, die wo auf der Bühne gehen, das ist absolute Disziplin und die ziehen so hart durch. Ernährung, Training, das ganze Leben ist ausgerichtet einfach auf den Sport und das ist natürlich schon respektabel auf jeden Fall. Solange du nicht hungry bist, ja. Hangry Hangry, bin ich. aber hangry ist echt richtig. Gell? Solange bist du nicht hungry bist, wird bald dunkel, ja, leider. Ja, ist so. Aber für das, dass wir jetzt 3,5 Stunden fast streamen, war es echt cool. Ja. Und für das, nur zur Info, ich war jetzt zum ersten Mal da. Ich habe normalerweise keine Ahnung von Streaming oder sonst irgendwelchen Social Media Sachen. Und ich hoffe, es passt soweit Du alles hast es läuft. sehr gut gemacht, Dennis. Ohne Scheiß. War richtig cool. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Zeit ging auch echt cool rum. Der Biggie hat euch nochmal den Donation-Link reingehauen. Für alle, die nicht seit Anfang an dabei waren, mache ich mal so ein kleines Update. Wir wollen heute sammeln für den Verein Gefangene helfen Jugendlichen e.V. Und da geht es ganz konkret um ein Projekt in der JVA Bremervörde. Die wollen da ein Präventionsprojekt aufbauen, wo
Jugendliche mit Gefangenen und deren Leben konfrontiert werden, um einfach da ein bisschen präventiv und abschreckend zu wirken. Und ich halte es für ein ganz wichtiges Thema und für ein cooles Projekt. Und wenn ihr jetzt dazugekommen seid und noch was Gutes tun wollt und heute Abend mit einem guten Gefühl ins Bett gehen wollt, donatet da rein, würde mich mega freuen auf jeden Fall. Halbe Schachtel down, Martin ist nicht süchtig. Ist so, ich bin nicht süchtig. Ein, zwei Kippchen geraucht während dem Stream. Earth, leider ja. Aber irgendwas stimmt mit meinem Internet nicht. Was stimmt mit dem Internet? Was ist? Leider ja. Ja, du musst auch mal Twitch lesen, mein Freund. Ja, ich lese gerade, ja. Nee, irgendwie das Spenden ging nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Der Dennis macht das nachher noch über seinen Rechner. Ryan Terry ist auch total heftige Form. Ja, der ist auch richtig krass, Ryan Terry. Der ist auch richtig heftig. Chris, Stream war super, Jungs. Macht Spaß, euch zuzusehen. Nächstes Mal aber bitte noch mehr Zigaretten und Zero-Getränke. Macht weiter so. Hey, Chris, bitte. Ich trinke normalerweise nur Wasser. Abends gönne ich mir ein bisschen. Chris macht wieder schlechtes Gewissen hier. Der Chris macht wieder schlechtes Gewissen. Aber Chris, kommst ja am Samstag. Dann kannst du ja was Leckeres kochen. Ja, und der Chris hat einfach insgesamt 7 € reindonatet, Bruder. Ich hoffe, du kannst dann. Sollen wir dann einkaufen wegen Kochen? Reicht es noch? Ja. Ist das der Chris? Dann kann er ja vielleicht nochmal was reindonaten. Earth, Dennis ins Camp. Dschungelcamp. Ich hätte kein Problem damit. Rein. So, ich muss jetzt echt gleich einfach richtig hart mir was reinballern. Ey, ich hoffe, wir haben noch irgendwas da. Ich glaube, meine Freundin schläft sogar schon. Michi ist raus. Schönen Abend dir. Ciao, Michi. Ey, der Duden hat dir nochmal was geschrieben, Martin. Ja, ich habe es gelesen. Kannst du dir vorstellen, es kam auch gleich über das MK Ultra Menschen-Slam zu Programm. Ey, auf solche Themen habe ich gar keinen Bock. Ich weiß nicht mal, was es ist. Also da werde ich mich jetzt im Stream auch nicht beschäftigen mit. Wir wollen heute ein bisschen sammeln. Wir hatten heute ein bisschen gute Laune. Ich muss mir das mal aufschreiben. Ich habe davon ja nie gehört. Hey. So, Kippe ist leer. Ich aktualisiere jetzt hier nochmal die Donation-Page und hoffe, dass ich da noch was sehe. Mal erstmal nochmal Zero-Getränk ballern. Also. Ja, Chris hat schon recht. Wir gönnen nächstes Mal mit Wasser. Mach dir einen strammen Max. Was ist das nochmal, strammer Max? Das ist, glaube ich, mit so Leberkäse, oder? Dennis, weißt du, was es ist, strammer Max? Ich habe es mal gehört, aber ich weiß es nicht mehr. War das nicht irgendwie so ein strammer Max? War das nicht dieser eingerollte Rollmops oder was das ist? David, sag mal, was das ist. Ich kenne das irgendwoher. Ich weiß aber gerade nicht, was ein strammer Max ist. Ist wahrscheinlich sowas wie die Eliten, die Kinder fressen. Ja, ich befürchte es auch, nämlich. So, der Biggie hat nochmal den Donation-Link reingehauen. Jungs, donated rein, ist für einen guten Zweck. Würde mich freuen, wenn ich da noch was sehe. Auf jeden Fall. Martin, der Earth hat in Twitch geschrieben, bekommt man eigentlich die Fahrtkosten erstattet, wenn man als Angeklagter zum Gericht fährt, als Zeuge bekommt man das? Nee. Ja, sonst hätte ich ja schon irgendwelches Fahrtgeld gekriegt. Ja, Mann. Ja, doch, heimlich. Ich habe das nur einkassiert und dir nicht gegeben. Weil der Dennis fährt mich oft. Aktuell. Und Aschenbecher voll, ja, ich bin so ein Schwein, ich habe keine Aschenbecher, ich benutze immer meine leeren Dosen. Ja, ich bin ein richtiges Schwein, ey. Ich habe ja schon mal in dem Stream meinen Schreibtisch gezeigt. So, Junge, ey. Und ich fahre auch die Taktik, ich müll das so zu, bis meine Freundin es nicht mehr sehen kann und dann aufräumt. Spiegelei auf Toastbrot, ist das strammer Max? Strammer Max wäre ein Top-Künstler, aber für einen Pornodarsteller. Brot, Schinken, Ei. Ja, ich glaube, ich habe nicht mal Schinken da, ey. Glaube ich. Aber Spiegelei mit Toast, das esse ich immer zum Frühstück. Was isst du immer zum Frühstück? Ein normales Ei, 4 Eiklar und 4 Toast. Das ist mein Brot. Holt dir deine Freundin nichts, Mann? Nee, ich weiß auch nicht. Heute habe ich einfach nichts gekriegt, ey. Ich glaube, die ist halt auch müde, die hat heute gearbeitet, hat auf den Kleinen, war noch Einkauf, hat auf den Kleinen geguckt, ne? Die hat sich jetzt wahrscheinlich hingelegt. Und ich werde mir da selber noch was machen. Eine Blume für eure Arbeit, Avocado, over and out. Chris, schön, dass du dabei warst, auf jeden Fall.
Danke dir, Chris, gell? Und wir sehen uns. So, ich schaue jetzt hier nochmal einmal rein. Also, Jungs und Mädels, wir haben 305 Euro gesammelt. 19 Ehrenfrauen und Ehrenmänner haben gespendet. Vielen Dank dafür, dass wir noch so eine kleine Community sind. Haben wir da echt was bewegt. Danke an alle, die rein donatet haben. Und Dennis, schön, dass du dabei warst. Erster Stream. Hat richtig Spaß gemacht. Wir haben jetzt irgendwie 3,5 Stunden gestreamt und ich bin hungry sein Vater und ich werde jetzt mir erstmal schön irgendwie was rein eskalieren. Ich habe so Hunger und vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, ich bin jetzt auch auf Twitch unterwegs. Mein Kanal kann ich nochmal kurz verlinken. Wenn ihr da, wenn ihr Prime habt, könnt ihr mir gerne eine Donation da lassen. Eine Donation, Abo ist kostenlos für euch. Und unter dem Video findet ihr mein Instagram, das Instagram von Dennis und auch der Franzi, die vorhin auch im Stream war und die Fotos für mich macht. Wenn ihr da Anfragen habt, schreibt ihr gerne Nachricht. Und ansonsten gerne abonnieren, Glocke aktivieren, Glocke. Und dann sehen wir uns morgen Abend, ist die Live-Premiere von Storytime 5. Würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Und Dennis, du warst ja heute der Gast. Du hast das Schlusswort auf jeden Fall. Ich wollte auch nochmal vielen, vielen Dank sagen. Ich habe ja echt keine Erfahrung mit Social Media oder sonst irgendwas. Das heute war mein erstes Mal und ich danke euch, dass ihr mich so gut aufgenommen habt. Und wenn ihr sowas gerne haben möchtet, wie gesagt, die ernsthaften Themen überlasse ich Martin alleine. Und wenn ihr mal wieder öfters so unterhaltsame Streams haben wollt, dann bin ich gerne dabei. Und ich danke euch für alles. Abonniert Martin seinen Kanal, haut die Kommentare voll für den Algo und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Genau. Und wenn ihr mich nochmal sehen wollt, am Samstag sind wir in Insta Live bei Martin auf dem Kanal. Da ist meine Freundin, die Franzi, auch dabei. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend und dann sehen wir uns. Bis bald. Genau. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die supportet haben, die da rein donatet haben für einen guten Zweck. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Bleibt gerade und wir sehen uns dann spätestens morgen bei der Live-Premiere zu Storytime 5. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und wir sind raus für heute. Ciao, ciao. Ciao.